Guck mal, ich sag dir, ich bin eine. Nein, Mann, nicht gucken, Und Mann. guck, Komm, warte, warte, antwort warte. einfach. Da sind auf Internet. Ich suche mir ein Buch. Ich dachte, du liest aus Okay, einem perfekt, Buch. perfekt. Mach das Ich mal. habe Aber ich ein, zeig das ich gehe zu trotzdem meinem den Bü Leuten, okay? Weil heutzutage gibt es Ja, Internetzugang guck und mal. gibt es alle Bücher im Internet, ja? Und zwar Chapter of Mies, Nein, nein, nein. Akbar, ganz kurz. Nein, lass mich ausreden. Hab keine Angst vor deinen eigenen Quellen. So. Nein, ich habe keine Angst. So, Khalid Somont Malik bin Nuaira. Malik bin Nuaira wollte keine Zakat, okay? And prevent him from paying Zakat. And he said, did you not know that is presumption of prayer? Hast du nicht gehört, dass es dazugehört zum Gebet? Malik said, dein Freund hat das gesagt. Er sagte, ist er dein Freund oder Ja. nicht? Hey Dirar, hit Ja. his neck and he struck his neck and commanded his head. So he made it with two stones and cooked. Er hat es gekocht on three spots. And Khalid, was? Ja. Hat davon gegessen. Okay? Okay. Er hat davon gegessen. Okay. Oh, Okay, ich los, muss Alter, ohne aufpassen. Scheiß mal. Jetzt pass auf, Nee, es gibt sogar noch das ist gar Details, nicht ja? damit. Ich Malik, muss. Ey, sein Haar, ganz kurz, warte. sein Ich Haar biete hat, 500 Euro. Hör mal sein zu. Haar, ganz 500 kurz, Euro sein will das Haar, Geld sein haben. Haar, 500 was? Geld. Keiner will Was? seine Hey, 500 warte mal Euro. kurz, Mann, ey, Mann, sei mal leise, sein Haar hat Firework gemacht. Sein Haar hat gebrannt. Bis sein Fleisch auf the pot ripened. Ja, and the hair, da sind sogar Details drinnen, wie das Haar gebrannt ist und da, okay? Also, Kip ein Talk, kannst du mal Bidaya bitte Gott, Alter, zeigen, ist was du das dort liest? widerlich jetzt mal ohne Scheiß, Alter, das kann man sich doch nicht Warte mal, darf ich da ausdenken, nur ey. kurz noch was kurz Das anhängen ist dazu? eine Selber Khalid bin Walid war TikTok-Sportlichkeit. dafür bekannt, dass er das Schwert Allahs genannt wurde. Khalid bin Walid hat gegen die Muschrikin gekämpft und diese Genau. grausam bekämpft und getötet. Also er selber war als das Schwert Allahs bekannt, den Mohammed mehrmals gelobt hatte aufgrund seiner Grausamkeit. Genau, da ist so. Ja. Okay, Leute. Ich suche diese Quelle, weil Mach es das. bringt mich zum Lachen. Weil Warte diese mal ganz Quelle kurz. ist Hier, aber hier, Eimann, das folg ist mir und gib mir die Quelle. Bescheid. Eimann, Stehst folg du mir und hier das? gib mir Bescheid. Erik? Du bist immer Ich überall, höre ja. Du dich. bist immer bei Du, Pflicht, Erik, bei ich wollte eigentlich gar genau. nicht hochkommen. Ich wollte nur ganz kurz Bescheid sagen, dass man nichts hört. Tust mir bitte den Gefallen und sorgst für Ordnung. Ich würde gerne heute mal nur zuhören. Ich habe heute 19:50 Uhr selber einen Termin, wie du weißt. Von daher kann ich mich da nicht so richtig einbringen. Aber ich würde trotzdem bis dahin zuhören. Kannst du bitte dafür sorgen, dass die Leute sich hier nicht ständig übers Maul sabbeln? Ja, wenn ihr ja natürlich alle durcheinander schreien, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Da muss ich halt stumm schalten, ja, kann ich Mann, machen. Erik, Alter, zeig deine Eier, Junge, du schaffst das. Ja, ein bisschen geht da. Alles klar, ich gehe dann erstmal runter, ich höre noch zu im Genau. Hintergrund, pass noch ein Alles bisschen klar. mit auf. Ansonsten viel Spaß. Und Erik, Alter, 19:50 Uhr nimmst du die Zeit für mich. Schauen wir dann mal, wenn ich nicht online bin. Nee, Alter, Erik, nichts mit schauen wir da mal. Ich schwöre bei Allah, musst du jetzt sagen. Alhamdulillah. Ciao. Okay, also, So, bis später. Wir hören. wenn du ein wahrhaftiger Muslim bist, dann folgst du mir, ich schicke dir mein Telegramm, du schickst mir die Quelle vom Buch aus. Okay? Und wenn du dann eine falsche Seite drin hast, dann weiß ich, dass du kein wahrhaftiger bist und dass du ein Heuchler bist. Guck Ist mal. er auch. Kannst du Ahmed Didat, ne? Ahmadidat wurde richtig auseinandergenommen, Bro. Richtig. Ja, okay, natürlich. Leute, Von Leute, wem? jetzt an alle. Er hat gerade einen Namen genannt. Oh mein Gott, Ayman, das ist so peinlich, Bro. Wirklich. Bro, wie kommst du auf Ahmadidat? Bro, ich kann dich jetzt Guck so mal, schlimm auseinandernehmen mit ihm. okay, Ehrlich. dann nimm sein Futter als das mit Jim Swigart. Der hat Das Jim ist. Swigart auseinandergenommen. Ey, Ayman, soll ich dir was sagen, Bro? Aber auf Hey, Ernst jetzt, sag mal, wirklich. sag mal. Ayman, ganz Okay. kurz, Leute, alle ruhig, ja? Ayman, jetzt pass auf. Er hat aber wirklich, Leute, ja, das könnt ihr alle nachschauen. Er hat mal gesagt, und ich schwöre auf Gott, der richtige Gott soll denjenigen stummen, der falsch liegt. Und was passierte mit Ahmadidat? Bro, auf Ernst, er wurde stumm. Er konnte nicht mehr reden bis ans Ende seines Lebens, Mann. Google das mal, Bro, sowas wird dir niemals gesagt, aber es Eine ist so. Frage, lass mal jetzt deine Quellen, deine gefälschten Quellen. Das sind Meine keine Frage an gefälschten euch. Quellen, das sind Halt mein Fakten. Mund. Nur weil du Ich damit zeig nicht zumindest Quellen, klarkommst. Mo. Zeig mir, ich kann dir Zeig mit mir deine ChatGPT Quellen. Nimmst du Ich mache Ibn dir mit Kathir nicht an? ChatGPT, Lehnst du Ibn mit Kathir ab? ChatGPT mache ich dir eine Ey, Seite du bist auf so innerhalb ein paar erbärmlich, Minuten. Mann. Mit ChatGPT mache ich dir eine Seite auf mit voller Hass.
gegen Islam, weil ich darf ja nicht meine Meinung sagen. Das eins. Mit ChatGPT mache ich dir eine Seite, wo nur Hass draufsteht. Mit meinen eigenen Gedanken schreibe ich irgendwie was rein und dann sage ich, boah, das ist ja richtig. Sunna.com, also Sunna.com mit ChatGPT gemacht. Sunna.com. Vor allem Islamweb, Bro. Islamweb ist ja viel komplizierter. Zweitens. Hey, mach mal diese Seite auf ChatGPT. Wir werden uns nie, guck mal, weißt du, warum wir gute Menschen sind, wir Muslime? Oh mein Gott. Ich sag dir warum. Hör mir zu. Wir werden uns nie über Isa, Moses, also bei euch Jesus oder Moses, was auch bei uns im Koran steht. Ja, natürlich. Das geht doch, Herr Dinde. Weil, da steht doch was gegen Juden. Was ist bei dir was falsch? Was erzählst du da? Was laberst du? Okay. Du beharrst drauf, Bro. Vertrau mir, Mo. Es steht zwei Ungläubige. Guck mal, da war ein Moslem. Und weißt du, was passiert, wenn man nicht daran glaubt? Tötet zwei Ungläubige, weil diese zwei Ungläubige, ein Satz davor steht, weil diese zwei Ungläubige haben Menschen versucht, gedemütigt, haben Häuser verbrannt, waren schlechte Menschen. Das steht ganz genau darin. Ihr habt keine Ahnung. Guck mal, es steht ganz genau. Das steht bei euch drin. Ihr versteht das, Bruder. Einmal, Bruder, du brauchst nicht mit dieser Leute. Wenn du das glaubst, dann hast du ein Problem. Einmal, guck mal. Deren Strategie ist, den anderen, deren Strategie ist, einmal, warte. Deren Strategie ist, den anderen nicht ausreden lassen und selber reden, damit man Recht hat. Punkt. Das ist deren Strategie. Die lesen nur mit Fakten. Wenn da steht, Mo hat getötet. Was hat er getötet? Ob der eine Fliege getötet hat oder was anderes? Nein. Wir wissen, dass ich diskutiere nicht mehr mit diesen dummen Leuten. 300 Leute. Ich verbrenne mein. Guck mal, ich höre immer diese Zuschauerzahl. Jeden Tag. Ey, pass auf, ich kann dich nicht blamieren. Okay. Weißt du warum? Weil ich mache hier zu. Guck mal, hör mal zu. Ich habe dir was gesagt. Heute Morgen bin ich 5 Uhr Gym gegangen. Ich mache auf diese Räumlichkeit bei Alvaro. Ist mir scheißegal, wo du warst. Der kann von mir auf den ganzen Tag hier sein. Das hat dich nicht zu interessieren. Du lässt mich gar nicht sprechen. Weißt du warum? Weil du nicht unrecht bist. Das ist das. Du versuchst immer deinen Kopf gerade zu kriegen. Mo, sorry, aber jetzt schalte ich mich mal ein. Du bist der Laberbacke. Ich fahre nach Köln. Ich esse Döner. Du kannst zu Allah fahren. Guck mal, ich fahre nach Köln. Bitte schmeiß ihn mal raus. Ich hab nur eine Frage, ich muss raus. Warte mal. Hey, gib dort, ne? Du bist kiptischer Orthodox, ne? Ich bin kiptischer, ja, ich bin kiptischer. So, die sind 20 Millionen Christen. Ja, kiptisch heißt das. Was kiptisch, Alter? Also kept, ne? Die sind 20 Millionen Christen jetzt in Ägypten, ja? Die leben da mit. Mit Kirchen und alles und so, ne? Also 20 Millionen Kirchen gibt es nicht, aber wir haben Kirchen, ja. Zum Glück. Seit 2011 wieder, zum Glück. Zum Glück, ja. Okay. Wie hat die kryptische Orthodox von katholische römische Kirche gerettet? Wer hat gerettet? Warte, ich gehe jetzt raus. Such das, Bro. Such bitte das. Soll ich dir jetzt was sagen, mein Lieber? Nein, ich gehe jetzt raus. Du brauchst mir nichts sagen, weil ich muss jetzt raus. Du fragst mich was über die Kopten. Soll ich dir ernsthaft Antworten drauf? Nein, er will nicht das. Du bist echt böse auf mich. Er ist jetzt zur Moschee gegangen. Lass ihn. Oh, dein Freund kommt wieder. Oh, Bing. Mit seiner Mini-Banane. Wie verurteilst du den Angriff auf die Kirche, sag mal? Was? Wie verurteilst du den Angriff auf die Kirche? Die Bombardierung auf die Kirche. Was ist denn? Wie verurteilst du das von der israelischen Armee? Wieso soll er das verurteilen? Ja, warte mal kurz. Nein, das ist eine berüchtigte Frage, ja. King, du hast recht. Ich bin gegen das israelische Regime in dem Sinne, aber... Ja, also sonst ist es auf beiden Seiten. Also du hast mich nie gefragt, was ich davon halte. Ja, ich gehe nur, ich sag's dir ehrlich, ich betreibe eigentlich fast nur Islamaufklärung, aber ich bin auch ein bisschen gegen das israelische Regime. Alles gut, okay? Bist du zufrieden? Und ich springe ihn nicht um, weil er das gesagt hat.
Der ist nicht zufrieden. Nee, ich glaube nicht, dass der zufrieden ist. Okay, Hope, wie sieht's mit deinem Bananen? Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, genau. Verbreitet keinen Hass, ne? Ihr, wir verbreiten keinen Hass. Wir klären auf, dass es alles so, dass nein, hier was fällt mir eigentlich ein, hier reinzukommen und frech zu sein, King El Zane? Warte mal kurz, warte mal kurz. El Zane, hast du eben das mitbekommen, was über Ibn Walid gesprochen wurde? Hast du das mitbekommen? Ich bin gerade reingekommen. Ich habe der redet wie Uwe Lindenberg. Der hat doch einen durchgezogen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Khalid Walid, der hat ja selber jemanden getötet und dann aus dem Kopf gegessen. Hast du das mitbekommen? Klar. Ja, klar, genau. Guck mal, ich praktiziere selber nicht den Islam, weil ich bete nicht. Ich bete weder noch, ich gehe nach Menschlichkeit eher, weißt du? Okay, legitim. Okay. Naja, hallo Udo Lindenberg. Also mir geht so eine sehr gut. Wenn man Christian, was mal kurz. Leute, lass mal King ausreden, bitte. Ja, King. Wenn du nicht betest, bist du kein Moslem. Yani, wenn man jeden Kontext an sich nimmt, sozusagen bin ich auch sozusagen nach dem Hasis kein Moslem. Stimmt eigentlich, ja. Abu Najim, kennst du? Ich halte nicht von dieser Häusler. Achso, ja. Aber kennt ihr Abu Najim, Leute? Nein, ich nicht. Ich bin reiner. Abu Najim ist ein sehr berüchtigter Imam in Deutschland. Christian, warst du das letzte Mal in Thailand? Auf jeden Fall. Wann ich in Thailand war? Der Typ hat einfach gesagt, Leute. Naja, ich hab mir gedacht, ich fahre nach Thailand oder flieg da beziehungsweise hin und fick irgendwelche Ladyboys, weißt du? Ja, okay, ganz kurz. Also Abu Najim. Das ist an die kleinen Mädels, so ungefähr. Ey, chill mal ganz kurz. Abu Najim hat gesagt, diejenigen, die nicht beten, man soll sie darauf hinweisen und wenn nicht, dann soll man sie TikTok-sportlich töten. Ach Quatsch. Bruder, soll ich dir das Video zeigen? Komm, ich zeig dir jetzt das Video. Jetzt sofort, Bruder. Abu Najim, komm. Jeder kennt Abu Najim. Jeder kennt den Islam in Deutschland. Ich gehe nicht nach Leuten. Auf jeden Fall, dieser Israel, Terror Israel, was die da treiben, ist ehrlich nicht mehr normal, ehrlich. Ich guck mir nochmal, dein Framing bringt nichts. Du musst schon mit Fakten kommen. Welche Fakten für dich, diese Videos? Welche Videos? Geh mal näher drauf ein, sag genau, was du damit meinst. Guck mal, geh mal auf meine Seite. Ich habe ungefähr 100 geteilte Videos. Schau dir. Keiner geht auf deine Seite, Mann. Jetzt hör mal zu, ich habe geteilte Videos, da kannst du schauen. Ich habe auch Videos. Was hast du denn für Videos? Die Lügen von Israel? Nein, ich habe Videos, sehr schöne Videos. Ich weiß schon, welche Videos du hast. Direkt von Gaza. Ich weiß schon, welche Videos du hast. Von deiner Mini-Banane? Nein, die habe ich nicht. Die habe ich nicht, aber ich habe direkte Videos von Gaza. Ich weiß schon, welche Videos du guckst. Die sind ganz, ganz schön. Nein, jetzt mal ganz ehrlich, das, was Israel da treibt seit 70 Jahren, diese ganze Vertreibung und... King, Habibi, la tahki ma'a dhul, adhul jahil, wallah, la tahki ma'a. Erster, was für Jahil, was laberst du, Mo? Mo, du bombardierst, Bruder, du bombardierst hier nur Al Jazeera, Bruder, du bist ein erbärmlicher. Wer ist Al Jazeera? Al Jazeera, komm mal zu, pass auf, wenn du schon über Al Jazeera redest, steh auf und rede über Al Jazeera, hast du mich verstanden? Was? Was Wer redest du, Ramo? Warte, kurz. Was willst du sagen? Guck mal, was erzählst du, Al Jazeera? Hör auf, über. Guck mal, du bist Araber, ne? Du bist Araber. Ja? Ja? Nein, bin ich nicht. Nein, ich bin kein Araber, nein. Du bist Araber. Nein, ich bin kein Araber, Mann. Guck mal. Ich bin arabisch sprechend. Jetzt bist du auf einmal kein Araber, ne? Ey, Mo, schau, ich bin Kopte. Google mal Kopten und dann wirst du rausfinden, dass ich kein Araber bin. Du bist Araber, lüg nicht hier. Was? Erst dich nicht für deine. Was? Mo, schäm du dich erstmal nicht. Was redest du eigentlich? Ey, soll ich dir was sagen, Mo? Du verdammter Esel. Wir wurden zwangsarabisiert. Du Heuchler. Wir wurden zwangsarabisiert. Schau mal, sprichst du Englisch? Mo, sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? Ja. Also nur weil man die Sprache... Der soll mal Fitness gehen. Ja, nur weil man die Sprache spricht, heißt das noch lange nicht, dass man der Nationalität ist. Jetzt passt auf, Leute. Im 8. Jahrhundert wurden unsere Müttern... Sorry, wurden unseren Müttern die Zungen abgeschnitten, damit wir kein Koptisch mehr reden. Und wir wurden zwangsarabisiert, ja? Der soll mir niemals kommen mit, du bist Araber, du schämst dich, das ist eine Beleidigung für mich. Was für ein Typ.
Ja, mehr kann er auch nicht. Jeden Tag kommt er hier rein und beleidigt. Gott segne dich, Optik. Gottes Segen. Du bist sehr heftig in deinen Aussagen, aber du zeigst uns natürlich auch die Hadithe, die Verse. Und die Muslime können das nicht leugnen. Ja, aber sie tun es. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das bringt nichts, mit denen zu reden. Sie verleugnen doch eh alles. Ach, ja. Du bist jetzt leise. Er redet. Respektier das bitte. Was will diese Peace in Love und... Rede! Ja, rede bitte Respekt. Red doch. Sag mal etwas. Ja, was soll ich sagen? Nein, ich mein, Caro soll reden. Caro, rede. Die hat doch keine Verbindung. Die hat doch keine Verbindung. Internet nicht bezahlt. Komm, geh. Also, Caro, brauchst du Spenden? Ja, brauchst du Spenden? Nein, nein. Was ist das? Kein Internet. Wo lebt sie? So, Leute, kennt ihr Abunaji? Ja, ich habe ihn schon mal gesehen, dieser Abunaji. Der ist sehr, sehr gefährlich. Das ist ein richtig großer Scheich in Deutschland und jeder Muslim folgt ihm. Ja, jeder Sunnitische zumindest. Hier, jetzt passt auf. In Saudi-Arabien von einem großen Gelehrten gibt es eine Fatwa mittlerweile. Fatwa heißt Urteil. Jemand, der nicht betet, man muss ihn ermahnen. Und nur 3 Tage Zeit geben. Fertig. Ja, ganz eindeutig. Ist ganz gefährlich. Der Abunaji ist ein sehr gefährlicher Typ. Können wir mal da kurz drüber reden, was passiert mit einem, aus arabischen Ländern, warte mal, Mo, sei mal kurz leise, ich wollte gerade diskutieren, warte mal kurz, also folgendes, wir haben ein Mädchen aus einem islamischen Land, das sie nach Deutschland mit der Familie gekommen sind, die Eltern sind konservativ, so, und was ist jetzt, wenn dieses Mädchen plötzlich anfängt, sich hier westlich zu prägen, Minirock trägt, was auch immer, ja, kein Kopftuch, vollkommen sich westlich prägt und die Eltern vollkommen konservativ, muslimisch, sogar dem politischen Islam sympathisiert. Ja, eben. Darf man dieses Mädchen eben nach dem Vers Sure, ich meine 1880 ist es, 81 Ehrenmord bei der begehen? Ja, das darfst du natürlich. Das ist ja, sie schämen sich natürlich dann dafür, dass das Mädchen so sich so anzieht, aber ich hoffe, nochmal Sure und Vers, nochmal, tut mir leid. Sekunde, ich kann dir das gerade sagen, ich habe auch den Tafsir dazu. Die ursprüngliche Koransure beruft sich nämlich auch auf einen Jungen, der getötet wurde, weil er eben nicht mehr der Religion geführt hat. Sekunde, ich kann dir gerade mal den Tafsir dazu nennen, zu der Sure, Sekunde. Das war, Sekunde. So, das war 18 Vers 80, eben Ehrenmord-Tafsir von Ibn Kathir. Ibn Kathir selber hat nämlich gesagt, Sekunde. Ibn Kathir sogar, der größte Gelehrte. Okay, krass. Okay. Ja, Ibn Kathir selber hat, also in Sura 18 Vers 80 steht, und was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig und wir fürchteten, er würde sie durch Rebellion und Unglauben unterdrücken. So wollten wir, dass ihr Herr ihn für sie austauscht gegen einen, der besser ist in der Gerechtigkeit und näher an der Barmherzigkeit. Jetzt der Tafsir von Ibn Kathir und Ibn Abbas sogar. Ibn Abbas überlieferte von Ubadj bin Ka'b, dass der Prophet sagte, der Junge, den tötete, war vom Tag seiner Erschaffung an dazu bestimmt, ein Ungläubiger zu sein. Es wurde von Ibn Jarir, von Ibn Abbas berichtet, er sagte, seine Eltern waren gläubig und wir fürchteten, er würde sie durch Rebellion und Unglauben unterdrücken. Ihre Liebe zu ihm könnte sie dazu bringen, ihm im Unglauben zu folgen. Khatada, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, sagte, seine Eltern freuten sich, als er geboren wurde und trauerten um ihn, als er getötet wurde. Wäre er am Leben geblieben, wäre er die Ursache für ihren Untergang gewesen. So soll sich der Mensch mit der Entscheidung Allahs begnügen, denn die Entscheidung Allahs für die Gläubigen ist, wenn sie ihm nicht gefällt, besser für ihn, als wenn er ihm etwas verordnet hätte, was ihm nicht gefällt. Aha. Allah verordnete den Gläubigen nichts, es sei denn, es ist gut für ihn. Und Allah sagte,
und es kann sein, dass du etwas nicht magst, was gut für dich ist. Sure 2, Vers 216. So wollten wir, dass ihr Herr für sie ihn austauscht gegen einen, der besser ist in der Gerechtigkeit und näher an der Barmherzigkeit. Ein Kind, das besser als dieses eine Kind, für das sie mehr Mitleid empfinden würden. Dies war die Ansicht von Ibn Jurayh. Schon krass. Krass, wirklich krass. Ist krass? Also ich bin jeden Tag, denke ich mir so, das kann doch nicht sein. Und dann heißt Islam für Frieden. Nee. Habt ihr gesehen, der Mo, der ist einfach weggerannt. Ja, der geht immer weg. Ich bin nicht weggerannt. Der hat mich rausgeschmissen. Sagt ihm die Wahrheit. Hast du mich rausgeschmissen oder nicht? Weil du keine Verbindung hattest. Deswegen habe ich dich jetzt wieder hochgeholt. Ja, also das heißt, ihr zwei da unten, erstmal bevor ihr was sagt, er ist weg. Ich habe jetzt ganz genau nochmal jetzt gelesen. Ich lese. Das ist Kinder. Tablet. Ich kann jetzt nicht raus auf Google, ne, mit meinem Handy, oder? Nein, dann hört man das nicht. Aber hey, ich kann das auch aufmachen. Ich habe das jetzt ganz genau sogar auf eine andere Sprache, nicht auf meine Muttersprache, also nicht auf Arabisch oder Kurdisch, auf Türkisch gelesen. Nochmal, damit ihr bestätigt, auf Türkisch, für die Leute, die Türkisch verstehen, da steht ganz genau drin, wer wegen Ehrenmord jemanden umbringt, begeht eine größte der Sünden in Islam. Alles klar. Merkt okay, passt, perfekt. Das. Ihr seid okay, alle also Lügner. Ihr, ist mal, Ibn Abbas, nein, also ist Ibn Abbas und Ibn Kathir. Mo, kannst du Arabisch? Mo, ich gehe raus. Mo, kannst du Arabisch? Mo, wenn ihr mich nicht reden lässt, ich gehe raus. Kannst du Arabisch? Ja oder nein? Ja oder nein? Kannst du Arabisch? Lass mich aussprechen. Ich bin nicht fertig. Ja, Bruder, jetzt gibt dir eine Antwort, du gibst mir keine Antwort. Ich bin nicht fertig. Kannst du Arabisch? Ich bin nicht fertig. Okay, wir lassen jetzt den Mo aussprechen. So, bitteschön. So, ich habe das jetzt ganz genau gelesen. Was hast du gelesen? Zuerst, ich habe jetzt ganz genau, ich habe euch jetzt gesagt, wenn jemand bei uns mit. Was hast du gelesen? Namus heißt, wegen Ehre jemanden umbringt. Was ist Namus? Was heißt Namus? Namus habe ich erklären, das ist mal nochmal auf Deutsch. Nein, was heißt Namus? Das ist ein Ehrenmord. Wort. Nein, Namus bedeutet Gesetz, du Jahil, okay? Gesetz. Also, was hast du jetzt nachgeschaut? Ein Jahil, ne? Ja. Namus bedeutet das Gesetz. Das heißt auf Türkisch, Namus Ölüme heißt, das heißt Ehrenmord auf Türkisch, du Jahil. Wenn du schon zu mir Jahil sagst, dann solltest du erst mal wissen, was das ist. Ist Islam auf Türkisch? Hör mal zu, bei uns in Islam gibt es sowas nicht. Lüg nicht. Namus bedeutet Gesetz, ja, Gerhel. Hör mal zu, ich habe doch gerade ein Kapitel von Ibn Kathir durchgelesen. Ibn Kathir und Ibn Abbas. Abbas war der Cousin von Mohammed. Hey, Leute, bitte. Was interessiert mich Türkisch, wenn es um Islam geht? Wenn jemand Islam wissen will, bitte nicht hier zuhören, weil die Leute hetzen nur. Mo, du kannst nicht mal Arabisch sprechen. Du keiner hetzt hier. Du kannst was sagen. Diese Leute alle hetzen hier. Diese Leute alle hetzen hier. So, das ist ein Mo. Ey, Mo, das ist unglaublich. Du kannst nicht mal Arabisch. Der glaubt daran nicht. Und was passiert mit Leuten, die nicht daran glauben? Du bist. Ich fordere alle Leute auf, koranx.com zu gehen. Da findet ihr alle Tafsire. Da geht ihr auf Sure 18, Vers 80 und geht runter auf Ibn Kathir. Dann könnt ihr es alle lesen und dann könnt ihr alle feststellen, dass der Typ ein Lügner ist. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, die kommen immer rein und sagen, die manipulieren, hört denen nicht zu, holt euch den Islam. Ja, passt. Ich will, dass ihr alle diese Quelle nachprüft. koranx.com, ja, findet ihr alle Tafsir. Das ist keine Seite von den Juden, das ist keine Seite von den Christen, das ist eine Seite von den Sunniten, ja. Und Ibn Kathir und Ibn Abbas sind die besten Gelehrten im Islam. Jeder Scheich entzieht die Tafsir hauptsächlich von Ibn Kathir und von Ibn Abbas, vor allem Ibn Abbas, ja. Passt. Ich will, dass ihr das alles nachprüft. Das Lustige ist, die kommen nie mit Quellen. Die kommen immer mit Quellen. Und sie labern irgendeinen Scheiß, sagt, ja, auf Türkisch steht, er hat wahrscheinlich irgendeinen Bericht auf Google gesehen, nicht mal islamischen Bericht, der besagt, ja, Ehrenmord geht gar nicht und so. Auf Türkisch. Ja, ja. Was ein Typ, Mann. Hallo. Vor allem, das sind ja die Interpretationen. Ibn Kathir ist ja die Interpretation. Und Ibn Abbas, der war faul, der hat nicht viel zu geschrieben. Aber Ibn Kathir war einer, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Koran befasst hat und es eben sehr ausführlich interpretiert hat. Und das ist einer der zeitgenössischsten Interpretationen. Der Beste, ja, der Allerbeste.
Darf ich kurz mal reinspringen? Hallo, guten Morgen zuerst mal. Ich bin hier in Texas, in Amerika. In der Namur ist übersetzt in Arabisch, heißt Gericht. In türkischer Language ist Honor. Also das ist das waren zwei verschiedene übersetzt erstmal. Ich verstehe, was er gesagt hat, dass er im Türkisch gelesen hat, aber im Arabischen ist es wieder was anderes. Also es sind zwei verschiedene Wörter quasi. Na? Ja, in Hey sagt es korrekt, in Türkisch ist Ehre und in Arabisch ist es gerecht. Das ist darf ich dazu was sagen? Ja. Also ich selber bin Türke und Türkisch ist meine Muttersprache. Ich bin quasi mit dieser Sprache aufgewachsen und Ehre bedeutet auf Türkisch Namus. Und ja. Ehrenmord heißt Kandavas. Ehrenmord und Namus, das ja eine Kandavas und Namus sind zwei verschiedene Sachen, wollte ich noch sagen. Ja, der Typ hat eiskalt gelogen, ha? Suchende. Ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Sorry, dass ich ins Wort falle, aber wenn ihr wollt, könnt ihr selber ein Wörterbuch rausholen oder irgendwas anderes. Ehre bedeutet auf Türkisch Namus. Und ja. Ehrenmord heißt Kandavas. Und jeder Türke würde das, was ich sage, auch bestätigen. Ja, ja, was für ein Jahil, ja. Mo, wenn du drin bist, wir du glaubst wieder... Ah, Mo, du guck mal, so der Mo Jahil. Macht das jeden Tag. Der kommt hier rein und erzählt irgendeine Scheiße, geht wieder raus. Genau. Jeden Tag. Jeden Tag habe ich den einmal. Jeden Tag. Und dann, wenn man ihm Fakten bringt, dann sagt er, nein, das stimmt nicht. Klar. Vor allem, Sie können gerne mal... Wartet mal kurz. Wartet mal bitte. Hey, du hast geschrieben, Blutrache bedeutet Kandavas. Man kann aber auch als Blutrache auch... Also man kann auch sagen... Dass Ehrenmord Kandavas ist. Weil ja, Kandavas Blutrache ist ja Ehrenmord. Ja, das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe. Bro. Darf ich dich mal was fragen? Hast du auch schon von den Berichten gehört, dass man hier Mädchen aus Deutschland rüber in die Türkei oft im Sommer rüberbringt und dort verheiratet, weil man das eben erstens mit einem jüngeren Alter machen darf und weil da eher konservativ, das wird ja eher da erlaubt. Also in konservativen Kreisen habe ich das tatsächlich mitbekommen. Ob das jetzt sehr häufig ist, dazu kann ich wirklich nichts sagen, weil ich habe mich mit dieser Thematik gar nicht auseinandergesetzt. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht viel reden. Aber dass so etwas passiert ist, habe ich nun wieder mal mitbekommen. Ich kann es nicht bestreiten. Hast du uns noch was zu sagen wegen... Nö, ich bin... Ja, also zu den Konflikten, also ich bin unparteiisch. Ich wünsche mir einfach nur Frieden auf beiden Seiten. Aber ja, ihr seht ja, was passiert. Danke. Suchender, du bist ein King, Bro. Danke dir. Ja, danke, das ist wirklich, das ist ein Beispiel, dass man sich benehmen kann, dass man ruhig reden kann, dass man hier mit Fakten kommt und nicht mit irgendeiner Scheiße. Genau. Eben, vor allem, das ist auch jemanden, wo wir sagen, hier, schön, dass du hier in Deutschland bist, gut integriert und hält sich auch hier an die Regeln. Das ist ja eigentlich genau nur das, was wir hier wollen. Wir wollen, dass die Leute hier in Deutschland auch einen Beitrag dazu leisten und eben sich auch kritisch mit ihren eigenen Themen auseinandersetzen, aber halt auch sich hier ans Grundgesetz halten. Ja, wir versuchen hier keinen Hass rüberzubringen oder so. Wir wollen einfach nur zeigen, was da steht. Und wie das da abläuft. Und diese Leute, die stehen gar nicht dazu. Die akzeptieren das nicht, dass es dort steht. Genau. Und wir schätzen die Ehrlichkeit. Also Leute, bitte kommt, wenn ihr hochgeht, bitte betreibt keine Takir, bitte lügt nicht. Lügt uns nicht in die Fresse, Leute. Ich meine, allein wir zeigen uns ja schon die Quellen, euch die Quellen, Leute, ganz ehrlich, das ist doch noch, ihr macht euch nur noch peinlicher. Ja, das ist jeden Tag, also jeden Tag dasselbe. Ja, ist so. So, Hinkebein. Oder, nee, davor war der Sve. Sve, bist du da? Bist du bei uns? Sven und Hinkebein. Jo, hier bin ich. Mahlzeit. Ah, du heißt Sven. Mahlzeit. Ja, Sven heiße ich. ich hab das N nicht und das E nicht gesehen. Alles gut. Kein Problem. Ach ja, was soll ich sagen, ne? Also, ich bin ja jetzt schon ein paar Minuten hier drin. ja, ich war schon in anderen Channels
Also da finde ich den hier noch human, muss ich sagen. Also ich bin da. So, danke. Also, danke, aber wie meinst du das genau? Also entspannt. Ja, wir beleidigen ja nicht. Die Leute beleidigen uns, also und wir beleidigen aber nicht. Ich meine, das ist nicht unser Niveau. Ja, nee, aber ich meine auch, also ich war davor immer ein paar Tage in so einem, wie heißt der, Sole oder sowas, glaube ich, heißt der, in so einem Channel. Und ja, keine Ahnung, die sind halt anti-israelisch angehaucht und so und sagen aber immer, jeder hat zu seiner Meinung, ist alles gut und okay. Und dann kommt immer so die Frage, wenn da jemand Neues im Raum kommt, was hast du denn für eine Ansicht und so? Und sobald du sagst, so, ja, ich weiß ja nicht, ne, also ganz okay ist das ja auch nicht, was die Hamas da so gemacht hat und so. Ja, wie kommst du denn darauf? Und geht ja mal gar nicht und so, ne? Und Sven, ganz kurz, du bist ein ganz, ganz lieber, glaube ich, tatsächlich. Du hast eine sehr, sehr gute Einstellung. Aber tatsächlich, ich will dir nur kurz ein bisschen helfen. Ja. Es ist nicht ganz okay, was die Hamas gemacht hat, sondern das ist absolut untolerierbar. Da gibt es 0% Toleranz. Die haben nicht 1% irgendwas gemacht, was gut war. Komplett muss man sich dagegen stellen. Absolut abartig, was sie gemacht haben. Das ist Terror. Ja, ja, da gibt's nicht dazwischen irgendwas. Das ist einfach Terror. Naja. Wer zu Hamas steht, also ich weiß nicht, der sollte sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell distanzieren. Ja, nee, also ich habe das ja dann auch gemacht, ne? Ich habe dann immer versucht, aber dann auch wieder so neutral zu bleiben, weil ich genau gemerkt habe, die wollen genau das hören, damit sie dich gleich abstempeln können, von wegen, man ist jüdisch eingestellt oder pro Israel und das geht ja mal gar nicht. Und das ist so diese Frage, die sie dann immer so rauskitzeln. Und sobald du irgendetwas sagst, was dann in Richtung Hamas geht oder sowas, ja, bist du gleich der Verlierer. Die ballern auf dich ein, das ist der Wahnsinn. Aber wenn du dann fragst, ja, Moment mal, Sven, ich kann dir helfen. Tatsächlich, wenn du in solchen Chats bist und die dich fragen, hier, du bist pro das, du kannst ganz einfach antworten. Du kannst einfach sagen, du bist pro Mensch. Du bist einfach gegen Terror. Genau. Gegen das, was die Hamas gemacht hat, du bist für die Menschen, du bist für die Israel, für das israelische Volk, genauso für die Kinder in Palästina oder im Gazastreifen, alles in Ordnung, wird niemand was gegen sagen. Ja. Kein Mensch ist dafür, dass irgendwelche Kinder sterben und dass Menschen sterben. Richtig. Aber dieses Leid, was jetzt über die Palästinenser gekommen ist, hat maßgeblich die Hamas mit zu verantworten. Hm. Die nehmen es in Kauf, dass so viele ihrer Leute, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sterben. Sie nehmen es billig in den Kauf und durch ihre Aktionen, die sie machen, auch mit den Raketen, jeden Tag, seit Jahren, nehmen sie es in Kauf, dass die israelische Armee sie bombardiert und dadurch Zivilisten sterben. Das heißt, würden sie das nicht machen, würde die israelische Armee nicht ohne Grund einfach die ganze Zeit bombardieren. Leben mit einer Doppelmoral. Du kannst einfach sagen, du bist auf der Seite der Menschen. Mhm. Fertig. Damit machst du sie mundtot. Ja, genau. Ja, die Sache ist ja auch, sobald du da irgendwie was sagst, von wegen so, ja, Moment mal, aber was hat denn die Hamas da die ganzen Jahre lang in Gaza gemacht letztendlich für die Leute? Gar nichts. Die Leute in Gaza leiden ja selber unter der Hamas im Grunde genommen. Können sich nicht wehren gegen die, weil die Hamas halt da die Oberhand hat im Grunde genommen. Warte mal, Sven. Und Sven, ich gehe sogar noch weiter. Medien in Deutschland sind ganz schlimmer, er hat ja keine Meinungsfreiheit mehr und so die Dinger, ne? Und man darf gar kein Fernsehen mehr gucken, das ist totales Gift und das verblendet und Sven, mein Lieber, du hast vollkommen recht, ich bin vollkommen auf deiner Seite. Ich möchte ganz kurz sagen, dass die Leute, die hier im Chat sind und wie immer irgendein Schwachsinn hier reinschreiben mit hier Frieden das und das sind nicht und das sind nicht, kommt doch hoch, teilt uns eure Meinung mit, traut euch, stellt euch der Diskussion. Aber hört auf, im Internet hier rumzuschreiben, sondern kommt hoch und stellt euch der Diskussion. Ganz einfach. Sven, ich habe noch eine Frage an dich. Kannst du mir sagen, in diesem Live, wo du da warst oder was du gesehen hast, gab es da Judenhass?
Judenhass nicht so extrem. Nö, eigentlich, also, ja, was heißt nicht so extrem? Eigentlich nicht. Aber es hieß halt immer, die Juden oder die Israelis sind an allem schuld. Und daran natürlich auch die Amerikaner und solche Sachen halt, ne? Also immer diese Standard-Sachen, die man auch so eigentlich immer so hört. Also, das ist aber auch klar, weil sobald man Juden in den Mund nimmt und was Negatives sagt, dann wird man sogar, vor allem jetzt in der Zeit, wird man direkt gesperrt auf TikTok. Die überwachen das auf jeden Fall. Also, ja, das ist jetzt extrem geworden. Genau, also die trauen sich natürlich nicht. Aber wisst ihr, Leute, ganz ehrlich, wisst ihr, was ich aber nicht in Ordnung finde? Also, ja, all das, was die Hamas gemacht hat, das geht gar nicht und so. Aber ich finde, also warum stellen die das Wasser ab? Weil da geht es ja auch da sind ja auch Kinder im Spiel und einfach normale Zivilisten. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, das mit dem Wasser, das musste echt nicht sein. Oder was sagt ihr dazu? Das haben wir immer wieder gesagt. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich das nicht für gut heiße, dass man den Krieg so führt, dass man eine humanitäre Katastrophe verursacht, indem man alles komplett abriegelt und keine Hilfsgüter da mal reinlässt. Was jetzt natürlich geschehen ist, aber was ich trotzdem nicht gut finde mit Strom und Wasser, sollten die Menschen, also das ist ja alleine schon wegen dem Gesundheitssystem oder so, sollte schon da sein. Also man kann viel kritisieren und das kritisiere ich tatsächlich, das mache ich aber unabhängig davon, ob das Israelis sind oder so, und ich würde das bei jedem kritisieren, das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch, sehe ich schwierig. Also würde ich so nicht machen, nein. Aber ich glaube, wenn ich kurz was sagen kann, ich glaube, das würde jeder, also blöderweise, aber ich glaube, das würde jeder machen. Ich meine, gucken wir mal Ukraine an, was die Russen machen, die bomben auch die ganzen Elektrizitätswerke weg, ja, damit die alle frieren und im Winter nicht heizen können und da halt einzuschüchtern, letztendlich, um den Willen zu brechen, dass die alle auf die russische Seite überwandern, und da ist es ja genau das Gleiche im Grunde genommen. Da wird es ja auch, und das wird jetzt im Winter wahrscheinlich auch wieder passieren, dass da sämtliche Elektrizitätswerke, die Infrastruktur weggebombt wird. Ja, einen Unterschied gibt es, dass Israel kommt und sagt, hier, die kündigen an, wenn die bombardieren. Ich will sehen, einen Krieg, wo das irgendjemand macht und sagt, ich komme jetzt und bombardiere. Das macht keiner. Ich meine, liebe Sven, ganz kurz, liebe 222 Leute, die hier drin sind, wir machen natürlich noch gerne weiter, aber bitte, ihr schafft das jetzt in 10 Minuten auf 50.000 Likes. Ihr seid alle zusammen, alle tippen, das ist überhaupt kein Problem. Also Gas geben. Sven, bitte. Ja, genau. Also ich denke mal, wenn die Israelis den Iron Dome nicht hätten, da würde da wahrscheinlich auch gar kein Elektrizitätsberg mehr stehen. Da wäre gar nichts mehr. Ja, weil die Hamas nicht auch dasselbe machen würden, letztendlich. Also, ja, es ist doof, aber Servus, die Runde. Das war Sven, mein Lieber. Ich danke dir erstmal, Veneziana, du bist jetzt dran. Sven, mein Lieber, ich danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank für deinen Danke. Also, ich bin dir gefolgt, Sven. Ciao. Jo, ciao. Also ich Veneziana, was geht, Bro? Hey, servus, grüß dich. Ich wollte nur mal kurz korrigieren, weil es hieß, wer macht das? Es macht keiner. Also es ist tatsächlich schon eigentlich, vor allem wenn es um zivile Objekte geht, wird schon durchgefunkt und man gibt schon durch, bitte evakuieren. In ganz, ganz speziellen Fällen macht man das nicht, aber die Russen machen das schon auch in Ukraine. Ja, vor allem, wo ist denn die Hamas? Nee, weil du hast ja vorhin gesagt, in Russland passiert das bestimmt nicht. Und da wollte ich einfach nur sagen, doch, passiert schon. Nee, aber wo ist denn die Hamas? Die ist ja in Häusern von Zivilisten, in Moscheen, in Schulen, überall. Die haben ja keine Station oder so. Die haben ja nicht einen Platz nur von denen. Und trotzdem wird gesagt. Da ist nochmal ein bisschen schwieriger, vom Operativen her, klar. Ich wollte nur die eine Aussage, ja, richtig schnell. Weil mir Russland sehr wichtig ist. Nee, ich habe auch gar nicht über Russland geredet. Ich habe allgemein geredet, dass ich das nicht kenne, dass jemand kommt und sagt, hier, geht mal zur Seite, ich bombardiere. Ah, okay. JP, danke. Okay, Veneziana. Dann, wenn das das Einzige war. Willst du noch was dazu sagen? Den Konflikt? Allgemein, zu dem Thema bei euch bin ich zu unwissend. Ich greife da immer noch ein bisschen was auf. Ich danke euch trotzdem. Schönen Abend euch. Ciao, ciao. Ja, ciao. Ciao. Schaut mal, Leute. Das war ehrlich.
Was das er gesagt war hat, war ehrlich. Er hat gesagt, ja. Er weiß darüber nicht viel und sagt nichts. Ihr meisten, die hier reinkommen und beleidigen, wissen auch gar nichts, aber sind nicht ehrlich, sondern beleidigen direkt. Ja, das ist der große Unterschied. So, mehr wir haben Caro hier drin. Caro, du hast die ganze Zeit gewartet. Caro, möchtest du was Qualitatives beitragen? Ja. Weil ihr die ganze Zeit ja diskutiert habt über Religion und am meisten über den Islam. Ja, endlich mal. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer von euch kennt sich auch jetzt mit Judentum? Darf man auch jetzt was kritisieren? Oder wird man du kannst gerne darüber reden. Israel und Palästina und die sind für Israel. Dann sag doch, was los ist. Ich schau, das sind unzivilisierte Menschen. Geht mal bitte schlafen. Was ist los? Komm, Edda, Frankfurt Hauptbahnhof, bitte sag, komm. So. Das gibt's ja nicht. Wirklich, das sind Leute, Alter. Ich kann die nicht ernst nehmen. Edda macht also von Edda wird auch was Qualitatives kommen, verspreche ich euch. Edda bereitet gleich den Eisschlauch vor. Der muss passen. Wo ist die eine? Hat die wieder kein Internet? Ja, ich weiß auch nicht. Du wolltest mir was doch über Judentum erzählen. Wo ist die? Sabi, danke. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, das gibt's ja nicht, Mann. Ich meine, wo handelt der israelische Staat nach dem Judentum, Mann? Das kann man doch nicht vergleichen. Hamas ist vollkommen islamischer Staat. Aber Israel handelt nicht nach der Tora. Das Ding ist auch, denn selbst die orthodoxen Juden, die kritisieren das Regime. Ich verstehe nicht, warum man immer wieder diesen Vergleich stellt. Ja? Ja, wo ist die hin? Die wollte doch über den Judentum reden. Wo ist die? Einen wunderschönen Abend. Darf man euch eine Frage stellen? Ja, darf man. Tempesta, danke dir. Ja, stell eine Frage. Also, so wie ich gehört habe, ist Kiptok gegen den Besetzerstaat Israel. Das finde ich sehr gut. Aber wie sehen es denn die anderen? Also, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das auch nicht ganz. Warte. Wie? Ich habe gesagt, ich finde es gut, dass du gegen den Besetzerstaat Israel bist. Du hast ja die orthodoxen Juden erwähnt. Aber wie schaut es denn mit den anderen Leuten aus, hier in diesem Stream? Also ich habe eigentlich nicht gesagt, ich bin dagegen. Ich bin einfach nur gegen Krieg und dagegen, dass Zivilisten angegriffen werden. Dagegen bin ich. Und gegen die Züge der Scharia und der Sunna, die besagen, dass man Juden töten soll. Gegen sowas bin ich. Aber ja, das ist jetzt sehr, sehr traurig, dass du jetzt hier wieder das thematisierst, wo es doch gerade hier um Menschen geht, die dort ums Leben kommen, auf beiden Seiten. Aber warte mal kurz, Hamas vertritt doch die Scharia. Das ist doch ein vollkommen islamischer Staat. Hallo, hab doch keine Angst, lass mich auch zu Ende sprechen. Warte, ich bin derjenige, der Angst hat. Ja, genau. Lass doch die anderen reden. Also was sagen denn die anderen? Seid ihr dafür, dagegen? Ich habe deine Frage nicht verstanden. Ich bin für Israel. Wir sind hier, also die gerade oben sind, Dave nicht. Ich weiß nicht, was mit Dave ist. Bei mir ist es so, ich bin erstmal auf der Seite der israelischen Zivilbevölkerung und sagen wir mal bei der palästinensischen Zivilbevölkerung, bei denjenigen, die für Frieden sind, nicht die den Konflikt weiter eskalieren wollen. Bei der israelischen Regierung muss ich sagen, da gibt es auch Fehler, was nicht in Ordnung ist, aber ich sehe die Hamas als terroristische Organisation, die auch auf den Muslimbrüdern basiert, in dem Sinn also islamistisch ist. Sehe ich auch so. Alles gut. Also ihr seid da alle komplett einer Meinung, dass Hamas eine Terrororganisation ist, aber der israelische Staat, da lasst ihr das Wort Terrorstaat weg, oder wie? Ja, aber du musst überlegen, das, was die Hamas tut, das ist ja, es steht ja in euren Schriften, dass sie dadurch die Legitimation haben. Genau. Vor allem Terror. Terror ist ja Schrecken. Terror ist ja Schrecken. Und Israel regiert nicht mit Schrecken. Okay, hallo. Oh, mein Gott, mein Freund. Hey, lass mich mal ganz kurz reden. Du kannst gleich das Wort haben, ganz kurz. Der Kriegsverbrechen begeht. Hallo. Du brauchst ihn nicht zu fragen. Die unterstützen Terror Israel. Bruder, bitte, lass mich doch weiter. Du kannst doch gleich das Wort haben. Ganz kurz, bitte, kannst gleich das Wort haben. Ich will ja nicht mit den Leuten streiten. Ich finde es ehrlich, ich finde es gut, dass ihr sagt, ihr seid auf der Seite der Palästinenser, die unterdrückt werden, und ihr seid auch auf der Seite der Israeli, die einfach nur Frieden wollen. Finde ich ja super. Aber was mich jetzt überrascht hat, war,
Wenn es um Hamas geht, dann seid ihr plötzlich alle Experten und sagt, sie sind eine Organisation des Terrors. Jetzt möchte ich euch fragen, was muss eine Organisation an Kriterien erfüllen, um berechtigt als eine Terrororganisation gelten zu können? Bitte schön. Okay, können wir gerne durchgehen. Also bei der Hamas wissen wir, bei der Hamas ist das Ziel nicht Frieden. Sie hat von vornherein gesagt, sie ist nicht für Friedensverhandlungen. Sie wird erst dann aufhören, wenn Israel ausgelöscht wird. Und wir wissen bei der Hamas, dass sie mit sadistischen Zügen ideologisch sadistisch ist. Das heißt auch nicht davor zurückschreckt, menschenverachtende Sachen an der Zivilbevölkerung. Zum Beispiel, wir wissen, dass am 7., dass die in die Siedlungen rein sind, in die Häuser geschossen haben, mit Allahu Akbar da durch sind und wirklich auf keinerlei Rücksicht genommen haben. Im Gegenteil. Die sind da teilweise lachend durch, haben Frauen entführt, vergewaltigt, auf dem Pickup-Truck oben ohne Gnade. Und Allahu Akbar geschrien, während sie diese auch noch bespuckt haben. Also aus meiner Sicht sind die Hamas ideologische Sadisten. Okay, ganz kurz. Ich bin auch der Meinung. Bitte, bitte, ganz kurz. Leute, wir sind alle erwachsen. Er hat auch gerade gesprochen, ich falle ihm nicht ins Wort. Meine Frage war jetzt, eine Gruppe muss also bestimmte Kriterien erfüllen, sodass wir uns alle, egal Muslim, Jude, Christ, sodass wir uns alle einig sind, wenn eine Gruppe das erfüllt, dann hat sie das Kriterium erfüllt, dass wir berechtigt sagen müssen, sie ist eine Terrororganisation. Jetzt frage ich dich, lieber, ich weiß nicht, wie man deinen Namen nennt, Samantha oder wie auch immer. Verzeih mir. Ich bin ja. Moritz. Aber ja, ich stimme dir zu. Es gibt Kriterien für Terrorismus. Ja. Sei doch mal ruhig, Samantha. King, du bist nicht dran. Hallo, ich will, ey Leute, ihr könnt gleich das Wort haben. Bei Gott, ich will keinem ins Wort fallen. Jetzt meine Frage an dich. Welche Kriterien müsste Israel erfüllen, damit wir auch hier sagen können, eindeutig Terrorstaat oder Terrororganisation? Bitteschön. Also, warte mal. Erstmal, Terror kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Schrecken. So, Terroristen versuchen, ihre politischen Ziele mit gewaltsamen Mitteln zu erreichen. Dazu gehören Anschläge mit Bomben und Waffen sowie Entführung und gewalttätige Einschüchterungen. Das macht doch gerade Israel. Mann, bitte, sei mal leise, verdammt. Lass ihn mal ganz kurz, bitte, lass ihn doch bitte. Leute, bitte. Ich finde, er will ja argumentieren. Ich möchte ihn zu Ende anhören. Danach will ich gern drauf eingehen. So. Bitte mach weiter. Also Terror an sich selber, also man versteht darunter kriminelle Gewaltaktionen gegen Menschen oder Handlungen, mit denen politisch, religiöse oder ideologische Ziele erreicht werden. So, das Ding ist halt, die Frage ist, worauf, in welchen Punkten denkst du, dass Israel Terror verbreiten würde? In welchen speziellen Punkten? Ich will wiederholen, weil ich habe es noch kurz nicht verstanden. Also du hast ja gesagt, es gibt ja Kriterien dafür, haben wir auch zugestimmt. In welchen Punkten denkst du denn, dass Israel Terror macht, also spezifisch? Ja, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht wahrscheinlich gesprochen habe. Ich hab dich ja ganz normal gefragt, erfüllt der israelische Staat Kriterien, damit andere Menschen berechtigt sagen müssen, nach diesen Kriterien, die es erfüllt hat, sind Sie ein Terrorstaat? Bitte gib mir darauf eine Antwort, dann werde ich dir. Nein, sind kein Terrorstaat. Nein, sind Sie nicht. Nein. Okay, nein, ganz kurz. Leute, ganz kurz. Nicht, ob Sie es sind oder ob Sie es nicht sind. Haben Sie das Kriterium erfüllt? Nein, haben Sie nicht. Haben Sie nicht. Okay, Leute, ist doch in Ordnung. Ein Nein reicht mir. Jetzt möchte ich euch fragen, was müssten Sie noch Zusätzliches tun, damit es erreicht ist? Bitteschön. Auf also, was möchtest du hinaus? Ich verstehe es nicht. Was muss Israel noch machen, dass die als Terror abgestempelt werden? Schön, Hope. War eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ich danke dir, ich meine es ernst. Also schau mal, ich meine, es gab ja jetzt das Gerücht von der Phosphormunition beispielsweise, wenn Israel auf Zivilisten einfach so diese Phosphormunition benutzen würde, würde ich sagen, es würde schon einen Anschlag begründen. Wenn das wirklich Phosphormunition ist, was nachgewiesen ist und wo man jetzt sagt, hier, das sind einfach Anschläge auf Zivilisten ohne Grund, gar nichts. Da würde ich sagen, das wäre... Nee, denk nach, ist doch gut, Israel ist ein Terrorstaat und gut ist. Gut, King, wir haben dich verstanden. Das ist kein guter Beitrag für dich. Ich glaube, der beschmutzt dich. Jetzt meine Frage. Wie geht Israel Kriegsverbrechen?
Nein, wenn die Krankenhäuser bombardieren. Zum hundertsten Mal nein. King. Ja, und warum bombardieren bitte die Krankenhäuser? Bitte informier dich doch erstmal. Das war ein Parkplatz und das war noch nicht mal von Israel. Lieber, also bitte. Lieber, lieber das King. Arme Israel. Arme Gaza, würde ich sagen, oder? Lieber King. Bruder, warte mal, lass uns wieder zum Thema zurückkommen. Also, denk nach. Also, ja, ich, erstens gut. Das. Und ich sag mal so, ich habe gerade auch in den Kommentaren, wir können jetzt gerne auch weitermachen, möchte ich nur kurz, du kannst gerade gern hoch. Ich bin hat geschrieben, dass es von dir auch eine Audio geben soll, wo du darüber redest, wie du Sexsklavinnen halten willst. Stimmt das, ja oder nein? Weil ich bin, kenne ich eigentlich als sehr sachlichen Menschen. Nein, stimmt. Ich habe das zu Elia Nathan gesagt, der zu mir gesagt hat, ich nehme deine Schwester zu einer Sexsklavin bezüglich Jaria. Ganz diese kurz. Aussage hier von dieser Layla, die spreche von Layla, oder? War das Layla? Warte nochmal, Leute. Das ist ein Fake-Account. Guck mal, ich bin gerade am Kochen, ich kann tatsächlich, hör mal zu, ich kann gerade. Du kannst das tausendmal abspielen, das juckt mich. Hör mal zu, es gibt sogar ein Video dabei. So, nochmal, hey, stumm ihn mal, bis wir hören. Ihr ablenkt, ihr ablenkt, ihr ablenkt. Löwenherz, ey, es geht um Kinder. Schämt ihr euch nicht? Ihr Löwenherz, genau, Löwenherz. Genau, bitte stundenmal, wir wollen uns mal anhören. Schauen wir mal, was ob es Löwenherz, stumm die mal bitte alle. Stumm die mal bitte alle. Ich habe keine Zeit. Ich möchte 102 Jungfrauen, damit das klar ist. Ich möchte dich zu meiner Sexsklavin machen. Wenn es irgendwann zu einem islamischen Aufstand kommen sollte und wir Muslime dann die Obermacht, die Oberhand haben, werde ich wahrscheinlich dich suchen und ich werde dich zu meiner Jaria machen. Weißt du, was eine Jaria ist? Du bist einfach nur eine Sexsklavin. Er kennt dir seine Stimme. Und glaube mir, ich werde dich so gut lieben, dass du dich am Ende in mich verliebst. Du wirst es lieben, wie ich dich berühre. Und das wird nicht mit zärtlich sein oder sonst etwas. Du wirst es lieben, von einem Muslim berührt zu werden. Glaube mir. Klingt für mich nach Mohammed mit Safia. Das ist das wahre Gesicht von Denk nach. Ja, das wahre Gesicht. Leute, ich habe wirklich gerade keine Zeit, aber danke Crypto, dass du das abgespielt hast. Wir können später nochmal gerne darauf eingehen. Also wie gesagt, ich komme später gerne hoch und dann reden wir mal ausführlich über den Bruder Denk nach. Merkt euch seinen Namen. Dann hoch. Genau, also dieser Typ könnte dieser Typ, guck mal, komm nicht immer rein und unterbrechen. Sei mal ruhig dieser jetzt, dieser Typ, Junge, guck mal, beleidige nicht. Ey, stumm den mal, King. Mutter. Geh mal zu deiner Mutter und frag mal, wie man. Geh mal zu deiner Mutter und frag mal, was Manieren sind. Sie bringt dir die bei. Nein, das hat er nicht gelernt. Seine Mutter hat hundertprozentig Manieren, aber sie soll ihm die beibringen. Guck mal, deine Mutter ist bestimmt eine gute Lehrerin. Sie soll dir beibringen, wie man redet mit Menschen, wie man miteinander umgeht. Bitte, okay? Also ich komme später rein und merkt euch bitte seinen Namen und dann reden wir mal ganz kurz über Denk nach. Und dann denken wir alle nach. Okay, ich warte. Der war gut. Der war gut, Bro. So, ja, Leute. Ja. Das ist die traurige Wahrheit. Ja. Also, da kommt einer, der verschleiert sich komplett mit seiner Rhetorik. Alles. Und am Ende. Ja. Also, ging es jetzt um einen Elia und einen Fake-Account oder geht es um eine Leia? Leila oder Leia? Hä? Bist du jetzt fertig? Wie oft willst du das jetzt noch erwähnen? Aha, schaut, du schämst dich einfach. Ja, okay. Wallahi, bei Allah. Du hast das mittlerweile schon ganze 3 oder vielleicht sogar 5 Mal erwähnt. Immer wieder. Wenn ja, es jeder um muss Thema gewarnt geht. Werden. Ja, okay, lernen, ganz kurz. Ist das nicht okay, Leute, nicht? Leute. Jeder muss gewarnt werden. Hallo, ist doch gut. Also, damit ihr alle vor mir gewarnt seid. Ich bin ein ganz böser Mensch. Er ist gut. Wir haben es verstanden. Ich habe das gesagt. Ich weiß, zu wem ich es gesagt habe. Ich habe das mit ihm sogar persönlich geklärt. Es ist ein Mann, der den Account namens Layla noch was Lügner. Erwähnt hat. Lügner. Hey, guck mal. Hanna, Moment, lass ihn doch mal aussprechen. Hey, bei Gott dem Allmächtigen. Als er mich nach, glaube ich, über einem Jahr angerufen hat, dass ich ihm helfen soll, seine Ex-Freundin aufzusuchen, weil seine Tochter, die in dem Jahr sogar, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt war, und er mir gesagt hat und er mir geschworen hat, dass er nur will, dass seine
Ex-Freundin mit ihrer eigenen Tochter spricht, weil was? Deine das ist eine Lüge, Mann. Du hast mir was ganz anderes erzählt. Ey, du lügst ja einfach die Leute an. Guck mal, wie er mich unterbricht. Du lügst einfach die Leute an. Solltest du zu Elia sagen, ich mache mich mit meiner Sexsklavin? Ja, bleib. Warum unterbrichst du? Warum hast du Angst? So lächerlich. Wovor hast du Angst? Okay, wisst ihr was? Wir hören uns das nochmal an und dann stellen wir uns vor, dass wir genau. Hör es dir 100 Mal an. Verlieb dich auch darin. Du kannst dich ja darin verlieben. Du hörst es dir so gerne. So, ich sehe sogar den Account von der Layla, ja? Also. Ja, und jetzt weiter? Hier, das ist die Layla. Ja? Hier, das ist die Layla. Okay? Ja. Und du sagst, es ist ein Fake-Account. Was redest du da eigentlich? Hör zu. Dass du diese Sache, und ich sag dir ehrlich, du wirst sowieso nur noch angezeigt werden. Ich werde es sowieso noch anzeigen. Weil das, was du gerade machst, ich sag dir eine Sache, das wird für dich noch böse enden, das sag ich dir. Ich sag dir ganz ehrlich. Ja, das könnt ihr 100 Mal abspielen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, genau. Aber es geht hier um ein anderes. Du sagst, du wirst sie so gut lieben, du wirst sie berühren, willst du Elia Nathan? Bist du homosexuell? Mach doch was dagegen. Bist du homosexuell? Guck mal, du bist doch der Homosexuelle, nicht ich. So, du hast damit angefangen. Du bist verzweifelt. So, Leute, ihr habt es alle gesehen. Er ist erstens ein Lügner und zweitens ein richtig törichter. Ja, er sagt, ich mache dich zu meiner Sexsklavin, ich werde dich lieben. Ich werde dich so sehr berühren, du wirst mich lieben. Sagt ja, okay, gut. Und jetzt? Bruder, okay, ekelhafter geht's nicht, Mann. Ekelhafter. Ja, okay, ist doch gut. Ist doch in Ordnung. So, was willst du jetzt machen? Warum hast du jetzt abgelenkt, nachdem ich euch gefragt habe, was müsste Israel erfüllen? Und ich habe euch nur gefragt. Nein, mit so einem wie dir wollen wir nicht mal reden. Ach so, weil ich dich auseinandergenommen habe in anderen Räumen. Du bist innen drin eigentlich jemand, der uns alle versklaven möchte. Ach, wer will dich versklaven? Du bist schon ein Sklave. Du bist schon ein Sklave von Iblis. Ja, danke schön. Löwenherz, bitte, Bro. Also, wollt ihr euch jetzt, ey, Löwenherz. So, danke schön. Ja, TikTok, ja? Schon die ganze Zeit was anderes sagen. Alles auf jeden gut. Fall, ich habe jetzt nicht verstanden genau, was er zu dieser Frau gesagt hat. Also nochmal, ja? Okay, ja. Warte. Okay. Oft genug. Diese Aussage hier von dieser Layla, ich möchte 102 Jungfrauen, damit das klar ist. Ich möchte dich zu meiner Sexsklavin machen. Wenn es irgendwann zu einem islamischen Aufstand kommen sollte und wir Muslime dann die Oberhand haben, werde ich wahrscheinlich dich suchen und ich werde dich zu meiner Jaria machen. Weißt du, was eine Jaria ist? Du bist einfach nur eine Sexsklavin. Und glaube mir, ich werde dich so gut lieben, dass du dich am Ende in mich verliebst. Du wirst es lieben, wie ich dich berühre. Und das wird nicht mit zärtlich sein oder sonst etwas. Du wirst es lieben, von einem Muslim berührt zu werden. Glaube mir. So, also du wirst es lieben, wie ich dich berühre. Und damit ist natürlich ein Junge gemeint. Okay, klar, ja. Okay, warte mal kurz. Sowas biete ich, also dem Typ biete ich keine Plattform mehr. Das ist ja eine Ekelhaftigkeit nicht mehr zu überbieten. Okay, Clip-Talk, warte mal kurz. Das Ding ist halt, was ich hier interessant finde, das, was er gesagt hat, und wir können das auch gerne mal durchanalysieren, ist eins zu eins das, was mit Sexsklavinnen passiert, wenn ein Gebiet eingenommen wird und man die zu Beute nehmen darf. Das ist selber das, was Mohammed selber gesagt hat, dass die Frauen zu Beute genommen dürfen, versklavt werden dürfen und dann man darf mit denen fast alles machen. Mohammed selber hat damals genau mit der Koptin. Genau, wie Mohammed. Denk nach, bist du ein Moslem? Darf ich dich fragen, ob du ein Moslem bist? Ich komme gleich zu, ich sage dir gleich darauf eine Antwort. Seid ihr jetzt fertig? Habt ihr so sehr vom Thema abgelenkt, weil ihr nicht mehr weiter wisst? Ey, bitte schenkt dem doch keine Plattform. Doch, wir wissen schon weiter, aber ich habe gerade einen Schock, deswegen. Ey, ist doch klar, dass er versucht, sich rechtfertigen. Ich antworte dir. Also erstens, ich bin Alhamdulillah ein Muslim. Zweiter Punkt. Jedes Mal, wenn ich diesen jungen Mann ausgenockt habe, geh auf stumm. Jedes Mal, wenn ich ihn ausgenockt habe, kommt wen hast du ausgenockt? Warte, geh auf stumm. Keiner unterbricht dich. Wen hast du ausgenockt? Keiner unterbricht dich. Guck mal, wie ängstlich er ist. Bleib doch entspannt. Hey, Moderator.
Ich habe dich so schlimm rasiert letztes Mal, ja? Fantasier nicht. Du bist so ein Elender, wirklich. Du bist so ein. Hast du schon mal mit dem gesprochen? Ich habe ihn oft genug debattiert mit ihm, ja. Und der Typ, ich sag's euch offen und ehrlich, der Typ hat null Wissen. Er hat einfach nur, er beherrscht eine gewisse Rhetorik. Er kann einfach nur gut reden, aber nichts dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Warum kommt er jetzt nicht hoch? Ich will weiterhören. Nein, ganz ehrlich, ich habe ihn gesperrt. Alleine seine Aussagen, das, was er gesagt hat, das ist einfach nur ekelhaft. Ich will sowas nicht auf meiner Plattform haben. Ist so. Okay. Auf jeden Fall jedes Mal. Sollen wir mal weitermachen und analysieren, warum das, was er gesagt hat, warum das vollkommen nach dem politischen Islam legitim ist? Weil genau das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Sklavenhandel beziehungsweise Frauen zu Sklavinnen, Sexsklavinnen nehmen, auch in der heutigen Zeit leider immer noch legitim und auch noch gewollt ist von einer gewissen Seite. Kannst du den Ding reinholen? Jetzt der Name. Hi. Ach, ihr habt den schon rausgeworfen. Ah, der ist schon drinne. Chill. Den braucht man nicht mehr. Nein, der jetzt drinne ist. Ich wollte was abspielen lassen. Der war bei uns gestern im Stream und hat einen Bruder bedroht und schwul beleidigt. Soll ich was abspielen lassen? Ja, bitte. Begrüßung, ich gebe dir jetzt die Bühne, Denknach. Also, stell dich erstmal vor, Denknach. So, also alle 124 Zuschauer. So, Denknach. Wer bist du, Denknach? Erzähl mal. Versteckt euch hinter irgendwelchen Accounts. Wieso trefft euch nicht mit den Leuten im Real Life? Na, du kleine Schwuchtel-Schlomo? Oh. Pseudo-Jude, Pseudo-Kurde, Pseudo-Albaner? Du bist mucksmäuschen still gewesen auf Clubhouse. Wir haben dich auseinandergenommen. Das glaubt man nur. Weil du keine Gewissheit hast in der Christologie. Kennst dich weder im Alten Testament aus, noch im Neuen Testament. Aber blätterst dann in den Hadith-Büchern rum und machst sie auch wissen, wenn es um die Aqida im Islam geht. Du kleine Schwuchtel. Und ich sag dir eins. Du hast dich auf Clubhouse versteckt und wir haben dich immer wieder auseinandergenommen. Jetzt bist du auf dieser Plattform und machst hier einen auf der Christologie. Ich sag dir eine Sache. Früher oder später, ich werde dich noch finden. Du hast ja gesagt, du bist in Stuttgart. Stuttgart ist gar nicht so weit von mir entfernt. Und okay, mach mal aus, sonst werden wir gesperrt. Mach mal aus. Ja, mach das gehört. TikTok spart nicht alles. Das ist. Ich habe das gehört, ich war in dem Stream dabei. Was er gesagt hat, einfach nur peinlicher Internet-Rambo. Ja. Hat er das zu Schlomo gesagt? Ja. Ja, Katastrophe. Auf jeden Fall. Ja, Leute. So ist das eben. Das ist deren Ideologie. Die Leute, sie pleasen nur Gott. Wisst ihr, was ich meine? Sie befriedigen nur ihren Gott damit, wenn sie sowas tun. Das ist unglaublich. Also hier, Leute, Beispiel. Ihr habt ein Beispiel. Also, oh mein Gott. Also das müsste eigentlich angezeigt werden, nach meiner Meinung. Ja. Man hatte schon sein Bild und alles. Also er sagt auch, er ist Nähe Stuttgart, also könnte man das ganz schnell rausfinden, ja. Es gibt sogar Leute, die kennen schon seinen Namen. Ja, meldet den bitte alle. Das wäre schön. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, Leute. Ich wollte das noch spielen lassen. Dankeschön. Danke. So, ja. Ja. Ist halt so. Sehr, sehr traurig. Also es wird immer besser. Jeden Tag wird es immer besser. So, 28. Ja. Irgendwann werden die nicht mehr hochkommen, Leute, wirklich. Die merken wahrscheinlich auch schon, dass wir sie in die Knie zwingen. Aber nicht von unseren... wisst ihr, was ich meine? Wir zitieren ja einfach nur ihre Quellen und sie verleugnen ihre Quellen. Das heißt, sie begehen Unglaube aufgrund eines Livestreams auf TikTok, Leute. Das ist echt erbärmlich. Ja. Die können doch nicht mal dazu stehen. Also ich meine, hier wird vorgelesen. Hier wird die Kamera angemacht. Was sollen wir denn nochmal? Sollen wir in die Moschee reingehen und ein Buch aufmachen? Vor allem Hope, wir werden ja dafür noch gesperrt, dass wir zitieren. Wir zitieren einfach nur und werden dafür gesperrt. Der Witz ist, warte mal kurz, lass mich noch mal kurz was sagen. Das Ding ist, Michael Stürzenberger selber hat eine Anzeige bekommen, weil er Koranverse zitiert hat. Hat er eine Anzeige bekommen wegen Verhetzung? Ja, ohne Scheiß, weil er Koranverse zitiert hat. Nur deswegen. Krass. Nicht für eine Aussage, nur für die Verse. Und das wird interessant sein, weil wenn du Koranverse zitieren, wenn das schon Volksverhetzung ist, dann hast du den Koran als Volksverhetzung. Schlimm, echt schlimm. Ja, die verstehen das nicht. Anstatt wie ein Moslem da zu stehen und zu sagen, ja, das stimmt,
Die Leute sprechen für sich selber. Sie kommen hier hoch, beleidigen, wollen mich lynchen, wollten mich schon ein paar Mal verfolgen. Erstmal das Lustige dabei ist, die meisten, die sowas sagen, kennen mich ja gar nicht persönlich. Die wissen, dass sie leider in der falschen Adresse sind. Moritz kennt mich, aber das ist schon mal dahingestellt. So, das wäre schon mal das Erste. Das Zweite ist, es ist einfach nur so ein Niveau. Mann, ich bin 30 Jahre alt. Das ist so peinlich, wie die manche Leute sich verhalten. Ich gehe da gar nicht mehr drauf ein, weil es mir einfach zu doof ist. Wenn man sich mit den Leuten trifft, dann kriegen die kein Wort draus. Und deswegen gehe ich gar nicht mehr auf so einen Scheiß ein. Ja, natürlich ein. Kriegen die kein Wort. Die schlagen dann das, was die kennen. Die schlagen ja, dann. Ja, das können sie ja machen, aber dann ja, werden sie genau aber das trotzdem, das ist ja, es ist einfach nur noch peinlich. Die verhalten sich wirklich einfach nur peinlich. Also, kann ich kurz was zu Ehrenmorde sagen, weil ich habe da was sehr Interessantes gefunden. Ja. Und zwar gibt es zum Beispiel einen Hadith, ja, von Bukhari. Nochmal die authentischste Quelle des Islam. Okay, also im Islam. Die besagt, genau, Said bin Ubada sprach, wenn ich einen Mann sehen würde mit meiner Frau, dann würde ich ihn mit der Klinge meines Schwertes erschlagen. TikTok sportlich. Diese Neuigkeit erreichte Mohammed, der darauf sprach, ihr seid erstaunt über Saids Selbstachtung. Bei Allah, ich habe mehr Selbstachtung als er und Allah hat mehr Selbstachtung als ich. Und aufgrund von Allahs Selbstachtung hat er beschämende Taten und Sünden, ob öffentlich oder heimlich begangen, unter Strafe gestellt und das ist komplett legitim. Katastrophal, ja. Katastrophal, Leute. Darf ich kurz was sagen? Hi, erstmal. Hey, servus alle erstmal. Und Shalom, Shalom. Shalom. Was war das eigentlich für ein Vogel, der gesagt hat, der wäre hier aus der Nähe Stuttgart? Wer war das nochmal? Denk nach, heißt der. Denk nach. Denk nach, ich habe ihn gesperrt. Also, alles gut. Also, wen hat er jetzt angegriffen? Quipdog, gell? Also eigentlich Shlomo, aber er hat auch eine Schwester hat er angegriffen, hat gesagt, dass sie, dass er sie zu seiner Sexsklavin machen will, sobald er sie, sobald er. Nee, der hat doch jemanden bedroht und gemeint irgendwie, der ist aus der Nähe und ich werde dich genau. Finden. Genau. Ja, das war mit Shlomo. Also gut, der hat hier offiziell meinen Segen, ja, an die Schwester und oder Brüder, wer auch immer, der jetzt gedroht hat, was auch immer. Wer möchte, wir können da gerne mal ein Treffen vereinbaren. Ja, der kommt, er sagt ja selber, der ist aus der Nähe von Stuttgart. Ja, gerne. Wie gesagt, die Türen sind offen. Ich unterstütze die Brüder und die Geschwister. Habe ich kein Problem mit. Ich komme auch mit. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ich komme extra aus ich dem komm Ruhrgebiet. Auch. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, extra nach Stuttgart gefahren. Ich komme super extra. Ja, deswegen denkt nach, ne? Wie gesagt, die Türen sind offen. Sehr, sehr gerne. Keiner Flex, sagt Flex brennt, ich kann deinen Namen gar nicht aussprechen. Flex. Einfach Flex. Flex, so wie du sprichst, genau so ist das. Weißt du, guck mal, dir sehe ich das an, du bist so jemand, du redest nicht im Internet, machst keine Ansagen im Internet, das ist genau so, sollte das sein. Guck genau. Mal, ich könnte das auch machen. Weißt du, ich könnte mich auch hier hinstellen. Und Moritz kennt mich, weißt du, ich habe 15 Jahre lang MMA gemacht. So, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe so viel hinter mir. Mir braucht keiner was erzählen, aber ich stelle mich nicht hier hin und lege mich mit irgendwelchen Leuten an, weil mir das zu peinlich richtig. Ist. Wenn richtig, die Leute genau. ein Problem haben, können die zu mir kommen. Und jeder Mensch, der ein bisschen Kampfsporterfahrung hat oder was drauf hat, würde niemals im Internet große Fresse haben. So sieht's der würde aus. Ganz ruhig sein, würde gar nicht bellen, weil die Leute, die bellen, da kommt nichts bei rum, gar nichts. So sieht's aus. Deswegen wünsche ich es mir ganz von Herzen, Leute, ja, auch an die ganze Community, ja, es sind auch Leute von uns hier im Channel, sehe ich gerade, er ist herzlich eingeladen, ne? Also jederzeit, ne? Wenn er sagt am Wochenende, dann gerne am Wochenende, dann treffen wir uns alle gerne am Wochenende, bin ich offen dafür. Wenn er sagt Montag, dann auch alle Montag, ne? Aber von dieser Aussage, ja, darf er sich nicht distanzieren. Ja, wir müssen ihn da festhalten, da, das, was der gesagt hat, das wird sein Untergang sein. Warum? Er hat das erwähnt, also muss er auch sich daran halten, ganz einfach. Genau, dass er muss jetzt zeigen, dass er ein Mann ist, der zu seinen Worten steht. Er muss sich gerade machen für seine Worte, die er gesagt hat. Genau. Vor allem, was er auch noch gesagt hat, ist, dass er eine Islamisierung hier mit der Einführung der Scharia für sehr wahrscheinlich hält, weil unter anderen Bedingungen könnte er das, was er gesagt hat, gar nicht durchführen. Das heißt, es setzt voraus, dass hier das Sagen durch die Scharia ist und dann könnte er sowas erstmal durchsetzen. Also die Aussage, die ist nochmal, denke ich, ein bisschen tiefer, als er auf den ersten Blick scheint. Also wir reden hier von der Einrichtung eines islamischen Staates mit Sexsklavinnen in Intus. Davon reden wir hier. Flex, nein, aber ich bin dir jetzt erstmal gefolgt, so dass ich bin ja noch gar nicht, jetzt bin ich dir erstmal gefolgt. Wer ist super, der ist super. Ich bin dir gefolgt, der Horst Löwenherz, ich bin dir gefolgt.
Ah, okay, sorry, warte, ich folge dir zurück. So, genau. Gute jetzt Einstellung hast du auf jeden Fall, gesunde Einstellung. Ja, an denjenigen, der mir jetzt ein Geschenk geschickt hat, ich küsse doch eure Nierensteine, meine Lieben. Ich liebe euch noch, Mann. Nee, aber im Ernst, oh, meine Brüder, ich küsse doch eure Nierensteine, wirklich, und eure Magengeschwüre. Nee, im Ernst, wirklich, also wenn jemand kann, schickt denen vielleicht mal eine Nachricht oder so. Und ja, dass wir da festhalten, weil der hat gesagt, ja, wenn er dich findet. Also, jetzt muss er uns nicht mehr suchen. Wir jetzt kommen. Können wir auch gerne. Wir gehen ja, auch genau so. Genau. Ich schicke dir mal eine Einladung mit Standort. Bruder, er wird nicht mal kommen. Ich schicke dir eine Einladung mit Standort. Genau. Isa, ich küsse doch eure Herzen. Ich küsse doch eure Herzen, meine Lieben. Ja, deswegen da halten kommen, wir Bro. Fest. Wie gesagt, nochmal? Er wird nicht kommen, Bruder Herz. Er wird nicht kommen. Das ist nur, ja, Bruder, immer wieder. Es, bei ihm ist schon bekannt, so Gelaber, nichts dahinter, Bro. Mund auf, aber sonst nichts dahinter. Ist so. Ja gut, das aber er hat ja... Er hat ja das Ding ist, er hat ja hier eine Ansage gemacht. So, wer so eine Ansage... seht ihr, was King Zane... Ja, ja, ich sehe es gerade. Unglaublich. Er sagt, habt ihr jetzt Schokolade als Unterstützung? Unglaublich. Wie, ey, also ganz ehrlich, Leute, es wird immer besser. Und dann bin ich rassistisch. Und dann bin ich rassistisch, Alter. Genau, genau. Katastrophe, Leute, ehrlich. Also an die Mods, stummt den bitte. Hallo, Flex, ganz kurz. Flex, der Bruder steht da drüber. Ganz ehrlich, der steht doch da drüber, wenn einer Scheiß im Internet labert. Flex, machst du nicht Aufklärungen auch? Ja, das mache ich. Ja, der ist ein Löwe. Dann war das heute da. Ja, stimmt. Ich war, glaube ich, heute bei. So, wir holen ihn rein. Wir hören, was er dazu zu sagen hat. Hier ist King El Sein. Nein, Flex, nimm es nicht böse, mein Freund. Das war nur. Ich habe Hunger auf Schokolade, weißt du. Ja, da hast du nichts mehr zu sagen, King. Ha? Was redest du eigentlich, King El Sein? Was redest du eigentlich? Was laberst du für einen Müll? Wer redet da? Hä? Was redest du? Was soll das heißen, ihr holt Schokolade als Unterstützung? Wer bist du, Sippe, dass du redest hier? Machst wer bist du eigentlich? King, sag mal ehrlich, wer bist du? Wisst ihr, Leute, ich könnte ihm seine Toten beschimpfen. Ich könnte ihm wahrscheinlich Mutter zu Hause auf irgendwas. Ich könnte ihm alles beschimpfen, aber das tue ich nicht. Weißt du, warum, King El Sein? Weil ich kein törichter Jahil bin wie du. Beleidigen. Aber würdest du vor meiner Schuhe stehen, würdest du kein Wort sagen? Ja, würde ich dir sagen. Ja, ich würde es vor dir sagen. Auf jeden Fall. King, ja. Wir können uns gerne treffen. Okay, dann zeige ich dir mal, was ich in der Armee gelernt habe. Bei mir Kaffee. Aber trinken. King, du musst mit dem Fahrrad kommen, weil du hast keinen Führerschein. Auf einen leckeren Schokoladenkakao. Löwenherz, kick dir mal Löwenherz. Wir haben nur, kick den mal bitte, Löwenherz. Ja, also ich will das nur mal klarstellen. Das sind so Leute, ja. Der zum Beispiel ist zum Beispiel einer, nur mit seinen Brüdern. Er alleine, der steht sein Mann nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist so jemand, der steht sein Mann sowieso nicht. Ja. Das ist Fakt. So kennen wir die und wir wissen das, dass die so sind. Ja, es ist schon mal Fakt. Aber ich will jetzt nicht vom Thema weg. Und zwar der denkt nach, Leute. Wenn es geht, Leute, schreibt ihn. Ja, er soll sein Mann stehen. Er hat ja, wie gesagt, gesagt, dass er, wenn er dich findet, so, das ist jetzt nicht mehr das Problem, sondern wir gehen zu ihm, ganz einfach. Ne? Ja, genau. Da kann man mit Stand, schickt ihm eine Einladung. Und dann. Hallo, ich erzähle euch mal Geschichte, meine Lieben. Ich hatte mal eine Morddrohung von einem gewissen, ist selber Muslime. Und als erstes habe ich die nicht so ernst genommen, ne? Auf einmal sagt er, Franka, ganz kurz, bevor du jetzt anfängst, nicht pauschalisieren. Nicht alle Nein, Muslime und so. Nein, ich rede über diesen Fall. Nein, okay, über diesen ich Fall. Ich sagte nur vorher, weil lass ich will mir nicht halt weiter erzählen. Sonst es war kein Fall. Nein. Hallo. Nicht laut werden. Ich habe das nur vorher gesagt. Jedenfalls, meine Lieben, und ich habe mir erst gedacht, ach, lass ihn doch quatschen. Und irgendwann schreibt er mir immer auf Facebook, dann hat er geschrieben, er schneidet meinen Kopf ab und dann meinen Kopf zu meinen Kindern und bindet in den Hals. Ja, und dann bin ich so brav, wie ich bin, Leute, bin ich zur Polizei.
Aber da hat der Polizist mir ein bisschen eine Anzeige gemacht. Die Polizisten haben mir den in 2 Minuten haben die gewusst, wer das war. 2 Minuten hat es gedauert. Also ist die Anzeige in die Staatsanwaltschaft Nürnberg gegangen, wie es halt gehört für einen anständigen Menschen. Und dann nach ein paar Wochen ist ein Brief gekommen, überlegt einmal diese Lüge von der Staatsanwaltschaft Nürnberg. Es tut uns leid, wir mussten das Verfahren einstellen, wir konnten den Däden nicht ermitteln. Na komisch, der Polizist hat mir in 2 Minuten gesagt, wer das war, weil den habe ich gekannt, den Polizisten, habe ich gesagt, okay. Da habe ich dann in der Staatsanwalt Nürnberg angerufen, wissen Sie was, wenn Sie zu mir gesagt hätten, Sie sind uninteressant, Sie interessieren uns nicht, Sie sind unwichtig, hätte ich es verstanden. Aber mich anzulügen und zu sagen, ihr habt diesen Menschen nicht gefunden, der Standort war in der Schweiz, hätte er die hätten sagen können, Frau so und so, wir können da nichts machen, der ist in der Schweiz. Aber da ich gewisse Freunde habe, ich muss auch sagen, ich bin Italienerin, ich habe meine Informationen weitergegeben und ab dem Tag hat der Typ mir, ich habe gesagt, ich will nichts wissen, ich will nichts hören, aber ab dem Tag hat mir dieser Typ nicht mehr geschrieben. Und ich, was habe ich daraus gelernt? Ich halte von gewissen Leuten Abstand. Aber da bin ich nicht schuld. Es ist halt das Leben, wo mich dann distanzieren lässt. Weißt du, wie ich meine? Ich bin halt dann, ich ziehe mich halt zurück. Weil ich sage, ich habe da Angst und Kopf abschneiden und ich meine Kinder ihren Kopf. Und er hat mich ja auch als, ich kann das Wort nicht sagen, auf Italienisch vielleicht nach Putana erwähnt, als schlimme Frau. Das bin ich wirklich nicht. Ich bin Kalabresin auch. Was der mich beschimpft hat und was habe ich daraus gelernt? Ich halte mich von gewissen Menschen fern. Das ist meine Erfahrung, leider. Ja, leider. Noch ein Beispiel. Ja. Und das ist nichts gegen euch persönlich, versteht ihr? Nichts gegen euch, gegen Muslime persönlich. Aber wenn du gewisse Erfahrungen machst, genauso der Fall in Nürnberg, mein Sohn, ich komme aus Nürnberg, Bahnhof, ich habe das Video gesehen als Mama. Mein Sohn gekommen in der Früh von der Diskothek heim, die Jahre am Bahnhof. 3 Menschen, ich will jetzt nicht sagen, was sonst hast du wieder, ich bin böse. Mein Sohn war am Boden gelegen, sie haben ihn am Kopf gestießt. Ich habe das gesehen, weil wir Nebenklage gemacht haben. Also siehst du das Video. Und ringsherum waren Menschen, haben geklatscht, ja Bruder, ja Max, richtig Bruder. Mein Sohn war am Boden gelegen. Was meintet ihr, was ich jetzt denke? Was soll ich als Mama oder als Person? Ich ziehe mich zurück, ganz einfach. Ich ziehe mich von gewissen Menschen zurück und denke mir halt meinen Teil. Weil es tut halt weh. Aber Franke, das kannst du gar nicht. Die sind ja schon unter uns. Die sind ja unter uns tagtäglich. Ja. Schneckele, ich lebe in Süditalien. Da haben die sind hier anders. Und in Süditalien haben die nicht so einen Auftrag wie in Deutschland. Gibt's da nicht. Die haben sie hier, ein Beispiel, ist nicht böse gemeint. Wenn wir hier Piazza feiern, ich komme aus einem Dorf in Süditalien, wir feiern, wir haben Musik, sind keine dabei. In keine Lokale dürfen sie rein. Sie dürfen nicht unter uns. Und sie dürfen uns auch nicht ansprechen hier. Aber nicht wegen der Politik. Wir haben andere Mächte, die auf uns aufpassen. Ich kann jetzt das nicht sagen hier. Wir haben andere Menschen, die auf uns aufpassen. Und sie lassen es nicht zu, dass wir dumm angemacht werden hier. Ja, und da fühle ich, wohl, ich fühle mich jetzt Brangeta, sicher, weißt du, wie ich meine? Nicht böse, Mann. Nicht persönlich. Nicht persönlich meinen. Nicht persönlich. Ja, da hast du Glück, dass aber du die Erfahrung. Nein, habe ich nicht. Aber mich ärgert, weißt du, warum mich das ärgert? Weil ich schneide mir meine rechte Hand ab. Es gibt hundertprozentig gute Muslime, bestimmt. Aber ich habe jetzt Angst, auf die zuzugehen, verstehst du? Wir haben eine Frau am Markt, die ist so lieb. Die ist eine Muslime, das sieht man. Und wenn die mich von beiden sieht, die lacht mich an, die ist so freundlich. Ich lache zurück, wir quatschen ein bisschen. Das ist so schön. Es ist so schön. Aber wenn jetzt mehrere Männer auf einen Haufen sind, würde ich ja einen Gang zurück machen. Muss okay, ich ganz Franka. Ehrlich sagen. Dankeschön. Dankeschön. Nicht gut, beleidigt sein, Leute. Ist nicht, nein. Befehlen, nicht beleidigt sein. Alles gut. Nein, du kannst ja auch nicht für alle reden. Wir können ja auch nicht für alle reden und wir reden auch nicht für alle. Ganz kurz, ich will nur kurz was zum Abschluss bringen. Bruderherz, Löwenherz, wenn du das mal abchecken kannst, bis dato, ja, also wie gesagt, ob morgen, übermorgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, gar kein Problem wegen den Denknach, gell?
Ja, wenn er wahrscheinlich wird er mir schreiben und wird mich auch bedrohen. Ich kenne das ja. Ich schreibe ja, okay. Den, schreibt in der Einladung, wo sollen wir uns treffen? Ja, genau. Aber wo? Ich sag dir was ganz ehrlich. Das sind von mir 600 Kilometer. Wenn ich 600 Kilometer für so einen Pfosten fahre, dann muss ich auch sicher sein, dass der auch da ist, weil ich fahre keine 1200 Kilometer, 600 hin, 600 zurück. Wenn ja, der dann nicht da weiß. Ist, dann drehe ich am Kabel. Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Deswegen. Leute, ganz ehrlich, kann ich nur was Kurzes sagen. Leute, lasst euch nicht auf dieses Niveau herab. Wisst ihr, was ich meine? Leute, schaut, wie die sind. Wenn wir uns da herablassen, sind wir ja nicht besser. Eigentlich hat er recht. Eigentlich hat Kiptok recht. Ja, vergisst bitte, Leute. Ja, bitte, das ganz stimmt ehrlich. Auch wieder. Was soll ja, aber das Ding ist, ich mein, weißt du, was mich nervt, Kiptok? Diese Ansagen immer, weißt? Ja, ja. Diese Ansagen, ja, ich kann dir das. Nein, kannst du nicht. Bro, weißt du, du musst verstehen, du bist auf TikTok, Bro. Gerade auf TikTok. Ich finde, gerade TikTok ist gerade die Plattform, die im unterste Schublade, ganz ehrlich. Also da sehen wir tagtäglich nur unzivilisierte Menschen, Inkompetente. Ja, das sind einfach Leute, Bro, die gehen eh nicht raus, die verkriechen sich zu Hause, haben nichts zu tun im Leben und sind jeden Tag in diesen Streams und labern einfach nur Müll, Bro. Labern einfach Müll. Ja, hast du auch wieder recht. Mehr können die nicht, die wurden nicht erzogen. Ey, vertraut mir, Leute, wenn es hart auf hart kommt, ja, die werden nicht rauskommen, Leute. Bitte lasst euch auch nicht drauf ein. Ich muss mal kurz einhaken, aufs Thema zurück. Also, ich habe gerade eine Nachricht reinbekommen, Israel soll heute von Freitag auf Samstag seine Bodeneinsätze jetzt ausweiten. Also, Leute, habe ich auch gerade gesehen. Leute, ich gehe raus, ich gehe kurz raus, ich mache kurz meine Sachen weiter. Löwenherz, ich küsse doch deine Nierensteine, Bruderherz, und alle anderen, die hier drinnen sind. Jo, danke, dass du hier warst. Du bist mir gefolgt, du bist immer gerne willkommen. Wir sind noch bestimmt 5 Stunden online, kommst du einfach später wieder rein. Ja, aber ich will noch ein bisschen was angucken. Ja, Bruder. Na, alles gut, nur wenn du willst. Nur ein Angebot. Soll der vom Punisher sagen, er macht 1 gegen 1, schreibt er gerade in die Kommentare. Das ist doch mein Bruder, Mann. Ja, sag ich doch, weißt du. Ja. Also, Leute, ich hab euch alle ganz dolle lieb, ja, fühlt euch alle gedrückt, ja. Danke, dass du da warst. Ich bin ein Fan von das, was du da machst. Ja, danke schön. Bro. Gottes Segen. Also, bis später, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Bis später. Ciao. Zeig mal, was da steht. Bevor wir ganz kurz zu dem Thema rübergehen, ich will nur kurz heute oben bleiben. Ich wollte noch mal drauf eingehen, warum ich das erwähnt habe mit Denk nach. Ganz kurz noch mal zurück, weil ich konnte jetzt gerade nicht die ganze Zeit online kommen. Ja. Ich mag es nicht, wenn einer kommt und eine Moral vorheuchelt, ja, und uns erzählen will, wie unmoralisch wir sind und einen auf Philosoph macht. Das macht er in jedem Live, wo er reinkommt. Also er will uns... Er zeigt mit dem Finger auf uns und sagt, hier, guck mal, ihr seid so, ihr seid das, ihr seid das. Wenn man weiß, dass diese Audio existiert, ja, wie der Bruder Kyptok das weiß, ich das weiß und noch ein paar andere, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen, ihm zuzuhören und ihm auch noch diese Plattform zu geben. Und ich habe mir gesagt, egal wo der reinkommt, ich werde das erwähnen, damit er wirklich bloßgestellt wird und keine Plattform mehr bekommt. Ja, also diese Audio, die so kurz ist, sagt so viel aus über ihn und über das, was er denkt, dass er eigentlich wirklich ganz leise sein sollte. Kyptok kann das auch bestätigen, er kommt fast nie mit Quellen, er philosophiert nur. Ja, und dann holt er aus und manchmal führt er Monologe 10 Minuten lang. Es ist unerträglich, ihm zuzuhören. Er kann sich ausdrücken, ne? Das lassen wir ihm mal. Er kann sich artikulieren, aber da ist kein Sinn drin. Das ist Rhetorik, nichts dahinter. Ja, also bei da ist wirklich, bei den Aussagen würde ich mal wirklich mal eine Abschiebung prüfen, ob das möglich ist, weil wenn ich du zahle so, gerne dafür. Die kriegt er vom deutschen Staat. Er droht ja einer Schwester da was an, was ja wirklich ekelhaft ist, aber was auch ganz schlimm ist, ist dieser Anfang. Wenn es einen Aufstand gibt in Deutschland, ja, also er wartet ja nur darauf. Das zeigt ja schon seine Ideologie. Das ist ja das, was wir jedes Mal sagen. Die kommen nach vorne und sagen uns, der Islam ist nicht so, dies ist nicht so, Muslime sind nicht so, das ist nicht so. Aber dann existiert genau von diesem Menschen, der sowas sagt, so eine Aufnahme. Also das ist das, was wir euch versuchen zu zeigen oder offen zu legen, ja, für die Leute im Chat, warum der Kyptok so eine Arbeit macht und die anderen Brüder.
und Schwestern. Das ist einfach, um euch zu zeigen, dass das, was hier gezeigt, also was die ans Tageslicht legen, ist wirklich so dieses Doppelmoralische, aber im Hintergrund, das ist also wirklich, sorry, tut mir leid, Leute. Und jetzt nicht falsch verstehen, nicht jeder Moslem ist so, okay? Also bevor jetzt hier alle durchdrehen und sagen, alle Muslime sind so oder so, so oder so, das stimmt nicht, okay? Das sagen wir auch in keinem Wort. Aber die, die hochkommen und so laut bellen, kennen entweder ihre Schriften nicht oder kennen sie ganz genau, haben eine ganz andere Ideologie und warten nur darauf, uns irgendwo mal fertig zu machen. Sorry, tut mir leid. Das sehen wir anhand solcher Aussagen. Ich bin vor allem, es gibt Aussagen. Es gibt sehr, sehr viele Chats von Islamisten, die genau über so Sklavenmärkte reden. Also es gibt Chats, genau. die reden darüber, Walla, Bruder, ich gehe auf Sklavenmarkt, kannst dir 12-Jährige kaufen für so und so viel Euro. Und wenn du sowas... Ja, weil es einfach... Wir reden über Sklavenmärkte beim IS und woanders. Also das ist richtig krank, wie die über Frauen reden. TikTok-sportlich. Das haben die sich von dem Prophet abgeschaut. Ich wollte es gerade sagen, TikTok hat bestimmt auch die Hadithe jetzt dazu, ne, wenn man ja, ihn fragt. Klar, also, die haben das gesehen bei Mohammed und haben gesagt, wir müssen das auch machen. Also ich kann euch sagen, ich habe mich mal mit dem Thema Sklaverei befasst. Ich habe knapp 30 Seiten an Primärquellen zusammengetragen bekommen, was Thema Sklaverei angeht. In Kombination auch mit dem Thema Rassismus früher im politischen Islam über die Kalifate. Also was Sklaverei angeht. Guck mal, stell ich dir eine Frage, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast. Ne? Stell ich dir eine Frage, ne? Guck mal. Weil wir haben das letztens im Thema auch gehabt. Das war Moritz, der das gesagt hat, nicht Löwenherz. Moritz. Ach, Moritz. Ja. Moritz, sorry. Guck mal, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, ne? Wir haben letztens eine Diskussion geführt, auch mit einem afrikanischen Muslim, mit einem Kumpel von Flexer. Was heißt Kumpel, also einen bekannten Ghanese, ein Landsmann von ihm. Und dem haben wir versucht zu erklären, dass der Islam tatsächlich die größte Sklavengeschichte hat. Der europäische Sklavenmarkt war ja schon schlimm genug und der amerikanische, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ging über 300-400 Jahre lang. Was die wenigsten aber wissen ist, dass die tatsächlich auch sich auf den islamischen Sklavenmärkten bedient haben. Ja, und die islamische Sklaverei, die ging 1300 Jahre lang fast. Ja, und das ist das also die Opferzahlen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von 270 Millionen Opferzahlen. Und das ist krass. Ey, ich bin in dem Stream bin ich richtig ausgerastet, ne? Das war dieser. Ah, du warst auch da, ne? Ja, ich bin natürlich rausgegangen, genau. Weil ich habe gemerkt, ich verliere Gehirnzellen, ey, ich kann das nicht. Ja, also man hat ihm versucht zu erklären, dass sein Prophet Sklaven gehalten hat, afrikanische Sklaven, und dann kommt man und guck mal, und das ist so dumm. Und dann kommt man mit der Aussage, Bilal war ein super wichtiger Mensch im Islam. Bilal ist ein Afrikaner gewesen. Bilal, Bruder, ich war ein der Hadith, Sklave. Ja. Ich habe ein Hadith, da steht, dass Bilal nach dem Tod von Mohammed, ja, er war ja Sklave Mohammeds, genau. Dass er diesen einen, ich glaube Abbas, glaube ich, hat er darum gebeten, ey bitte, ich bitte dich, wenn du Allah so sehr liebst, bitte lass mich frei. Ja. Und er hat ihn einfach nicht freigelassen. Ganz genau. Er war trotzdem als Sklave noch gestorben. Ja, vor allem das Heftige ist, die Sklaverei gab es vorher schon, vor Mohammed gab es sie schon, aber der hat da eine richtige Industrie draus gemacht, unter anderem auch mit der Kastration der Sklaven. Da wurden nämlich die Geschlechtsteile beim Mann komplett entfernt und ein Großteil, bei dem das praktiziert wurde, der starb dabei. Und nur einer davon kommt das. Eunuchen, der Begriff dafür ist Eunuch, ja, und daher kommt das. Also die Araber haben das erfunden. Vor allem, warte mal kurz, das ZDF früher mal drüber berichtet von Tijane Ndiaye, heißt der, und der hat das genannt, der verschleierte Völkermord. Und Völkermord, ganz genau, weil die Sklaven, die Sklaven sollten sich nicht fortpflanzen, daher nennt man das Völkermord, weil die haben das so gemacht damals, die arabischen Kalifate, die haben die kastriert, haben die deren Frauen genommen, damit sie sich nicht fortpflanzen, damit die männliche Linie von der Seite ausstirbt. Und das ist das Heftige an der ganzen Sache dran. Und auch, dass sie die im Harem einsetzen konnten. Ja. Ich will euch mal was fragen. Die Leute, die sich konvertiert zu Islam, wie kriegen die das nicht mit? Ja, glaubst du, ganz ehrlich, kann ich kurz darauf antworten? Ja. Glaubst du, ganz ehrlich, also die tun mir am meisten leid. Ja, warum? Die tun mir auch leid. Also das sind meistens Leute aus der unteren Schicht, ja, und die haben keine Ahnung,
gehen da einfach an die Sache ran. Warum? Weil sie ein paar TikTok-Videos angeschaut haben. Und dann gehen sie zu einem Sheikh. Der Sheikh, richtiges Cherry-Picking, ja, der zeigt da die schönsten Verse, wobei, ich sage jetzt mal, 70% vom Koran ist echt, echt grausam, ja. Der nimmt die 30% raus, nimmt noch die 10% raus, die so richtig, richtig schön sind. Und Leute, das Schlimme ist ja, solche Hadithe, wir zeigen das den Muslimen, die mit dem Islam geboren worden sind, und die fassen es einfach nicht. Weil ja. Warum sollte ein Sheikh den Muslimen so etwas zeigen, Leute? Und ja, das ist echt, echt traurig, ja. Keiner bekommt davon, also mit, ja. Keiner gibt denen diese Information. Das ist so, ja, mit der Zeit werden sie dann radikalisiert dadurch, dass sie dann vielleicht nur diese Veranschaulichung bekommen von ja, die Kuffar, der Tarut, ja, das sind die Bösen und so, ja. Aber so Referenzen, so wie, dass die Juden abgeschlachtet, das kriegen die in Deutschland nicht mit. Aber in anderen Ländern, wie in Ägypten oder in anderen muslimischen Staaten, da kriegen sie wohl das alles mit und finden das, ja, ist in Ordnung und ist legitim dadurch, dass Allah das befiehlt. Aber hier natürlich müssen sie anders reden, ja, da ist ein bisschen ja, Verschleierung. Und was ist mit diesem Heiraten? Zweite Ding, wenn ich ganz kurz auch noch einen wichtigen Aspekt da reinbringen könnte von Jungkonvertiten in Deutschland, sehen wir ganz, ganz hohe Zahlen, was heißt ganz hohe Zahlen, also die meisten Zahlen sehen wir wirklich dadurch in Großstädten, wo die halt unter Arabern und Türken und Muslimen halt einfach groß werden und dazugehören wollen. Ja, und dann wird man, dann erzählt man, also die Jungs, die kennen ja ihren Koran selber nicht, ihren Islam selber nicht, kennen das Schöne, was man denen erzählt hat. Wir haben noch nicht mal einen Koran. Ja, aber die kennen halt, viel wird wirklich mündlich in der Familie. Der Prophet hat so gesagt. Also die meisten Muslime kennen ihren Islam wirklich nur von diesen, der Prophet hat das und das gesagt. Der Prophet hat mal das und das gemacht. Der Prophet hat mal, also man lebt eigentlich aus den Hadithen. Und dann nimmt man sich ein bisschen aus dem Koran, was die Eltern noch im Kopf haben. Und dann wiederholt man das, erzählt das in den Familien. So. Und das haben die im Kopf. Und dann sagen die natürlich, guck mal, der Islam ist barmherzig. Man hat nur diese schönen Sachen. Und irgendwann mal, man will dann auch dazugehören. Und deswegen haben wir viele Jugendliche, wie zum Beispiel gestern, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, beim Flexer im Stream war auch einer, ein Serge hieß der, ein Russe, 19 Jahre alt und ist auch vor einem Jahr konvertiert. Ja, und der Bruder Punisher hat ihm dann ein, zwei Verse aus dem Koran gegeben. Und da hat es bei ihm im Kopf oben Klick gemacht und dann hat es gerattert, ja. Und dann ist er eine Stunde später in einem Stream gewesen bei Muslime, ja, und hat dann gefragt, was ist dieser und dieser Vers? Warum hat hier, es ging um die Allmacht, um das Allwissende von Allah, was da in Frage gestellt wird. Und die haben dann gesagt, ja, da hat man irgendwas falsch übersetzt oder hast du was falsch verstanden? Hat gesagt, nein, das steht genau so da drin. Pass auf, Kryptok, er ist standhaft geblieben, sagte der Bruder Punisher. Er hat dann gesagt, nein, das steht da so drin, ich habe das recherchiert. So, und dann wussten die auch nicht mehr weiter. Und genau das ist das. Die konvertieren und haben wirklich nur ein Zehntel, also einen kleinen Bruchteil von dieser allumfassenden, guck mal, Bobby, Kryptok, ich hole dich sofort wieder hoch, Bobby. Kryptok, wie viel Hadithe gibt es? 600.000? Boah, Bruder, chill, viel mehr, Mann. Viel mehr. Mehr noch? Guck ja, mal, und sechs, also der Koran ist sehr kurz. Der Koran hat wie viele Seiten? Der Koran hat wie viele Seiten? Der Koran hat circa 300 Seiten oder 400. Achso, ich hatte irgendwas mit 186 im Kopf. Okay, 300, 400 Seiten. Also der Koran ist relativ klein, im Gegensatz zu der Bibel. Aber die Hadithe sind, also die sind erschlagend. Die sind erschlagend. Und wie kann man oder wie soll man das alles wissen? Also ich mache Muslimen gar keinen Vorwurf, dass die alle ihre Religion oder die Lebensweise von Mohammed gar nicht wissen oder kennen. Ich mache denen gar keinen Vorwurf. Aber, nochmal, und das habe ich gestern gesagt, dann macht uns bitte auch keinen Vorwurf, wenn wir euch das zeigen, wenn Brüder wie Kryptok euch das zeigen mit Quellen, sondern nehmt euch das mal zugute, schreibt euch diese Quellen auf, die der Bruder Kryptok da sagt, oder ein Wider oder ein Punisher oder sonst wer, schreibt euch das einfach mal auf und prüft das bitte für euch selber. Das sind ja keine Lügen. Ja, und dann gerade diese zwei Typen, wie die dann ihre eigenen Gelehrten schlecht reden oder ihre eigenen Quellen und falsch übersetzt. Dieser Mo kam vorhin, heute Nachmittag. Was willst du dir eigentlich an, über den Islam zu reden? Traut man das auch auf der Straße? Darf ich dich mal was fragen? El Zain, kennst du Ibn Khaldun? Sag dir der Name was. Traust du dich auch auf der Straße über den Islam zu reden? Oh, das ist genau der Beweis. Ja, traust du dich das?
Kennst du ihn ja gar kein Traust du dich da? Hey, King, mach mal deine Kamera an. Aramäer, ihr seid mach mal deine Kamera an. Mach mal deine Kamera an, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich sehen. Wenn du ein Mann bist, genug Videos von mir. Mach mal deine Kamera an. Löwenherz, stumm mal bitte alle, lass mal nur den Kingel sehen. Kingel sehen, warst du jetzt gerade bei deiner Mama, hat sie dir Manieren beigebracht? Anscheinend nicht, oder? Guck mal. Guck mal, lass uns nicht auf diesem Level. Guck mal, Kingel sehen, lass uns. Komm nach Essen, ich guck mal, Kingel sehen. Mach deine Kamera an, wenn ich mal komme, will ich dich sehen. Kingel sehen, Kingel sehen. Ich sehe dich hier nicht so groß. Kingel Zayn. Du bist mal, ein kleiner Fisch. Mehr bist du nicht. Mach mal deine Kamera an, wenn du einen Mann bist. Ich leise dich hier ein. Kingel Zayn. King, hast du ein, was die mit den Christen machen. Du schleimst dich hier ein, du bist nur mit dabei. Löwenherz, mach ihn mal groß, der soll sich zeigen, bitte. King, aber ich will nicht zeig dich jetzt. Ich bin, komm, du bist ein Mittler. Jalla, wir warten King, alle auf dich. Ich will dich doch sehen. Sagst du immer, ganz kurz, Leute, ganz kurz. Du sagst immer, zeig dein Gesicht, jetzt komm. Kingel Zayn, komm ich jetzt. King, ich will dich doch sehen. Muslimen. Auch verfolgt. Kingel Zayn. King, hast du Angst? Die werden auch verfolgt. Hast du Angst? Kingel Zayn. Hast du Angst? Die werden gedemütigt. Du willst dich hier nur einschleimen. King, du hast du einen Arschkriecher rein und alles andere. Mehr willst du hier. Bitte alle. Mach den mal stumm. Kingel Zayn. Moin. Ganz genau. Guck mal, Kingel Zayn. Du Arschkriecher, ich bin und der andere Kopf. Kingel Zayn. Arschkriecher, reif von aller Feinden. Kick ihn mal raus und er kann unten aus den Kommentaren zuhören, bitte. Arschkriecherei. Ich will ihm den Unterschied. Ich will ihm ganz kurz, Geschwister, guck mal, ich will ihm den Unterschied jetzt erklären zwischen Muslimen und Christen. Wir haben gerade das Beispiel gehabt von der Audio, ja, das ist ein muslimischer Bruder von ihm, ja, und wir haben ihn als Beispiel, der seit 3 Tagen jedes Mal hier reinkommt und beleidigt und macht und tut, weil er seine eigene Religion nicht ertragen kann. Er kann es nicht ertragen, dass wir in der Öffentlichkeit darüber reden, er nennt uns Schleimer oder sonstiges. Guck mal, Elzein, ich sag dir einen Unterschied zwischen Christen und Muslimen. Uns ist das nicht erlaubt, gewalttätig zu werden, uns zu treffen, mit euch zu schlagen oder sonstiges, ja? Dann hast du das Christentum nicht verstanden. Wir sind nicht eine Religion von aufmüpfigen oder gewalttätigen, durch die Straßen laufenden Mobs und dass wir unsere Füße auf Köpfe anderer stellen müssen. Das ist der Unterschied zwischen euch und uns. Ihr habt diesen Anspruch im Islam, dass ihr den Anspruch habt, dass der Islam, also Haus des Krieges, Haus des Islams, wenn du diesen Unterschied kennst, King Al-Zayn, ich glaube nicht mal, dass du ihn kennst, ja, dass erst der Islam im Haus des Friedens ist, wenn der Islam über die ganze Welt herrscht, gewalttätig, ja, unter Kontrolle gebracht worden ist. Und das ist der Unterschied. Und solange das nicht ist, macht ihr genau diesen ganzen Blödsinn, kommt ihr mit eurer halb erwachsenen Kultur, so pubertär, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss mein Gehänge zeigen oder sonst irgendetwas. Junge, damit kommst du in einer zivilisierten Welt nicht weiter. Leute, habt ihr euch jemals gefragt, warum die immer wieder sagen, der Islam wird siegen? Was bedeutet das eigentlich? Dass die Scharia kommt. Was bedeutet das? Warum haben so viele Muslime die schwarze Flagge? Auf der ganzen Welt. Das bedeutet La ilaha illallah auf der ganzen Welt. Und wieso haben wir viele Muslime momentan mit einer schwarzen Flagge als Avatar? Was bedeutet die schwarze Flagge im Islam? Die glauben, sie sind in einem Krieg, ja? Das ist was das. Bedeutet die schwarze Flagge? Ganz kurz, Hope, ganz kurz, hallo. Alles richtig, was ihr sagt. Nur wir haben Johanna jetzt hier die ganze Zeit drin. Johanna, bitte, sie auch was sagen kann. Die wartet seit 20 Minuten. Schönen guten Abend an alle. Also als erstes Mal, ich bin geboren in einer Familie, die etwas geglaubt hat. Dann musste ich als Mensch meinen eigenen Glauben finden, nämlich der, dass ich möchte, dass harmonisch die Menschheit miteinander umgeht. Vor allem, dem habe ich immer auch im Christentum gehört von, unser Vater liebt alle. Jetzt komme ich hier rein und ich glaube, begriffen zu haben, dass ihr christlich seid. Ist das richtig? Ich bin Jüdin. Okay. Ich bin Christen, bei den anderen weiß ich es jetzt nicht. Ach, okay. Weil das war jetzt mir doch sehr, sehr, sehr aggressiv. Ich kenne den jungen Mann vor mir nicht, der so den Fehler gemacht hat, hier reinzukommen, sich nicht vorzustellen und zu sagen, warum er so wütend ist. Ich nehme an, er ist sehr jung, sehr impulsiv.
Ich habe aber vorher sehr lange euch gelauscht und da sind Dinge gefallen, ja, unser Glaube oder der christliche Glaube ist friedlich. Deswegen gibt es auch in unserem Glauben trotzdem extrem. Was ist denn euer Glaube? Du hast noch gar nicht gesagt, was dein Glaube überhaupt ist. Ich bin in einer Familie geboren, reingeboren, wo neuapostolisch war, die neuapostolisch ist. Ich selber bin evangelisch. Habe auch meine Kinder evangelisch taufen lassen. Bin ein sehr friedlicher Mensch. Jetzt war hier zum Beispiel sind mehrere Dinge genannt worden. Junge Muslime zum Beispiel ihren Koran, der ja, wie ihr wisst, circa 300 bis 400 Seiten hat, nicht kennen, falsch darüber reden, zu aggressiv sind. Richtig? Bei unserer Bibel, wir haben 1472 Seiten, bin ich überzeugt, dass wenn wir jetzt rausgehen in die christliche Jugend oder in die Kinder nur, die letztes Jahr konfirmiert wurden, ich glaube nicht, dass auch nur ein Zehntel wirklich weiß, was in unserer Bibel steht. Ich glaube, ihr solltet euch gerade gegenüber junge Muslime, die in einem anderen Land großgezogen werden, dasselbe gilt eventuell auch für den jüdischen Glauben in Deutschland, dass junge Leute erst sehr spät dazu kommen, das Buch ihres Glaubens durchzustudieren. Das stimmt doch gar nicht. Johanna, was möchtest du denn jetzt von uns? Du redest jetzt seit 5 Minuten und ich weiß nicht, was du möchtest. Also kann ich kurz was dazu sagen? Johanna, soll ich dir was sagen? Mein Vater, ja. Mein Vater ist Christ. Von Anfang an unsere Familie, wir bestehen nur aus Christen. Mein Vater damals in der Schule in Ägypten, ja, ihm wurde der Koran in der Volksschule, ja, in der Grundschule, wurde ihm der Koran sozusagen aufgezwungen, auswendig zu lernen. Ja, also im Nahen Osten, willst du mir sagen, die jungen Muslime haben keine Ahnung, also ganz ehrlich, die nehmen ja ihre Werte mit. Deshalb kannst du da jetzt nicht sagen, dass die jungen Leute keine Ahnung haben, denn ihre Eltern, die nehmen, ja klar, aber die nehmen ja die ganzen Werte, willst du mir sagen, diese Eltern, die kommen alle ursprünglich aus Deutschland, ja, von den Muslimen. Nein, tun sie nicht. Sie kommen alle vom Nahen Osten und im Nahen Osten ist es nun mal so, dass jeder, ich sage jetzt mal, 10-Jährige, dir zumindest 10 Suren auswendig aufsagen kann. Ja, und genug Hadithe kennt, denn also wenn mein Vater schon den Koran auswendig lernen musste, dann was glaubst du, ist es mit den Muslimen in dem Alter? Aber es ist keine 10 Minuten her, wo ich denke, du gesagt hast, dass die jungen Muslime sie nicht kennen. Ich habe das gesagt. Ich habe das gesagt. Samantha, genau, darf ich die ganze Zeit? Ich habe das gesagt. Samantha, genau, darf ich dir ganz kurz eine Frage stellen? Das habe ich gehört. Samantha, ja? Ich stell dir mal ganz kurz noch eine Frage. Moritz, das ist Moritz, nicht Samantha. Moritz. Ach mein Gott, Johanna, sorry. Johanna, okay. Johanna. Ja. Ich stell dir eine Frage ganz kurz bitte. Du sagst ja, dass du Christin bist, evangelische Christin. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Ich stelle dir die Frage noch einfacher. Ist Jesus Gott? Nein. Dankeschön, okay, raus. Dann bist du schon mal raus aus dem Christentum. Du bist raus aus dem Christentum. Leid, also, Jesus ist Gott. Leute kommen hierher und sagen, Jesus, dass unsere jungen Leute keine Ahnung haben. Und dann hat sie selbst keine Ahnung. Leute, das seht ihr. Selber wirklich null Ahnung. Also sorry, es tut mir wirklich leid. Das ist also gesehen. Habt ihr ihn so, ganz kurz, steht, dass sie dumm. Darf ich kurz zum Wort kommen? Hört auf zu schleimen. Schönen Abend, meine lieben Geschwister. Hört doch mal auf zu schleimen. Gottes Segen und Gottes Segen. Gottes Segen. Habibi Al-Zain, Allah yakhallik, maskat saniya, Allah yakhallik, yalla skat. Ich wünsche euch alle Gottes Segen, meine Lieben. Ich habe eigentlich eine sehr wichtige Frage zu einem... Ibn Sharmuta, kelbe bin 76 kelb. Mehr als... Ani kumma kanika. Ani kumma kanika. Bitte rausschmeißen, der beleidigt hat unsere Mütter und sonst was. Afawut al-Salib bubukhshkis om. Oha, was? Ich weiß, ja. Ja. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, ja, ich verstehe auch so ein bisschen. Alles klar.
Da seht ihr ja nun mal wieder, wisst ihr, das Lustige ist ja, die glauben immer, sie sind friedlich und sagen immer wieder, wir hetzen, und dann kommen sie hoch. Und dann in dem Moment der Islam für uns, ja, dadurch, dass sie den Islam repräsentieren. Und was machen sie? Salim, für diese, was los, Mann? Ich weiß nicht, wie die drauf kommen. Ihr beschmutzt euch nur noch mehr, Leute. Ihr bestätigt das, was wir die ganze Zeit sagen. Ey, was lass sie mal das Thema nicht beherrschen, lass mal den Bruder Punisher zu Wort kommen. Ich bin gespannt, was der Bruder zu sagen genau hat. Also ich fand das jetzt auch, sage ich mal, unangebracht von ihm, aber genau diesbezüglich habe ich auch eine Frage zu diesem Hadith, weil das zeigt mir, dass das EQ von ihnen wirklich so tief sein muss. Ja? Es geht einmal um Sahih Bukhari, 3849. Quiptok, mein Lieber, vielleicht hast du die Möglichkeit, uns diesen Hadith einmal zu öffnen. Auf jeden Kamera Fall, ja. Okay, ja, Leute. Ja? Okay, das ist sehr interessant. Und dann gehen wir das mal durch. Und es wäre sehr schön, wenn ein wahrhaftiger Muslim hier irgendwo zu finden ist, zwischen den 280 Leuten, und uns darauf eine wahrhaftige Antwort geben kann. Aber nicht, wenn er El-Zain heißt. Sieht schlecht aus. So, also Bukhari. Ja, 3849 ist die Nummer. 3849, okay. Genau, er ist als Sahih eingestuft. Ich habe schon auch vielleicht mal gerade auf Englisch vorlesen, damit auch die anderen verstehen. So. Hier, wenn du erlaubst, Löwenherz. So, das ist Sahih al-Bukhari. Das heißt, das ist die authentischste Quelle nochmal für alle, ja? Okay. So, wir übersetzen das mal. Okay. So, wer will vorlesen? Hope, liest du mal vor, komm. Mann. Hope? Moment, ich esse. Okay, alles gut. Nein, egal, ich lese vor, okay? Während der vorislamischen Zeit der Unwissenheit, ja, sah ich eine Äffin, die von einer Reihe von Affen umgeben war. Sie haben sie alle gesteinigt, weil sie illegalen Geschlechtsverkehr begangen hatte. Ich habe es auch zusammen mit ihnen gesteinigt. Also, meine Lieben, halten wir mal ganz kurz fest, ja, da geht ein Mensch, er heißt Amr ibn Maimun, ja, ihr seht das ja da, von ihm wurde das überliefert, er ist irgendwo im Nirgendwo und auf einmal sieht er eine Bande von Affen, ja, und zwischen diesen Affen ist ein weiblicher Affe dabei, der gerade gesteinigt wird von den anderen Affen, ja. Und da man ja nichts Besseres zu tun hat und man sieht eine Steinigung, dann nimmt man sich ein paar Steine und steinigt natürlich mit. Ja? Jetzt meine Frage an die Muslime ist natürlich, welcher Vollidiot von Imam hat erstmal diese Affen verheiratet, damit man ihr diese Sinna vorwerfen kann? Die Frage ist, ob damit wirklich Affen sind, sondern nicht irgendwelche Menschen, die zu Tieren gemacht wurden. Nein, also hier steht, Bruder, hier auf Arabisch, okay. Haddasana, dreimal, wenn, Haddasana, ganz kurz. Und er kala, ra'aytu fi jahiliya kirdan. Kirdatan. Kirdan ist, was ist das? Affen. Nein, al-Qird, Maimun, also Affe. Ja, genau. Bisher Affe. Genau. Also, Qird ist ganz klar Affe und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. In der vorislamischen Zeit wurden weder Juden noch Christen zu Affen verwandelt. Das kam ja erst in der islamischen Zeit. Ja? Also wir reden da wortwörtlich von Primaten, ja, von Affen. Leute. Ja, ja. Ich möchte, dass das irgendwer mir jetzt erklärt, ja. Das ist das neue Thema, okay? Okay, Löwenherz. Da, jemand wer hat soll Eier erklären, wie... TikTok, ja. Kannst du mir nochmal den Namen zeigen von dem Überlieferer? Hieß der auch Maimun? Der hieß ja, Amr ibn Maimun. Amr ibn Maimun. Also er ist der Sohn von... Ja, sein Vater hieß Maimun. Und die, was bedeutet wissen, Maimun? Heißt ja Maimun. Maimun ist zum Beispiel auf der aramäischen Sprache, auf der türkischen Sprache, auf vielen anderen Sprachen, bedeutet das wortwörtlich Affe. Affe, ja. Ja. Deswegen habe ich gerade gefragt und wollte wissen, ob der wirklich Maimun heißt. Also das ist ja krass. Hallo, darf ich euch was dazu sagen? Ja. Sehr gerne. Damit ist gemeint, dass die Menschen Geschlechtsverkehr draus machen wie Tiere. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen möchte. Wo steht das in dem Hadith? Ganz kurz. Warte, sie hat schon recht. Alles gut, okay?
Die Tiere aussehen. Hatten Geschlechtsverkehr draußen, ja. Und dann hatte jemand, warte mal kurz. Lass mich doch mal ausreden, ganz kurz. Ehebruch begangen und wurde gestellt. Nein, jetzt ganz kurz. Lass sie kurz reden. Wir können nicht den Leuten vorwerfen, was wir selber dann falsch machen. Rede bitte. Genau, lass sie reden. Ich will nur eins sagen, ich habe nichts gegen Christen, ich habe nichts gegen orthodoxe Christen, ich habe nichts gegen Juden, ich habe nichts gegen den Islam. Aber das, was ihr macht, ihr seid alle unter mir, seid Ungläubige. Das, was ihr macht, ihr anstatt für Frieden zu sorgen, wie eure Bibel, eure Tora es euch sagen, hetzt ihr. So wie die Hamas. Ihr seid was macht man mit Ungläubigen? Bitte, wen hetzen wir? Gut, was macht man mit Ungläubigen? Lass mich doch einfach. Wir hetzen nicht. Nein, du wirfst uns was vor, du lügst. In meinen Augen du sagst etwas, was nicht stimmt. Ungläubig. Ja, was macht man mit Ungläubigen? Ganz kurz, Leute. Sie redet über Hetze. Sag uns, was macht man mit Ungläubigen im islamischen Staat? Komm, was macht man mit Ungläubigen? Was macht man? Du sagst, ihr seid alle Ungläubige für mich. Was macht man mit Ungläubigen unter der Scharia? Soll ich dir was sagen? Ich sag dir jetzt was, Sanida. Dein Prophet hat gesagt, eine Frau, die sich nicht verschleiert, wird die Jannah, wie das Himmelreich nicht mal riechen. Und du willst hier deine Religion verteidigen? Ey, du wirst das Himmelreich nicht mal riechen. Was willst du? Du weißt doch nicht mal, was ich bin. Ich rede hier nicht über Religion. Wir sehen noch dein Avatar. Wir sehen noch dein Bild. Also ein Kopftuch trägst du nicht. Sanida, guck mal. Guck mal, man braucht dich gar nicht fragen, was du bist. Du bist hier reingekommen und hast direkt gesagt, ihr seid alle für mich Ungläubige. Das zeigt mir schon, welcher Religion du angehörst. Denn ein Christ würde sowas nicht sagen. Ihr seid gegen. Ein Christ würde sowas nicht sagen. Wir sind keine Taktilis. Das überlassen wir euch. Alhamdulillah, Jesus. Sanila, was ist denn los? Ist dir dein Glaube nicht wichtig genug, dass du ein Kopftuch trägst? Warte kurz. Guck mal, die Frage ist doch berechtigt. Du kommst hier und verteidigst dein. Leute, ganz kurz. Alle mal kurz ruhig, bitte. Bitte. Ja, hallo, ich bin der Horst, ich rede jetzt. Sanida, ich rede jetzt nur mit dir kurz. Ja. Also guck mal, du kommst hier rein, du kannst ja deine Meinung äußern. Aber wenn du uns pauschalisierst und sagst, dass wir alle hetzen, das ist schon mal falsch. Wenn du uns zugehört hättest, hättest du gehört, dass wir ganz klar die ganze Zeit differenzieren zwischen radikalen Moslems, Terroristen und friedliebenden Menschen, die einfach nur spirituell ihren Glauben ausleben. Du wirfst uns etwas vor, was einfach faktisch falsch ist. Wir hetzen hier niemanden. Ich habe gehört. Das ist einfach falsch, was du sagst. Zugehört. Nur die anderen, ihr könnt alle wieder was dazu sagen. Ich wollte es nur einmal klarstellen. Also Sanida, weißt du, was wirklich Hetze ist? Und zwar, dass ihr nicht hetzt. Bitte. Komm, ich sag dir, was wirklich Hetze ist, okay? Wir haben hier Fakten. Wir lesen vor. Ja, hast du die Fakten nicht gesehen? Ganz kurz, Leute. Nur eine kleine Sache, dann könnt ihr alle reden. Und zwar, das ist wahre Hetze. Sahih al-Bukhari 3237, da steht, Allahs Gesandter sagte, wenn ein Mann seine Frau in sein Bett ruft, daher um sexuelle Beziehung zu haben, und sie sich weigert und ihn dazu bringt, vor Wut zu schlafen, werden die Engel sie bis zum Morgen verfluchen. Was sagst du dazu, Sanida? Warte. Das ist, guck mal, der Koran, ganz kurz, den muss man verstehen können. Ich kann jetzt das ist nicht mal Koran, das ist Bukhari. Warte, ich kann hör mir mal zu. Ich kann 10 Sätze aus der Bibel oder sonst wo rausholen, die auch. Aber wir reden doch gerade nicht über die Bibel. Danach können wir über die Bibel reden. Wir reden jetzt vom Koran, von deinen Büchern. Ich liebe die Bibel, Sanida, ganz kurz. Sanida, nein, du liebst die Bibel nicht. Sanida, nein, guck mal, es ist wirklich schwer erträglich, was du hier von dir gibst, ganz unwissend. Und du springst jetzt wie Mario Brothers von Thema zu Thema. Du rennst jetzt zur Bibel und sagst, du liebst die Bibel. Wenn du die Bibel liebst, dann sag mal, ob Jesus Christus Gott ist. Ganz kurz, Gegenfrage. Nein, du sagtest doch gerade, du liebst... Es gibt auch viele... Du liebst die Bibel. Du liebst okay, ich beantworte deine Frage, Sanida. Du fragst jetzt, wie kann ein Mensch Gott sein, richtig? Wie kann ein Mensch Gott sein? Nein, Bruder Panischer, warte ganz warum, kurz. Warum schränkst du Gott in dem ein, was er kann und was er nicht kann? Wieso schränkt ihr Gott ein, ihr Muslime? Warum sagt ihr, dass Gott etwas nicht kann? Weil Gott ist unzerstörbar. Jesus konnte ihn töten. Kann Gott, hör mir zu. Ich habe jetzt eine Fanfrage für dich. Hallo, ich habe eine Fanfrage für dich. Hör mir zu. Ja, stell mal, komm. Kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht hochheben kann? Nein, kann er nicht. Kann er nicht? Also Gott kann keinen Stein erschaffen? Gott kann einen Stein erschaffen. Den er selber nicht hochheben kann. Ja oder nein? Entscheide dich.
Du musst entweder ja oder nein antworten, was anderes gibt's nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, wer hat die Steine erschaffen auf der Welt? Das ist eine wahrhaftige Antwort. Gott hat die. Keine Ahnung. Hä? Steine. Hä? Nein, ganz kurz nochmal, Brüder und Geschwister, ganz kurz. Ich möchte sie jetzt nicht davon kommen lassen. Sie hat gerade gesagt, sie liebt die Bibel. Und ich möchte sie jetzt überführen einer Lüge. Nein, nochmal, guck mal, wenn du die Bibel liebst, wenn du die Bibel liebst, unterbrich doch nicht meine Frage. Unterbrich doch nicht meine Frage. Sanida, unterbrich nicht meine Frage. Du läufst jetzt weg. Jetzt hast du Angst. Jetzt hast du Angst, weil du jetzt, weil ich jetzt zeige, du hast Angst, dass wir dir jetzt zeigen, dass du gelogen hast. Vor deiner Lüge, vor deiner Lüge. Du sagst, du liebst die Bibel und ich frage dich, ist dann Jesus für dich Gott? Weil in der Bibel, steht, Jesus Christus ist Gott. Wenn du die Bibel liebst, dann bezeugst du jetzt hier, dass Jesus Christus Gott ist, oder du sagst, du liebst die Bibel nicht. Jesus Christus ist nicht Gott für mich. Okay, dann liebst du die Bibel nicht, dann komm bitte nicht nochmal und sag, dass du die Bibel liebst. Aber so, nächste Frage. Sanida, darf dein Mann dich schlagen? Sanida, darf dein Mann dich schlagen? Mein Mann wird mich nicht schlagen. Darf er das? Nein. Okay, Surat an-Nisa. Also Koran, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Lest mal diese dessen, womit hast du Angst? Hast du Angst? Ich lese aus deiner Schrift vor. Womit Allah die einen von ihnen oder der anderen ausgezeichnet hat. Okay, das heißt, er hat die Männer ausgezeichnet, weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sie die rechtschaffenen Frauen demütig ergeben und hüten das Verbergene, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wadrubuhunna auf Arabisch, okay? In einem anderen Hadith, was steht in einem anderen Hadith? Jetzt pass auf. Eine Frau, ein Mann wird nicht danach gefragt, warum er seine Frau schlägt. Was sagst du dazu? Das hat Muhammad gesagt. Quinto, warte ganz kurz noch und bring mal bitte noch den Hadith mit Aisha, wo sie sagt, wahrlich die muslimischen Frauen mit dem Grün geschlagen. Grüner als ihr Kleid. Wo steht das? Ich habe den Hadith jetzt nicht im Kopf, die Nummer. Hier steht, I stand with Israel, die kommen wir mit Versen aus dem Koran, die es genauso in der Bibel gibt. Ja, du bist okay, dann zeige ich dir, dann zeig Sanida. Ihr habt mich nicht mal ausgeredet. Sanida, zeig mal die Quelle, wo das in der Bibel steht, dass ich meine Frau schlagen darf oder Punisher seine Frau oder irgendwer seine Frau schlagen darf. Da muss ich das jetzt alles nach. Ich zeig es dir jetzt. Dann rede nicht. Wenn du nicht weißt, rede nicht. Du verbindest mich nicht auf Sanida. Ich kann das mal gerade vorlesen mit den Frauen. Ich will nur eine. Lass mich doch nur ausreden, dann geh von diesem Stream raus. Geh am besten jetzt. Ihr seid in meinen Augen alle Ungläubige. Die gläubigen Frauen, die stellen ihrer Männer am meisten leiden. Ihr seid alle Ungläubige. Okay, okay, mal den Koran lesen und dann kommen wieder hoch. Hört mal bitte so, Sanida, es geht hier um Palästina, oder? Und es geht um Palästina und Israel, oder? Ja, genau. Okay, was sagt Allahs Messenger in Sahih al-Bukhari? Die Stunde wird nicht festgelegt, bis du jeden Juden tötest. Und selbst der Stein hinter dem Jude, hinter dem sich der Jude versteckt, wird sagen, oh Muslim, da versteckt sich ein Jude, töte ihn. Sunan ibn Majah. Sag, du musst alle Juden töten. Du wirst Kontrolle über sie erhalten, sodass ein Stein sagen wird, hinter mir ist ein Jude, oh Muslim, töte ihn. Was sagst du dazu, Sanida? Du musst alle Juden töten. Das kennt sie noch nicht mal. Und du sagst, wir hetzen? Guck mal, weißt du, was ich kenne vom Koran? Weißt du, was ich Dein Prophet ist ein Hetzer gewesen. Ein Hetzer, Nein, mein Mörder. Hast du überhaupt einen Koran zu Hause? Ja, habe ich. Hast du einen Koran? Ich habe einen Koran zu Hause. Hast du einen Koran? Ja, habe ich. Ich habe einen Koran zu Hause. Ja, dann mach mal bitte auf den Koran und lies. Ich habe den Koran. Liebe Geschwister, ganz kurz bitte, guck mal. Ich möchte kurz Sanida in Schutz nehmen. Sie hat gesagt, sie weiß auch, was im Koran steht. Sie möchte uns jetzt bestimmt Sure 5, Vers 21 zeigen, wo Allah ganz klar dieses Land den Juden gegeben hat und versprochen hat. Und jeder Moslem, der sagt, das Land gehört uns, ist ein Heuchler, denn sie gehen gegen Allahs Wort. Genau, habe ich gestern auch schon gebracht. Ja. Also... Sanida, was sagst du denn dazu? Sanida, betest du eigentlich? Ich sag dazu eine Sache, ich will euch nur eine Sache, ich bin wirklich für Frieden. Ihr alle seid... Aber du sagst, wir sind Kuffar, oder? Guck mal, ihr redet gerade die ganze Zeit über Religion. Lasst mich doch einfach ausreden, was ich zu sagen habe und lasst mich dann in Ruhe, dann gehe ich ja auch raus. Ich bin Geh für doch am besten jetzt, weil wir wollen nicht hören, was du hier für Lügen Ja, ohne Spaß. Ja. Weil ihr nur Hetze wollt. Ich bin Lügen. Nein, eigentlich nicht. Also, das haben wir dir gerade vorgelesen aus den Hadithen. Doch. Wir haben gerade deinen Propheten vorgelesen. Wir haben deinen Propheten zitiert. Das war deine Hetze? Ganz kurz. Ist das meine Hetze? Rede ich gerade für mich? Ich will für mich selber reden. Ist das nicht dein Prophet? Ist das nicht dein Prophet? Dein Prophet redet für dich.
Bist du keine gläubige Muslime? Alter, die ist ja wirklich anstrengend. Bruder, sie wird das Himmelreich nicht mal riechen. Geh nach Hause. Ich habe sie blockiert, weil jemand, der uns sagt, dass wir hetzen, ich kann das nicht stehen lassen. Ja, nein, guck mal, nochmal, ne? Ich bin wirklich nicht mehr willens, solche Leute, deswegen habe ich jetzt auch unterbrochen und werde dann auch ein bisschen frech in den Fragen, weil man merkt mittlerweile schon den Geist, mit dem sie reinkommt, sie will nicht hören, sie unterstellt uns Hetze von Anfang an und Punisher bringt ihr Suchen, Quiptop bringt ihr Hadithe, ich weiß nicht jetzt, ich bringe eure Stimme immer durcheinander, entweder war das Moritz gerade oder Löwenherz. Guck mal, immer wenn ich rede, bringt ihr diesen Typen rein, wirklich, ohne Scheiß. Ich küsse die Augen deiner Mutter. Hey Löwenherz, lass ihn ein bisschen drinnen immer, weißt du, nur damit er kurz den Leuten beweist, dass das, was wir tun, auch wirklich was bringt. Ich küsse die Hand deiner Mutter. So, lassen wir uns mal den... Ja, lass ihn. Lass ihn ein bisschen, so eine Minute, er soll kurz alles rauslassen. So, King, du hast jetzt die Bühne, hier, bitte. Nein, ich brauche keine Bühne. Beruhigt doch, euch. Doch, extra mit roten Teppich. Hier, diese ganzen Schleimer-Christen, die hier sind. King, all diese Beschimpfungen, Israel, die jetzt mal Israel noch terrorisiert auch die Christen in Israel. Diese Beschimpfungen noch nicht vergessen, ne? Polische Eide betammek, skalchara. Okay, auf Deutsch bitte. Auf Deutsch. Wir verstehen dich nicht. Hör mal, wo waren wir stehen geblieben? Auf Israel Deutsch bitte. Terrorisiert Deutsch. Auch die Christen. Hört auf, hier rumzuschleimen. Auf Deutsch. Hört auf, hier rumzuschleimen. Kennst du ihn? Lass ihn bitte ausreden. Kennst du ihn, Khazim? Ich bin's. Ahat das Salib bati zummak. Okay, übersetzt das mal. Übersetzt und die Hände deiner Mutter. Ich küsse die Hände deiner Mutter. Ahat das Salib bati zummak. Anik das Salib. Ich wünsche dir Gottes Segen. Gott soll dich segnen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich liebe dich als Mensch. Als Mensch liebe ich dich. Ich nehme deine Beleidigung nicht ernst. Ich komme wirklich nicht an mich ran. Aber deine Ideologie und deine Religion. Guck mal, ihr redet von Islam. Ich schwöre bei Gott. Aber Gottes Segen. Ich gehe nicht nach Islam. Ich bin der größte, sündigste Mensch. Ja, dann ich du bist der sündigste Mensch. Lass ihn ausreden. Guck mal, ihr redet die ganze Zeit Islam. Ich bete nicht mal. Ich kenne nicht mal eine Sure. Weißt du, was man mit dir machen sollte? Geh doch nicht nach Religion, wenn einer euch beleidigt. Man mit dir machen sollte? Geh doch nicht nach Religion. Ich bin ein sündiger Mensch. Was passiert mit sündigen Menschen? Warum? Ja, warum? Was passiert mit Leuten, die nicht beten? Warum tut ihr den Islam mit da rein, wenn ich ein schlechter Mensch bin? Warum sagt ihr Islam? Ja, weil es um Hamas geht. Wieso verteidigst du denn etwas, wonach du gar nicht lebst? Oha, warum? Übersetz mal. Guck mal, nochmal, ist egal, was du jetzt gerade gesagt hast, wirklich, ich küsse die Hände deiner Mutter, ja, und ich, Gott soll dich segnen, dich und deine ganze Familie wirklich nochmal von Herzen, ich sag's nochmal, dich als Mensch liebe ich dich, ich habe kein Problem mit dir, wahrscheinlich, wenn wir uns draußen treffen würden, beim Feiern oder irgendetwas, wir würden richtig Party miteinander machen, auf jeden aber Fall. Deine Ideologie und deinen Glauben, den mag ich nicht. Rede doch nicht von Glauben, wenn ich ein schlechter Mensch bin. Warum? Aber was passiert mit schlechten Menschen? Wir reden was passiert hier nicht über mit dich? Schlechten Menschen? Was? Ist mal, doch scheißegal. Ich bin ein sündiger Mensch. Habibi. Ich gehe nicht nach dem Islam. Ich praktiziere nicht den Islam. Aber warum bist du dann Muslim? Warum bist du aber drinnen? Ich lese weder Koran, ich bete weder nichts davon. Aber wieso bist du dann Muslim? Greif nicht meine Religion damit an, wenn ich schlecht bin. Ja, aber dann hast du keine Religion mehr. Ja, ist doch nicht dein Problem. Lass es doch mein Problem sein. Aber warum misst du den Islam damit rein? Und willst den Islam damit bedrecken? King, hör mal, ganz kurz bitte. Hör mal, King, ganz kurz. Gib mir darauf eine Antwort, halt deine Schnauze, King, du. King, guck mal, halt deine bleib Schnauze. Mal ganz locker. Guck mal, bleib ganz locker, Gott soll dich segnen für deine Worte, die du sagst. Musst du dich selber verantworten, irgendwann mal vor dem Herrn. Also wirklich, ich weiß nicht, wie du mit sowas umgehen kannst. Völlig egal, aber guck mal nochmal. Du musst, und nicht nur du, sondern ihr müsst euch dran gewöhnen, dass ihr euch ausgesucht habt, in einem Land zu leben, wo Meinungsfreiheit herrscht. Und ihr kommt hier guck rein, mal, du musst akzeptieren, dass du in einem Land lebst, was Meinungsfreiheit lebt. Wenn dir das nicht passt, wirklich, wenn dir das nicht passt, dann, es gibt so viele Länder, die arabisch, muslimisch, türkisch, indonesisch sind, es ist völlig egal. Es ist und so viel Vielfalt da draußen. Geh zurück. Du, nein, ich darf doch nicht dahin gehen. Ich lebe schon seit 30 Jahren hier. Hä? Ich schlage es dir vor. Du bist doch du Schmocke, sagst mir, du wann ich Deutschland verlassen soll. Du Schmocke. Du bist bald weg wie Barello. Ja.
So, King, können wir jetzt normal reden? Nee, der ist weg. Ja, besser ist. Also Leute, ihr merkt, er kommt als Muslim rein, ja, beschimpft uns komplett. Dann merkt er, dass er seine eigene Religion in den Dreck zieht. Dann trennt er sich erstmal vom Islam. Das heißt, er wird zu einem Heuchler, zu einem Ungläubigen, zu einem Munafiq, ja, nur für den Stream, damit er was macht? Damit er uns weiter beschimpft, unsere Eltern, das Kreuz in unser ja, damit er all das rauslässt, was er sagen will. Dabei ist er insgeheim Muslim, aber will sich vom Islam trennen, weil er gemerkt hat, er zieht alles in den Dreck. Abo Batman. Der Nächste. Ja. Okay, bitteschön. Hallo. Ich wollte einfach nur dabei sein. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Mir geht's gut. I stand with Palestine, free Palestine. Wo ist bitte Palästina? Aber wie du gesagt hast, wir haben ja Meinungsfreiheit. Deshalb Free Palestine. Haben wir auch. Du bist willkommen, wenn du das sagst. Aber dann lass mich dir auch noch eine Frage stellen. Ich bin auch für Hamas. Ich habe auch eine Frage, bevor ihr ihn was fragt. Kleiderei. Bist du für die israelische Armee? Ja, ich bin für die Armee. Okay, dann erwarte nicht, dass ich nicht für Hamas bin. Ist eine legitime Armee, Bruder. Hör auf damit. Das stimmt doch nicht. Das sind Terroristen. Stimmt. Okay, du bist für die Hamas? Und du bist für die israelischen Terroristen? Nee, ich bin für die Armee. Die Terroristen. Na, ich weiß nicht, es steht nirgendwo. Ach, du meinst die Terroristen? Ach so, okay. Wo steht es denn bitte? Dann bist du auch ein Terrorist. Ja. Ich bin ein Terrorist, Abdul. Ja. 100% bist du. Ja. Abdul. Genau. Abdul. Ja. Ist Israel ein rechtlich anerkannter Staat? Nein. Ich rede jetzt nicht Leute, von deinem ganz ehrlich, Leute, ich rede es tut nicht mir leid. Warte ganz kurz, warte kleine ganz Sache. Bruder, warte dieser ganz Typ, kurz, Bruder, Typen wie er, Bruder, ich sag's dir ehrlich. Sie bringen mich dazu, auf der Seite von Israel zu sein. Einfach. Bitte, einfach sei nur auf der Seite von diesen. Nein, ehrlich, Leute wie du bringen mich dazu, hin? Ehrlich. Wo ist der hin? Warum? Richtig peinlich einfach, ja. Merkt ihr eine Sache? Guck mal, ich kann das immer wieder nur wiederholen. Merkt ihr eine Sache? Hat Israel vor 2 Wochen dieses schreckliche Massaker begangen? Wir müssen uns hier das gefallen lassen, dass man diese Situation wieder komplett umgekehrt hat. Alle Schuld der Welt in die Schuhe von den Juden schiebt, ja. Und nochmal, guck mal, ich bin auch kein dummer Typ. Ich sage auch nicht, dass das, was Israel alles gemacht hat und macht, richtig ist. Jeder Staat macht seine Fehler und wie man damit umgeht, okay? Ich finde es auch nicht gut, dass Kinder in Gaza sterben. Frauen und genauso auch Männer. Wir reden immer nur über die Kinder. Ja, die reden nur über die Kinder. Ganz kurz, es wird immer nur über Kinder geredet, weil man mit Kindern immer so Emotionen weckt. Da sterben aber auch Männer und Frauen und genauso auf der anderen Seite in Israel auch genauso. Wieso kann keiner von denen hier reinkommen und darum geht es mir nämlich im Hauptsächlichen. Wieso kann keiner von denen reinkommen und sagen, lasst uns Hand in Hand irgendwie eine Einigung finden. Das, was die Hamas gemacht hat, war scheiße. Das, was Israel ab und zu mal gemacht hat, war auch nicht gut. Aber wir sehen, dass hier eine Gewaltspirale im Gang ist. Lasst uns alle die Hände reichen für eine Lösung finden, ohne die Hamas, ohne eine Terrororganisation. Okay, wieso geht das nicht? Wieso erkennt man nicht die Toten auf israelischer Seite an, aber prangert die Toten auf eigener Seite an? Und jeder Tote ist einer zu viel, egal ob auf links oder auf rechten Seite. Merkt ihr das gar nicht? Wir müssen uns aber dafür rechtfertigen. Jeden Tag muss man sich dafür rechtfertigen, in Livestreams, draußen, unter Freunden, wenn man diskutiert. Man darf nicht mal sagen, dass man auf Seite Israel steht. Ja, und das ist lächerlich. Das ist eine Verkehrung der Tatsachen. Und das passiert immer und immer wieder. Und ihr merkt das anhand solcher Kleinigkeiten, wie wenn wir über einen Hadith reden, die reinkommen und dann über die Bibel reden. Als ob die Bibel schuld ist an dem Hadith und an dem Vergehen von Mohammed, was er getan oder gesagt hat. Die versuchen das irgendwo reinzuschieben, weil die ganz wissen, kurz, wir haben jetzt, ja richtig, wir haben jetzt Bernhard hier drin. Ja, Bernhard, bitte. Einen wunderschönen guten Abend erst. Guten Abend. Also, ich sag euch, warum ich gegen Palästina bin. Und ich nie will, dass die überhaupt einen eigenständigen Staat bekommen. Zu meiner Person, meine Oma stammt aus Pommern. Das waren Patrioten, die haben damals nicht den böhmischen Gefreiten gewählt. Sie haben deutsch-national gewählt.
Sie waren auch die einzigsten, die sich für ihre jüdischen Nachbarn eingesetzt haben. Und als meine Oma flüchten musste, war die Waffen-SS, die mussten halt flüchten, als die Rote Armee gekommen ist. Und halt über Landstraßen, Pommern war halt Agrarland. Dann kam die Waffen-SS halt vorbei mit Panzern, ist an denen vorbeigezogen. Dann hielt der Panzer an, der Turm drehte sich 180 Grad, schoss auf meine Leute. Und warum ich Palästina hasse, es gibt eine alte, ich bin Patriot, es gibt eine alte Version, die es nicht mehr auf YouTube gibt. Da sieht man den damaligen Mufti von Palästina neben dem böhmischen Gefreiten sitzen. Es ging darum, dass man auch in Palästina solche bestimmten Lager hat. Bernhard, ganz kurz, Bernhard, du darfst weiterreden, ich muss dich unterbrechen, das ist wichtig. Ich möchte, du hast deine eigene Meinung, aber ich distanziere mich davon, ich hasse Palästina nicht, ich hasse auch keine Menschen. Und also, ne, du darfst das gerne sagen, aber ich distanziere mich davon. Alles ist nicht das Problem, nur ich ist in Ordnung. Nur meine Frage ist, was ich erst unten reingeschrieben hat, stimmt das mit dem Propheten Mohammed, der dreimal gefragt hat, ob ein bestimmter Stamm, jüdischer Stamm, halt, ist das in Ordnung, wenn ich wen anders entscheiden lasse? Hat er dreimal wohl gefragt. Und dann hat er einen entscheiden lassen und dann wurde dieser Stamm oder diese Volksgruppe niedergemäht. Der Prophet Mohammed ist für mich kein Prophet. Ich würde mich von der Religion absolut distanzieren. Genauso, ich bin evangelisch getauft, ich glaube an Gott, aber direkt als evangelisch würde ich mich auch nicht sehen. Weil Martin Luther, das war auch nicht unbedingt so ein netter Mensch. Vor allem, wenn es um halt Juden ging. Es gibt ja halt in Ostdeutschland irgendwo noch eine Kirche, wo halt ein Schwein an der Kirche ist und da sagt man, das heißt ja, wer die Juden. Ja, Bernhard, das ist nur gerade nicht das Thema. Bleiben wir nur beim Thema, ja, aber ist gut, ist okay, was du sagst. Bernhard? Ja? Ja, ja. Danke, ja, nee, danke für deine Worte. Ja, ich ganz wollte kurz, nur... Ganz kurz, Bernhard, mein Lieber, ganz kurz, guck mal, du wirst hier reinkommen, du bist ja sehr lieb, ne? Keiner will dich jetzt hier irgendwie abwürgen oder bloßstellen. Wir haben nur das Problem tatsächlich, wir müssen beim Thema bleiben direkt. Wir müssen, dürfen auch nicht um den heißen Brei rumreden, wir müssen die Sachen halt benennen. So, alles gut, mein Lieber, du hast das gut gesagt, aber wir tatsächlich, du schweifst ein bisschen vom Thema ab. So, ja, weißt du, was ich meine? Ich weiß, ich wollte das nur gesagt haben, dann wollte ich auch gleich wieder runter. Ich wollte nur kurz was gesagt haben. Alles gut, mach zu Ende, alles Danke gut. Danke für deine Worte. Ich bin jetzt auch lass fertig. Lass noch ich kurz die eine Minute kommen. Mach, Bernhard, mach. Nee, ich wollte das nur gesagt haben. Ansonsten schmeiß mich raus. Nein, wir schmeißen gar nicht raus. Bernhard, deswegen sage ich dir das ja. Nein, ist in Ordnung. Ich wollte das nur gesagt haben. Ich danke dir, Bernhard. Okay, ist angekommen. Ansonsten sind mir alle Menschen, die liberal sind, da ist mir egal, welcher Religion. Nur du hast mittlerweile so viele Fundamentalisten und das ist, nee, das macht einen Angst. Okay, danke dir, Bernhard. Das hast du schön gesagt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke. Ganz kurz, bevor du jemanden nochmal reinholst, nochmal ganz kurz. Ich hatte diesen Vergleich vorhin im Kopf und ich hole euch gleich Qualität ins Spiel. Ja. Ja, aber bitte warte, bis ich ausgesprochen habe, weil das ist, ich weiß, wen du holst, aber warte ganz kurz. Hat eine junge Schwester den Kommentar auch richtig gegeben. Ich hatte das vorhin auch tatsächlich als Vergleich im Kopf. Das hat jetzt mit Israel selber nichts zu tun, aber tatsächlich auch mit diesen Erwähnen immer von, dass Kinder sterben. Ja? Wir wissen, dass der Krieg in der Ukraine auch völkerrechtlich nicht legitim war von Russland. Und wir wissen aber auch, wenn wir diskutieren, also bei mir ist es zumindest so, ja, haben viele Muslime, die ich kenne, haben Sympathien für Russland, für Putin, okay? Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Russland-Bashing, dass ich jetzt sage, Russen sind scheiße oder sonst irgendetwas, sondern ich rede hier wirklich vom Diktator Putin selber, der seine Menschen rüber in einen Krieg schickt und Leute umbringt, ja? Da sind Kinder noch und nöcher in der Ukraine umgekommen durch einen völlig illegitimen Krieg, wo Russland einfach über die Grenze marschiert und sich da etwas einverleiben möchte. Wo war denn der Aufschrei da, wo das Kinder sterben? Ne? Von muslimischer Seite. Hier, die Leute sind hier auf die Straße gegangen. Ja, also hier gab es Demonstrationen.
In den Medien ging das rauf und runter. Also es wurde berichtet und es wird immer noch berichtet. Ja, aber nirgendwo haben wir irgendetwas gesehen, dass Muslime auf die Straße gegangen sind, Islamverbände sich offen getan haben und gesagt haben, das ist nicht schön, was sie da machen, die Russen, dies, das, jenes, da sterben Kinder. Das sehen wir nicht und darüber redet wieder keiner. Und das ist auch eine Sache, die mir stinkt. Wenn es in die eigene Haut geht, und nochmal, ich kann euch verstehen, wenn es ein aramäisches Land geben würde und aramäische Brüder und Schwestern und Kinder würden sterben, ich würde genauso durchdrehen. Ich kann euch hier verstehen, okay? Aber nichtsdestotrotz ist immer die sich selber in die Opferrolle drängen, immer wieder Sachen anzufangen und die Hamas brauchen wir nicht schon wieder durchkauen, welche Ideologie sie hat und mit welchem Grund sie das macht. Und ich sage es immer wieder, die Palästinenser sind selbst die ersten Opfer der Hamas, okay? Diese Kinder sind die allerersten Opfer der Hamas. Okay, und dann kommt kommen israelische Opfer noch dazu. Die halten ihre eigene Bevölkerung in Geiselhaft und das sieht man nicht, ne? Das erwähnt man nicht, aber man erwähnt, was Israel tut, oder man sieht auch nicht, dass Russland irgendwo anders Kinder ermordet oder andere, die USA oder sonst irgendwer, ne? Wir können alle Beispiele nennen. Es geht bei Muslimen immer nur darum, wenn es um die eigene Haut geht. Aber für andere einstehen sehen wir keine Demos. Wo sind denn diese ganzen Demos, dass die auf die Straße gehen und sagen, das gehört nicht zu uns? Wo gab es das beim IS? Habt ihr muslimische Riesendemos gesehen, wo die Leute auf die Straße gegangen sind und sich davon distanziert haben? Haben wir alle nicht gesehen? Haben wir nicht gesehen. Also kommt mir bitte nicht damit. Wirklich nicht. Hört auf damit. Also komm, Löwenherz, bring Qualität rein. So, ich gebe mir Mühe. Unser Freund hat gerade angefragt, ist jetzt wieder weg. Mein Freund oder ein anderer Freund? Nein, das ist Hopes persönlicher Freund, der gerne Hope eine Banane schenken würde. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Eine Mini-Banane. Ist eigentlich Fighter geblieben. Wo ist Fighter geblieben? Ja, Fighter, der kommt nicht mehr. Er ist wahrscheinlich zur Polizei und ist verhaftet worden. Aber das ist jetzt, der ist gut, der Mann, der jetzt drin ist gut. Brauch auf Arms, den kenne ich, der ist gut. Grüß dich, mein Lieber. Hello. Jetzt sagst du nichts. Seid ihr mich? Mein Empfang ist total schlecht. Hi, jetzt. Perfekt. Ganz ehrlich nochmal, ganz kurz, ich achte nicht mal darauf, weil mich... Du hast 700 Punkte gerade bekommen. Vielen lieben Dank, das war Punisher. Bobby Race. Danke, vielen, vielen Dank. Leute, mal, Punisher, liken. Das geht alles. Liken, ja, 100.000 Likes. So, brav, abends, du bist dran. Bruder, hat gerade extra meinen Namen gesagt, damit ich ihm Opfer spende. Ich kenne den doch, ey. Du brauchst gar nicht spenden, weil das geht alles an dich wieder zurück. Zeig mir später bitte, wie das geht. Ich habe heute nochmal bekommen. Mach das bitte für das Kinderhospiz, wo ihr spendet. Ich küsse dein Herz, danke. Gute Sache. Dann geht das dahin. Also vielen, vielen lieben Dank, Leute. Aber wenn ihr nochmal spenden wollt, spendet dem Punisher, weil er spendet das wirklich an ein Kinderhospiz zusammen mit 2, 3 Geschwistern noch. Die haben sich da was rausgesucht. Sorry für die Werbung jetzt. Sag mir bitte, wie es geht. Ja, der Punisher musste mir das auch erstmal erklären, wie es geht. Ich habe auch keine Ahnung davon gehabt. Aber wenn ihr spendet, spendet bitte dem Punisher. Ja, sag mir auch, weil ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Leute, ganz einfach, verkauft alles, was ihr habt und gebt mir einfach das Geld. So nämlich. Wie willst du? So, brauch alles, du. Alles, was ihr habt. Ja, Bruder, nur ein paar Updates. Also was Religion angeht, du weißt, ich mische mich da nicht ein, ich bin da nicht der Kenner. Ich weiß nicht, ob ihr Amir Zafati folgt auf Telegram. Das ist ein ziemlich guter Insider. Wie du vorhin schon eingeblendet hast, die Bodenoffensive, also die ist bereits gestartet. Super. Und der Außenminister von Lebanon, der hat gesagt, sie werden jetzt intervenieren. Also sie werden sich jetzt im Norden da einmischen. Und der iranische Außenminister hat sich jetzt auch schon geäußert, gesagt, sobald es einen Toten gibt durch die Bodenoffensive, werden sie auch intervenieren. Also was ich damit sagen will, wir sind jetzt wirklich meiner Meinung nach, an einem ganz, 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 ganz heiklen Wendepunkt hier. Ich kann dir das sagen. Das, was den Iran angeht, tatsächlich ist das nur Gerede. Und ich sage dir auch, warum. Ich begründe dir das. Der Iran natürlich lässt die Waffen spielen und sagt, hier, und wenn ihr das und das macht. Aber bei dem Iran, speziell 2018 oder 2017 hat Donald Trump den iranischen... Auf eigenem
Ja, ja, genau. Ich weiß, Moment, was du sagen hat den iranischen Top-General hier, wie heißt er nochmal? Soleimani umbringen lassen, ohne vorherige Abstimmung. Also hat einen Anschlag auf einen hochrangigen iranischen General machen lassen. So, Iran daraufhin totale Massenproteste, wollten Krieg mit USA und so, haben aber dann eingelenkt, weil sie ganz genau wussten, dass sie auf voller Strecke verlieren würden. Deswegen bei Iran natürlich, man hat Angst, Atommacht hier, dies, das und sie sind am eine Atomwaffe entwickeln. Aber ich sag dir ganz ehrlich, alleine so wie die USA auf der ganzen Welt stationiert ist, ich bin jetzt kein Unterstützer der USA, Iran hat keine Chance. Also die werden diesen Konflikt nicht eingehen, nicht gegen die USA. Werden die nicht machen. Ich sehe das genauso wie du. Meiner Meinung nach, der wirklich alles negativ ins Rollen bringen könnte, ist meiner Meinung nach wirklich der Erdogan. Ich weiß nämlich nicht, wie der ticken wird die nächsten Tage. Also der könnte wirklich ganz, ganz Gefährliches ins Spiel bringen. Dazu kann ich dir auch was sagen. Erdogan ist in der NATO und Erdogan bellt ganz schön viel und oft. Erdogan ist nach außen ja der starke Mann in der Türkei und bellt sehr, sehr viel. Dadurch, dass er in der NATO ist und er will ganz gerne in der NATO bleiben, tatsächlich, weil das ist schon ein ganz relativ guter Schutz, würde ich mal behaupten, wird er sich da tatsächlich, was das angeht, auch sehr zurückhalten. Deswegen hat er auch damals, wären ja fast zwei NATO-Staaten, Griechenland und die Türkei, irgendwie welchen Ölbohrungen in der Ägäis oder so ging es da, werden sich ja fast in die Köpfe gekriegt, aber haben dann doch eingelenkt. Also wir müssen das, natürlich ist es gerade heikel da unten alles. Ich glaube aber tatsächlich, dass es, wenn, dann wird es vielleicht noch einen Konflikt mit dem Libanon geben, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht in Ägypten ein bisschen involviert, aber jetzt auf Dritte Weltkrieg und so, das glaube ich tatsächlich nicht. Also nicht deswegen, also kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass es nicht passiert. Wenn es dazu kommt, dann haben wir hier in Europa ein Problem. Ja, ich hoffe für uns alle, dass es nicht dazu kommt. Genau, das ist meine Sorge. Ja, ja, klar, natürlich. Nur so zum Eigenschutz für mich, ja. Erdogan ist ein Löwe, hört auf, über den zu reden. Nur Eigenschutz. Erdogan also ist meiner Meinung nach kein Löwe und ich rede über ihn. Er ist für mich kein Löwe. Also ja, okay, Bruder. Aber ich muss halt diese Meinung vertreten. Viele wissen, ich bin in der Türkei, ich habe keinen Bock, morgen früh in der Zelle aufzuwachen. Erdogan ist ein Löwe. Also, Punisher, ich unterstütze Erdogan ist ein Löwe. Nein, Bruder, also ich weiß nur, ich weiß wirklich, also ich muss dem Punisher hier beistehen. Der telefoniert jeden Tag mit mir. Und ich muss mir jedes Mal anhören, wie er Erdogan liebt und hochpreist. Und er feiert diese Regierung wirklich. Er ist da gerne in der Türkei, ist AKP-Anhänger, alles. Ja, ganze Programm, Bruder. Ganze Programm, ja. Gute Sache. Erdogan auf die Eins. Wunderbar. So, nächstes Thema. An den Auge. Aber wenn ihr darüber weiterreden wollt, dann gehe ich auch gerne runter in der Zeit. Das ist kein Thema. Also wenn Matsch, nein, wir müssen wieder zum Thema. Wir sind wieder ein bisschen abgeschweift. Wir sind abgeschweift. Wir brauchen Qualität hier im Stream. Ja. Wir müssen ein paar Leute hochholen. So, wer hat Eier? King hat doch eine tolle Qualität. Wer hat Eier, hochzukommen? Hope. Also dafür folge ich dir jetzt für diesen Spruch. Das hörst du hier jeden Abend. Auf. Hatten wir eigentlich King schon? Jo, King, mal zur Abwechslung. Wenn du Lust hast, komm mal hoch. Du warst ja noch gar nicht oben. Was ist jetzt eigentlich aus dem Hadith geworden, den ich euch gegeben habe? Hat sich keiner gefunden? Nein. Mit den Affen? Die haben sich nicht gefunden. Wir haben hier noch jemand verbotene Wahrheit. So. Hallo. Rede. Guten Abend. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Glaubt ihr, dass mit Israel gerade dieser Vers auf den zutrifft, ja, in Lukas 10 oder 21, weiß nicht mal genau. Ja. Glaubt ihr, dass sich das damit erfüllt? Was steht denn ich da? Ich habe die Frage nicht verstanden. Bro, Jerusalem wurde so oft angegriffen, also ganz ehrlich, keine Ahnung jetzt? Mehr. Es ist so oft, also belagert, ist so oft vorgekommen und immer wieder dachten sie, es wurde damit erfüllt. Also man weiß es einfach nicht. Mit dem Tempel? Kann das jetzt nicht. Ja, aber genau. Jerusalem selbst. Okay, also es wurde vom Krieg so oft angegriffen. Meinst du damit? Bro, also wir können nicht jedes Mal, wenn es angegriffen wird, sagen, ja, die Prophezeiung hat sich erfüllt. Deswegen, ja, es ist einfach, also wie Jesus sagt, er wird wie ein Dieb mitten in der Nacht kommen. Keiner wird es wissen. Also wir wissen aber nicht, wann der Tag ist. Also Gott hat es uns echt nicht leicht gemacht, sage ich jetzt mal.
Ja, aber wir wissen ja auch, dass sich die Geschichten ja biblisch immer wieder wiederholen. Ja. Somit, vielleicht ist es jedes Mal eine Neuankündigung. In dem Sinne würde ich, ja, ich meine, symbolisch gesehen wiederholen sich die Geschichten, aber was jetzt Jerusalem betrifft, wirklich vom Kriegsherrn so belagert gewesen, hätte ich jetzt nicht gehört in der Geschichte, weil doch, es hieß sicher. Ja immer, Israel wird bekriegt. Viel zu oft, viel zu oft. Recherchier das mal. Jerusalem okay. wurde so oft belagert, also ja. Nein, okay. nein, ist nicht das erste Mal. Alles gut. Ja, als zweites, was ich mitbekommen habe, ist ja, weil ich war ja schon länger jetzt dabei im Gespräch, da hieß es immer, ihr hetzt. Ich muss hier noch was dazu sagen, ja, weil die Muslime sagen ja immer, dass ihr hetzt, ja. In Wahrheit habe ich das mal so objektiv betrachtet. Ich bin neutral gegenüber den beiden. Ich meine natürlich mehr auf Israel, weil es ist ein Unterschied, was die Politik macht, ja, was sie entscheidet, weil der ganze Hass auf Israel kommt, weil die Muslime ja immer behaupten, guckt, was die Christen machen, ja. Und ich sage immer, Politiker sind keine Christen. Das will ich, dass ihr in euren Verstand reingeht. Ich schaue auf den Menschen. Und wenn die Menschen weltweit im Islam irgendwie, gibt es doch weltweit eine Terrororganisation in jedem Land. Und wo ist der Ursprung? Wir wissen es, ja, in eurem Buch. Also ist es der Mensch. Und wenn diese Terrororganisation daraus entstehen, könnt ihr auch nicht sagen, dass es nichts mit dem Islam zu tun hat, weil jeder irgendwie dasselbe vertritt. Somit gucke ich jetzt nach, weiß nicht, Hamza oder wie die heißen, Hamas. Es sind Menschen, Hamza. Nicht Politiker. Abu Hamza. Und das will ich sagen, einfach für euch. Und dann sehe ich in der Türkei, in Istanbul, wie die Flaggen aufhängen und sich alle schadenfroh freuen, weil Israel untergeht. Und ich sehe es auch hier in meinem Umfeld, ja, die sind so richtig schadenfroh auf das Land. Und eins will ich, dass ihr wisst, es sind die Politiker, nicht die Menschen, oder? Nicht die Christen. Ja, das war's, was ich sagen wollte. Das hat auch was mit Juden zu tun, es ist nicht nur Israel. Die kommen her und sagen, nee, wir mögen Juden, gehen dann auf die Straße und haben dann Hass auf Juden. Ja, aber viele dahinter haben diesen, ich sag's banal, wie es ist, diesen antichristlichen Geist, dass sie Christen sagen. Und, ja. Das sagen die und auch ich erkenne dazu. Das in meinem Umfeld. Also es ist eigentlich, dieses Buch hat das in ihnen hineingepflanzt, dass sie uns, ich sag's straight, wie es ist, einfach nicht hassen oder innerlich schadenfroh sind, auch wenn sie es nicht preisgeben in der Öffentlichkeit. Und die dürfen uns auch gar nicht lieben. Und deswegen, bevor ihr es bei Israel selbst macht, denkt nach, es sind die Politiker, die das entscheiden oder sich eigentlich schützen vor menschengemachten Organisationen. Die resultieren ja aus eurem Buch weltweit, seit tausenden von Jahren. Alles klar, das war's. Nun danke dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme zwar aus Israel, ich bin Jüdin, ich sehe nicht alles ein, was da passiert. Ja, ich bin nicht auf 100% auf dieser Seite, was sie da machen. Aber was an diesem Tag passiert ist, ja, das ist Politik. Dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass die reingekommen sind in Israel. Das war alles geplant. Ey, das war keine Politik, Hope. Das ist. Also ja, Politik schon, aber Bro. Es geht um Politik, es geht nicht um den Gazastreifen, es geht um andere Sachen. Es geht um, weiß ich nicht was, das werden wir dann sehen, weil jetzt geht's ja weiter, jetzt sind die da, die gehen da rein. Dann meinst du jetzt Israel, sorry, meinst du Israel oder meinst du Israel, also von Israel aus, der Angriff meinst du, also die Defensive. Also Hope, darf ich dir gerade helfen, ich glaube, was du sagen willst, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, du willst, glaube ich, nur sagen, dass Israel, es war wahrscheinlich kein Inside-Job, aber man vermutet schon, dass es wahrscheinlich von der Regierung so zugelassen wurde, weil politische oder geopolitische Gründe dahinter stecken könnten. Richtig, das willst du sagen? Genau, da ich selber in der Armee war, in Israel, ich war an der Grenze, nicht dort an der Grenze, an der Grenze in Jordanien. Und ich kann euch sagen, wenn da eine Katze nur gekommen ist, in die Nähe, war so ein Alarm, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Obwohl es eine Katze war, aber trotzdem. Und es kann nicht sein, und ich habe es auch gesehen,
in ganz vielen Seiten und TikTok und so, wie die auch gezeigt haben, Bilder von Videoaufnahmen und alles drum und dran, wie man sieht, wie die da reinkommen. Und es gibt so viele Einheiten in dieser Armee, die sind innerhalb von ein paar Minuten da und es waren stundenlang, war die Grenze offen. Die Leute haben es geschafft, rauszugehen und wieder rein. Keiner hat die aufgehalten. Mach das mal kurz. Ich muss kurz einmal zu den Fernen. Mach das mal kurz. Okay. Jo. Das kann nicht passieren. Das kann Israel nicht passieren. Sowas passiert nicht Israel. Also, vor allem nicht in der Armee. Wie du sagst, Hob, diese Grenze ist unüberquerbar. Also da fliegt keine Fliege durch, ohne dass sie das mitkriegen. Ja, die sind ja zwar unmöglich. Genau, die sind ja nicht nur, die sind ja bei mehreren Plätzen. Es waren ja ganz viele Menschen, die da durchgekommen sind. Die haben ja nicht nur ein Loch gemacht, aber es geht darum, dass die wussten es einfach. Die wussten, dass es kommt. Jetzt ist meine Frage nur, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Die gehen da rein. Was passiert mit Iran? Was passiert mit der EU? Weil, wie wir sehen, ist Deutschland in deren Arsch rein von Israel. Ich meine, jedes Jahr gibt's Bomben, jedes Jahr ist ein Problem. Da sagt auch Deutschland, ja, wir stehen auf eurer Seite, aber diesmal sind die ja dahin gegangen. Also wie oft waren die schon da und sind in deren Arsch reingegangen? Also es gibt irgendwas... Also dass es diesmal anders ist, ja. Hat man eigentlich schon am ersten Tag und am zweiten Tag gesehen, als Israel alle Reservisten zurückgerufen hat. Über 350.000 sind es ja, glaube ich, alle. Also die haben keinen ausgeschlossen. Alle, ja. Dass die USA sofort ihr Bestes und Größtes, und das ist das größte Kriegsschiff der Welt, dass sie das sofort hingesendet haben. Und zwei Tage später noch zwei andere. Übrigens, ich lese gerade, dass Italien, das ist aber, also das ist so eine Quelle, die kann man manchmal ernst nehmen und manchmal nicht. Die überlegen auch, ob sie ihr Kriegsschiff hinschicken, weil die haben eh nur eins. Du merkst einfach, es ist diesmal anders. Und es ist auf jeden Fall anders und das machen die doch nicht wegen Gazastreifen. Das interessiert die doch gar nicht, was im Gazastreifen ist. Das interessiert die nicht und das verstehen auch diese Leute gar nicht. Die dann kommen und sagen, hier, Free Palestine, guckt mal, was im Gazastreifen. Das interessiert die Leute nicht. Es geht denen um andere Sachen. Es ist Politik, was wir vielleicht nicht verstehen, weil wir das noch nicht wissen. Aber es wird kommen in den nächsten Tagen, Wochen. Und ja, Iran wird sich jetzt einmischen wahrscheinlich. Warum wir alle wollen, dass Palästina frei ist. Wovon frei? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich damit nicht genau auseinandergesetzt. Die wollen Israel wieder zurückhaben. Deren Land, angeblich geklaut, und die wollen das Land zurückhaben, aber die verstehen gar nicht, dass das Problem Hamas ist und Hamas möchte das gar nicht. Hamas möchte keinen Frieden, Hamas möchte deren Geiseln, was jedes Jahr auch war, immer wenn irgendwas war, haben die gesagt, die möchten die Geiseln zurückhaben. Die möchten einfach... Okay, aber dann hätten wir auch gern Libanon, Taliban und so zurück, das waren ursprünglich christliche Länder, ja, nur so... Warte mal ganz kurz, verbotene Wahrheit, ganz wichtig ist auch zu erwähnen, dass es gibt keine Palästinenser, das ist ein Fake-Volk. Ja, das sie ist beanspruchen ein erfundenes Volk. Das richtig, ist erfundenes Volk, ja, 1968. Erklär das mal bitte einen von denen, erklär das mal. Die Rassen in Zentraljordanien, dieses Volk hat es nie gegeben. Ich weiß. Ich glaube, alles Transjordanier. Geht um was anderes hier. Ich glaube, den Ganzen geht es um was anderes. Die wollen einfach von sich selbst aus irgendeinem Grund Israel, Gottes Volk, stürzen. Ja? Was mich am meisten ärgert, ist einfach, also wirklich, ich bin selbst Vater, ich sehe auch viele Bilder auch aus dem Gaza, diese Kinder und diese Mütter, dieses Leiden, das tut mir wirklich, das ist unbeschreiblich, wie wir das tut. Ne? Aber dann hast du halt auch die andere Kategorie, die Israel für sich beansprucht, also du kannst nicht etwas für dich beanspruchen, was nie dir gehört hat. Und das ist einfach der Punkt, was viele nicht verstehen wollen. Du musst auch verstehen, ich habe da ja gelebt 5 Jahre, du musst dir vorstellen, dass was hier in Berlin oder weiß was ich wo war, vielleicht nicht so, passiert da fast jeden Tag. Mein Einsatz war in Jerusalem für eine Zeit lang, weißt du, was ich mir da alles geben musste? Und ich rede nicht von Männern, ich rede von Kindern und Frauen.
Die sind komplett geschleiert und fangen da an zu schlagen. Die kommen, die schubsen dich an, die schmeißen dich, beschmeißen dich mit Steinen. Die suchen das, die suchen das. Du stehst da ganz normal. Und die kommen zu dir und versuchen irgendwie Streit. Dann musst du ja natürlich handgreiflich sein. Ich kann ja nicht einfach jemanden lassen und mich schubsen lassen, weißt du? Und dann wirst du auch aggressiv. Du kannst ja nicht sagen, okay, nee. Und wenn die dann noch fasten, das ist das Schlimmste. Die Zeit, wenn die fasten, das ist, da willst du nicht hingehen. Da rasten die komplett aus. Komm doch mal und frag sie persönlich. Hast du gedient in Israel? Wie bitte? Du warst in der Armee in Israel? Ja. Darf ich fragen, also nur wenn du willst natürlich, ne? Darf ich fragen, warum du raus bist? Raus von der Armee? Ja. Ja. Weil ich bin fertig nach 2 Jahren. Also ihr habt ja glaube ich nur zwei, die Frauen haben nur eine gewisse Zeitpflicht und Männer haben längere Zeit. Die Männer haben 3 Jahre. Genau, das meinte ich ja. Genau, die Frauen haben 2, du kannst aber bleiben, du kannst weitermachen. Das kann sozusagen dein Job sein. Aber meine Familie ist hier. Ich bin alleine nach Israel gegangen für 5 Jahre. Also ich habe auch Familie dort. Und habe dann nach 5 Jahren gesagt, okay, ich komme jetzt wieder zurück, weil meine Familie ist hier. Aber es ist nicht so einfach, in der Armee zu sein, weil du hast dann diese Sachen eben mit denen. Das ist nicht normal einfach, wie die sich benehmen. Und dann kommen so Ausschnitte im Internet, wo du siehst, ein Polizist oder einer von der Armee, die greifen die an, ja, weil die einfach ausrasten und Streit suchen. Ich sag nicht immer, dass die Armee alles richtig macht, ja. Kein Land macht alles richtig und kein Mensch macht alles richtig. Aber ich war vor Ort da und habe gesehen, wie das funktioniert bei denen. Genauso, also es gibt ja die Moschee und dann gibt es die Klagemauer und genauso umgekehrt. Die Leute, die zur Klagemauer kommen, die Juden oder die Christen, die wollen da ganz in Ruhe beten oder sich das angucken und dann müssen die kaum Steine bewerfen. Steine ist wirklich bei denen, das muss sein. Steine ist immer da. Und dann denkst du dir da so, weißt du, auch als Tourist, du gehst da hin und dann siehst du sowas und dann weiß ich nicht, wie man sowas erklären muss. Du kannst nicht dort normal sein, weil immer kommt irgendjemand, immer wird irgendwas gemacht. Und es gibt auch in der Armee Beduine, Drusim, also arabische Leute, die was mich trotzdem beschäftigt, ist die Frage. Weil warum erfreuen sich daran weltweit die Muslime? Das geht in meinen Kopf nicht rein. Was haben die davon, wenn jetzt die ganzen, die hier protestieren, Free Palestine, wenn sie Erfolg haben, Palästina oder Hamas, auch immer, was passiert mit diesen Muslimen, die hier dafür protestieren? Was haben die vor? Und dann denke ich mir, die wurden ja irgendwie vor diesem Zeitpunkt hierher geschickt, ja, vor irgendwem, der das so wollte. Ja, klingt irgendwie nach einer Verschwörung, aber was. Ich meine, die Frage ist schon. Ennio, bitte kurz stummen, bis du dran bist. Ennio, ja? Kurz stumm bitte, bis du dran bist. Ich versuche das die ganze Zeit, aber der reagiert unten, nicht. Unten in der Mitte. Ah, warte, kann ich weiß schon. Wie soll ich dich stummen? Ich gehe nochmal raus und wieder rein, okay? Ja. Okay. Nee, das ist jetzt stumm, du brauchst nicht rauszugehen. Bleib drin, ich hab's gemacht. Vielleicht übertreibe ich mit der Frage oder mit dieser Verschwörung, aber was mit den ganzen Syrern, die jetzt Syrer in Europa für Hamas oder Palästina demonstrieren? Also meiner Meinung nach geht es um Juden. Es geht, sobald es irgendwie was mit Gazastreifen ist, die sind direkt auf der Straße. Wenn es um was anderes geht, kommt keiner auf die Straße. Ich bin der Meinung, es geht einfach. Es ist ein Judenhass. Es kann mir keiner sagen, dass sie nicht Juden hassen. Nicht alle, aber die Mehrheit. Und dann freuen die sich. Also, warum? Ich meine, die sind auf die Straße gegangen und haben gefeiert. Gefeiert. Juden oder Christen? Juden oder Christen? Frage ich explizit. Nee, die Moslem. Also, ich sehe in den Kommentaren, seit Jahren in solchen Gesprächen geht es denen mehr um den Christen und dann bestätigt sich wieder. Diese Antichristenreligion. Ich bin straight. Aber wenn so ein Hass oder Zorn gegenüber Juden und Christen eingepflanzt wird, solltet ihr euch fragen, woher er kommt, aus welchem Geist. Und das verbotene Wahrheit. Damit gehe ich auch schon. Können wir ganz kurz
Abdi, sorry, Albin zu Wort kommen lassen, er ist gerade reingekommen. Ja, ich bin eh schon weg. Ja, alles klar, danke. Erstmal alle hier begrüßen. Hi. Und dann wollte ich erstmal darauf eingehen, was du da eben gerade gesagt hast, weil du hast ja gesagt, du hast ja beim Militär dort unten gedient. Und ich habe ja auch selber Freunde gehabt, die waren auch Israelis oder auch, wie du sagst, Drusen, die auch dort beim Militär gedient haben. Und ich muss ehrlich sagen, du schilderst das ganz anders rüber und ich denke mal, das machst du auch sehr, sehr bewusst. Also auch, wie du sagst, dass die meisten, die hier demonstrieren, Juden hassen. Ich will dir eine Sache mal ganz, ganz klar herstellen. Dieser Konflikt, der da zwischen euch ist, zwischen euch Arabern oder sagen wir mal zwischen Palästinenser, Iraner und Israelis, das ist kein Konflikt zwischen Juden und Nichtmuslimen. Und warum gehen die Leute raus und schreien, dass die Juden hassen und machen Sachen gegen Juden? Guck mal, jetzt musst du dir mal so sehen. Und sagen, dass die Moslems sind. Warte mal. Die sagen, dass sie Moslems sind, gehen auf die Straße, schreien, wir hassen Juden, gehen und randalieren. Okay, aber was soll, warte mal, was soll ich jetzt da... Das sind Jüdin, vielleicht Pro-Demonstrationen. Jetzt überleg mal, wie viele Demonstrationen es hier gab. Ne? Es gab bestimmt in Deutschland seit diesem Angriff mehr als 100 Stück. Und davon ist das, sag ich mal, so vorgefallen, dass Leute sagen, ich hasse Juden. Ist das vielleicht 10-mal vorgekommen? Und jetzt überleg mal, warte mal, kennst du die Demonstration, Statistik? Warte. Kennst du die Statistik? Mal, pro Demonstration, ja, warte, kennst du die Statistik? Ich. Ha? Die Leute sagen, dass die auf der Bühne sind. Ja, die Leute sagen das. Ja, warte, du hast doch gerade über Statistiken geredet. Kennst ja, weil du mir Zahlen nennst. Ich habe keine Zahlen genannt. Kennst du die Zahlen, die? Ich habe dir keine Zahlen genannt. Ich habe dir auch nicht gesagt, dass alle Moslems das sind. Das habe ich auch gesagt. Ja, aber das sagst du so. Und ich habe nicht gesagt, dass alle Moslems das sind. Ich habe gesagt, sehr viele. Was das Problem ist bei euch. Ich sag dir, was das Problem ist. Warte, ich sag dir, was das Problem ist bei euch, weil bei uns Albanern, du weißt, wie das jetzt zum Beispiel bei uns mit den Serben ist, aber ich will das jetzt gar nicht hier aufmachen. Bei euch ist das Problem, also, dass viele Araber oder auch, sagen wir mal, Leute, die aus dem Nahen Osten kommen, wie zum Beispiel Iraner, die nach Deutschland gekommen sind, die bringen nicht alle, wie du sagst, mehrheitlich. Ich würde sagen jetzt, weil ich auch selber in Essen lebe und hier sehr viele Araber sind, ich würde sagen maximal 5% bringen wirklich so einen Hass gegen Juden hin. Aber warte mal, jetzt rechne mal und jetzt frage ich mal dich. Und jetzt frage ich mal dich. Zeig was anderes. Wie viele Israelis, die in den letzten Jahren nach Deutschland, Österreich, Schweiz gekommen sind, wie viele dieser Israelis sind hier nach Deutschland gekommen und haben ihren Hass gegen Araber mitgebracht? Okay, kannst du mir zeigen, was die gemacht haben? Zeig mir, was haben die denn gemacht, dass du sagst, die haben Hass ausgeübt? Sag mir bitte. Wen? Du sagst, die Juden sind gekommen nach Deutschland oder weiß was ich, wo? Guck mal, ich sag weder das Wort Juden, ich sag weder das Wort Muslime, weil damit stelle ich viele Leute und unterdings gerne Generalverdacht. Was sagst du dann? Man gegen Religion gar nicht machen, deswegen sage ich das dir. Weil das Ding ist, ich merke, so, du bist vielleicht emotional. Nein, du bist ich jung, bin nicht emotional, aber ich verstehe nicht. Du sagst mir gerade, dass Leute das, was gekommen sind. Du sagst, ist ja falsch. Ja, du sagst mir das. Genauso, die meisten, also viele, die halt demonstriert, die sind die Juden. Guck mal, wenn du dir anschaust in London, als Beispiel, in London, sind mehr als 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Und weißt du, wer die da angeführt hat? Das waren nicht Palästinenser, das waren Pakistaner und Juden zusammen. Albin. 300.000 Menschen. Sag mal, von wo holst du deine Statistik? Albin, ja? Ganz kurz. Albin, ich habe eine ganz kurze Frage. Bist du für oder gegen die Hamas? Boah, ich bin auf jeden Fall gegen die Hamas. Also guck mal, Das ist schon mal ein Anfang. Albin, ganz kurz. Die gehen einen falschen Weg ein. Aber ich sag genau so, wie du denkst. So, da sage ich dir ehrlich, also so, mit diesem Kopf, genauso wie du denkst, erstens, wie du denkst, ist total rassistisch, ist total rassistisch? Habe ich gesagt, alle Moslems? Oh mein Gott, der Islam ist nicht mal eine Rasse, Albin, albanischer Prediger.
Albin, darf ich dir eine Frage stellen? Auch darüber geredet hast. Nein, ich rede Albin. Nicht wegen dem Islam, sondern wie. Albin, aber deine Takia, die glaubst du selber. Das meine ich damit. Was hat es jetzt? Was redest du wegen Araber? Ich habe gesagt, es gibt sehr viele Moslems, die Juden hassen. Sehr viele. Ich Albin, darf ich dir eine Frage stellen? Ich habe keine Statistiken, ja? Ich kann nicht für alle reden, aber du redest anscheinend mit 5%, 10%. Erzähl mir mal, von wo holst du das raus? Ich bin hier in Essen aufgewachsen. Jeder, der aus dem Ruhrpott kommt, weiß. Ich komme auch aus Hessen, ich weiß, was in Hessen ist. Du kommst aus Essen? Okay, woher aus Essen? Gleich mal eine Straße, kommt vorbei. Auf jeden Fall. Ihr habt euch jetzt falsch verstanden. Der eine kommt aus Essen, der andere aus Hessen, glaube ich. Ach so. Hessen. Albin, darf ich dir eine Frage stellen? Essen und Essen ist schon was anderes. Also ich komme Essen aus ist Hessen. Essen, Dortmund, Bochum, das ist Ruhrgebiet, das ist Essen. Genau. Das andere ist Hessen. Ja, ja. Genau, Frankfurt. Albin, du bist Muslim, ja? Ja. Okay, du bist Albaner, nehme ich mal an, ne? Wenn ich deine Fahne da sehe. Ja, Albaner ist Kosovo. Okay, wie findest du Skanderbeg? Albin, du kannst reden. Du darfst reden. Ja. Ja, so wie sieht. Red. Ja, wie findest du Skanderbeg? Ja. Bitte? Auf Skanderbeg, sage ich ehrlich, der war auf jeden Fall. Also, Skanderbeg war für uns Albaner eine sehr, sehr große Person. Okay, was hat Skanderbeg gemacht, damit die Zuschauer auch wissen, wer Skanderbeg ist? Wofür ist er bekannt geworden? Skanderbeg hat mit katholischen, orthodoxen, muslimischen und konfessionslosen Albanern für die Unabhängigkeit von den Albanern gekämpft. Er hat gegen Türken sowie gegen die Serben gekämpft. Skanderbeg war ein Christ und hat gegen Muslime gekämpft, gegen die muslimische Unterdrückung. Und deine Fahne, die du da neben deinem Namen hast, ist die christliche Freiheitsflagge von Skanderbeg gewesen. Ja, das ist eine christliche Freiheitsflagge. Albanien war mal christlich, okay? Muslime sind gekommen und haben deine Vorfahren erobert. Und ich sage jetzt das Wort nicht, ja, was man so mit eroberten Frauen macht, ja? Und sonstige Dinge mit deinen Vorfahren angestellt. Guck mal, wirklich. Wenn du mir nicht glaubst, dann liegst du komplett falsch. Ich sag dir mal, warum Länder wie Bosnien. Warte mal bitte, ich bin noch gar nicht fertig. Guck mal. Für die Leute, die denken jetzt, dass ich falsch liege und Albin recht habe, geht und googelt, wer Skanderbeg war, fahrt euch die albanische Geschichte rein und dann werdet ihr sehen, ob jetzt Albin gleich weiter lügen wird oder nicht die Wahrheit sagen wird oder ob das, was ich sage, richtig ist. Ja, Skanderbeg war ein christlicher Freiheitskämpfer und hat gegen den Islam gekämpft. Und deine Flagge ist das Zeichen davon, das war die Fahne, die hochgehoben haben. Das ist eine christliche Fahne gewesen und ist sie eigentlich immer noch. Aber wie es so im Islam üblich ist, ne, man geht in diese Länder, man übernimmt alles, man macht aus Kirchen Moscheen, wie in Konstantinopel, ja, im alten Byzanz, die Hagia Sophia auch zu einer Moschee gemacht worden ist. Moschee, Museum, jetzt wieder Moschee. Du kannst uns jetzt nicht, guck mal, und mach diesen Fehler bitte nicht. Erzähl, weil die Leute gehen wirklich gleich und googeln und denken sich dann, hat er wohl nicht ganz die Wahrheit erzählt. Also bitte verkauf uns jetzt nicht die Geschichte, dass Albanien friedlich erobert worden ist vom Islam, man hingekommen ist, angeklopft hat und gesagt hat, hallo, ne, habt ihr Bock muslimisch zu werden? Ja, alles klar, okay, wir kommen mal jetzt hier rein und dann gehört uns jetzt mal eben alles. Und damit würdest du Skanderbeg verraten. Ich habe es gerade vor mir, ich kann es vorlesen, ich wusste es selbst jetzt auch nicht. Skanderbeg wurde durch seinen 25 Jahre andauernden Widerstandskampf gegen die Osmanen in ganz Europa berühmt. Halleluja. Genau. So, Albin, willst du jetzt wieder was anderes behaupten oder sollen wir das mal, dir noch irgendwie alles beweisen? Ich bin gar kein Albaner. Hallo, darf ich mal was sagen? Er redet doch gerade, warte doch, gleich bist du dran. Das, was du sagst, guck mal, Länder wie Bosnien und Albanien oder generell Albaner, ich sag dir, warum die Muslime geworden sind. Weil wenn du so gehst, ne, die Osmanen, Bruder, ich küsse dein Herz, die Osmanen, wenn die Leute hätten muslimisch machen wollen, dann wär's eher die Ungarn gewesen, dann wär's vielleicht die Serben gewesen, die Rumänen gewesen, die in der Nähe von den Feinden waren.
Aber bei uns Albanern macht das kein. Guck mal, Albin, wir können nicht. Hallo, darf ich mal was sagen? Nein, du darfst gar nichts sagen. Albin, komm, wir sind höflich. Der zweite, die zweite Sache, ganz kurz. Albin, warte kurz. Ja, ihr könnt sofort. Also, unreachable. Ja. Wir begrüßen dich natürlich, bitte. Hallo, Rob, lass dich kurz. Tut mir leid, dass ich so reinkomme, aber das geht mir jetzt so auf den Sack, weil Albin ist Albaner, ich bin selbst Albanerin, katholisch, und ich finde es einfach zu schämen, dass man als Albaner die Geschichte nicht kennt. Das macht mich so sauer. Danke, Schwester. Wie alt du bist? Red ruhig weiter. Red ruhig weiter. Danke, Schwester, habe ich gesagt. Hm? Gottes Segen. Danke, habe ich gesagt. Wie alt bist du, Albin? Oh, ne, komm, ist Trivia, ja, eben. Ich find's einfach. Ja, warte, voll. Deutsch reden. Du musst nicht Albanisch reden. Könnt ihr auf Deutsch reden, bitte? Ich will ja auch. Darf ich mal, hör mir. Albin, rede Deutsch. Weil die anderen wollen das auch verstehen. Nein. Unreachable, kannst du ihn denn verstehen? Kannst du Albanisch? Geschichte? Nicht Albanisch. Ich bin Albanerin und ein Viertel Kroatin. Also ich glaube, ich wusste nicht, ob du verstehst, was er sagt. Nein, Mann, die hat gar nichts verstanden. Deswegen. Aber red. Guck mal, Albin, jetzt Menschen zu diskreditieren oder mundtot zu machen und sagst, sie hat nichts verstanden. Das ist eine ganz billige Taktik. Darf ich? Albin, du hast mich jetzt blamiert. Sorry. Komm damit klar. Mit was? Einfach zu schämen. Du sollst dich schämen. Wenn ich das sage, absolut sollst du dich schämen, weil ich finde das einfach eine Frechheit, dass du die Geschichte nicht kennst. Sogar dieser Aramäer kennt diese Geschichte und du als Albaner kennst es nicht. Sorry. Wir haben uns 500 Jahre, weißt du, was das heißt, 500 Jahre unterdrückt. Halt mal dein Maul, bitte. Wallah, was redest du da? Okay, dann sag mir mal direkt nach Skanderbeo. Wer kam nach Skanderbeo und hat die Kanon geschrieben? Wer? Darum geht's doch gar nicht, Albin. Es geht doch gar nicht darum. Weil du gar keine Ahnung hast. Thema, Albin. Wenn du nicht mal diese Geschichte kennst, wie willst du dann danach die Geschichte kennen? Guck mal. Wir können über albanische Geschichte lesen. Geh mal in Wien. Geh mal in Wien. In Wien gibt es ein Museum von Skanderbeo. Und jetzt? Fortin. Sorry, wenn ich jetzt albanisch rede. Er hat sein Schwert dort. Okay, aber was willst du mir damit sagen? Man versteht dich ab und zu mal nicht. Du verleugnest als Albaner. Deswegen bist du für Palästina. Verstehe mich nicht falsch. Deine Geschichte, Mann. Palästina oder Israel. Dann sag was. Was verleugnest du? Hat sie dir doch erklärt, du albanischer Prophet. Ich schäme mich für meine Landsleute. Hast du nicht zugehört, was ich dir gerade gesagt hatte? Und warum fragst du mich die Geschichte? Du laberst nur Kacke. Du kennst dich gar nicht mit dieser albanischen Geschichte. Albin, mach mir einen Gefallen. Du bist einfach, weil ich sehe gerade, du bist Aramäer. Du bist einfach ein Aramäer. Der einfach Muslime hast. Weißt du, was Aramäer sind? Was sind denn Aramäer? Weißt du, wie viele Aramäer getötet worden sind von Türken, von Osmanen? Weißt du das? Danke, Schwester. Aramäer sind Helden. Die haben ihre Religion nicht abgelegt wie ihr, Albin. Was redest du da? Wir sind nicht eingeknickt wie Albaner. Sorry, tut mir leid. Geh zu deinem Vater, bitte. Tu mir den Gefallen. Geh zu deinem Vater und informiere dich. Mein Volk, okay? Ganz kurz nochmal. Dein Volk wurde ermordet und ist bis heute standhaft geblieben. Bis in die 90er Jahre sind Aramäer in den Dörfern umgebracht worden. Genau. Und nie einer davon ist auch nur auf die Idee gekommen, zu sagen, ich konvertiere zum Islam, damit ich meine Ruhe habe. Nicht einer, nicht ein einziger ist uns nicht bekannt. Genug Aramäer. Und du kommst hier hin. Du verrätst deine Vorfahren gerade, verraten. Deine Väters Väter.
die Mütter deiner Mütter, ihr habt, also du hast die gerade sowas von verraten, alleine, dass du absolut hat das nicht verraten. Dass du, ich schäme mich nicht. Er hat sie komplett verraten. Du brauchst dich nicht schämen dafür. Du brauchst dich überhaupt nicht schämen dafür. Doch, ich schäme mich nicht. Weißt du, wieso? Soll ich dir sagen, wieso? Wir sind eine Wir haben versucht, dich ausreden zu lassen, aber du hast angefangen mit einer Lüge. Bevor du mir anfängst zu reden, erzähl mal bitte, was Aramäer in der ganzen Geschichte früher gemacht haben. Was haben sie denn gemacht? Erzähl mal. Warte, dann stellst du dir nur eine Frage. Die konnten doch gar nichts machen. Lass ihn fragen. Lass ihn bitte fragen. Nein, ich will diese Frage hören. In den allen vier Kreuzzügen, die es gab. Bevor du was sagst. Die Christen, die Muslime, zuerst lern deine Geschichte, bevor du über Aramäer redest. Warte, lass ihn diese Frage stellen. Informiere dich. Unreachable, lass mal kurz bitte Alvin seine Frage stellen. Deswegen meine ich ja. Guck mal, der redet die ganze Zeit, sagt, frag jetzt, Alvin, komm. Wir rennen vor keiner Frage davon. Frag jetzt. Ich habe dir erstmal die Frage gestellt, ne? Bei allen vier Kreuzzügen, die es gab. Ja. Weil ich merke, du hast Hass gegen Muslime. Ich sag dir ehrlich, auch zu dir da unten. Komm mal, stell deine Frage jetzt. Like, wir Albaner, wie red jetzt? Du bist Araber. Stell deine Frage. Und du würdest gegenseitig deinen eigenen Nachbarn töten. Du wolltest so ein doch eine Frage stellen. Bist du. Albin, weißt du, wie lange das denn ist? Albin, die Frage, guck mal, wenn du keine Frage stellst, nicht reden kannst, weil du jetzt sauer und stinkst. Nein, weil du nicht, dann geh runter. Aber dann stell die Frage doch jetzt. Was ist? Mit mir kannst du diese Politik nicht machen, weil ich werde immer... Stell doch die Frage, du wolltest eine Frage stellen. Sag so, kannst du mit deinem Vater reden oder so, aber nicht mit mir. Löwenherz, schmeiß den bitte runter, guck mal. Albin, du hast dich doch schon blamiert. Stellst du jetzt die Frage oder nicht? Unreachable, ich stelle dir jetzt die Frage. Du sagst ja Albaner. Eigentlich soll ich mir Aramäer eine Frage stellen, Albin. Stell mir die Frage. Okay, in den allen Kreuzzügen, die es gab. Ja. Wer hat wen angegriffen? Die Christen, die Muslime oder die Muslime, die Christen? Wer hat wen? Darf ich antworten? Weißt du, was das heißt, Bruder? Ganz kurz, alle bitte stumm. Unreachable, lass mal kurz. Löwenherz, bitte stumm ihn ganz kurz, damit er mich jetzt nicht unterbricht. Ich werde ihm jetzt die Antwort geben. Guck mal, er hat uns gerade mit Albanien bewiesen, dass er null Ahnung hat von seiner Geschichte und er hat jetzt den Totschlag, er hat sich gerade selber schlafen gelegt. Ja. Guck mal, die Kreuzzüge, wie wir alle wissen, das ist immer das Argument, oh, ihr Christen mit euren Kreuzzügen. Diese Länder waren alle christlich, jüdisch-christlich. Byzanz, die heutige Türkei, Konstantinopel war die orthodoxe, das war der orthodoxe Vatikan. Das kann man mit dem heutigen Rom vergleichen. Ja, es gab Rom und es gab Konstantinopel mit dem Sitz der orthodoxen Kirche in der Hagia Sophia. Okay? So, diese Länder waren alle in christlicher Hand, Israel ein bisschen in jüdischer Hand, also es gab auch andere Völker, aber überwiegend waren da Christen. So, was ist denn passiert, dass die Kreuzzüge überhaupt erstmal nötig geworden sind? Haben Kreuzritter gesagt, wir gehen jetzt rüber und bringen unsere christlichen Brüder um? Oder aber gab es erstmal Angriffe von der arabischen Halbinsel auf diese christlichen Länder und man hat Konstantinopel erobert und Jerusalem erobert und daraufhin sind die Kreuzritter rübergekommen und haben gegen Muslime kämpfen müssen. Nicht ein einziger Kreuzzug wurde gestartet von den Kreuzrittern gegen Christen, sondern weil muslimische Horden eingefallen sind in diese Länder und diese Länder erobert hatten, weil man Jerusalem erobert hat, weil man Konstantinopel erobert hat, okay? Genau. Und jetzt nochmal, den Punkt gebe ich dir. Was die Kreuzritter auch gemacht haben auf ihren Kreuzzügen, war barbarisch, war unmenschlich und ist mit dem Christentum überhaupt nicht zu vereinbaren, auch wenn der Papst diese Kreuzzüge ausgerufen hat auf Bitten des Königs und auf Bitten von Jerusalem, die haben dem eingewilligt, die haben die Kreuzritter losgeschickt, aber wenn sie christlich gehandelt hätten, dann hätte man Widerstand nicht geleistet, weil das nämlich nicht im Christentum propagiert wird. Man soll nicht kämpfen, wer durch das Schwert
lebt, wird durch das Schwert umkommen. Aber du hast uns hier gerade komplett bewiesen, dass du ein wirklich so unwissender Mensch bist. Du solltest dich am besten schlafen legen, nie wieder live kommen, bevor du nicht irgendwo eine Schulbank gedrückt hast. Historie, und fang bitte bei deiner eigenen Historie an. Du bist eine Schande. Er weiß ja nicht mal, woher das die Albaner herkommt. Du bist eine Schande für Sonderbecks Vermächtnis. Du bist wirklich eine Schande, dass du überhaupt ein Handy bedienen kannst. Ist wirklich, das ist so lächerlich. Geh und leg dich schlafen. Absolut. So, absolut waren die Kreuzzüge so was. Ich habe noch eine Frage an dich. Woher kommen die Albaner? Bevor du sagst, ich soll mich schlafen legen. Wenn du ein Mann wärst, du würdest hier ein Bild von dir zeigen. Du würdest überhaupt die Kamera machen. Was soll das jetzt? Willst du mir drohen? Guck mal, ich bin Du hast nicht mal die Eier, du hast nicht mal die Eier, ein Bild von dir zeigen. Wer jetzt gerade gespendet hat, ich küsse deine Augen. Bevor du, du kannst die Augen von egal. Guck mal, das ist gerade wichtiger, was du jetzt nämlich gerade sagst, dass Spenden geht beim Punisher an das Kinderhospiz. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Und jetzt darfst du deinen geistigen Auswüchse hier freien Lauf lassen, Albin. Lass mal diesen, ich möchte dieses Mund nicht, ich möchte das nicht in den Mund nehmen, aber rede mal weiter, diesen Bullshit, der wirklich aus deinem Mund kommt, das Guck ist mal, wirklich unerträglich. Bevor du mir anfängst zu reden, die Aramäer. Mach dein Bild an, damit ich sehe, wer du bist, damit du mir drohen kannst. Mach mehr Werbung für deinen Islam. Hör mal auf zu beleidigen, Albin. Mach mehr Werbung. Guck mal, die Aramäer aus Essen, die Aramäer aus Gießen, die ich kenne, die sind mit Dings Muslim eins. Die albanischen Muslime und Christen, die sind eins. Bei dir, ich weiß das nicht. Das denkst du. Sorry. Du bist eine Ausnahme. Du bist eine Ausnahme. Aber guck mal. Ich bin eine Ausnahme. Guck mal, was er redet. Junge. Guck mal, was er redet. Soll ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich meine arabischen Brüder und Schwestern fragen würde, die würden dir genau das Gegenteil erzählen. Die tun das vielleicht, weil sie ein bisschen mit dir befreundet sind, aber glaub mir, die mögen dich nicht. Die mögen deine Religion nicht. Die mögen dich als Mensch. Dich als Mensch mögen die und ich liebe dich genauso als Mensch, aber deine Religion mag ich nicht. Und was ich auch nicht mag, ist, wenn du mir hier drohst oder mir sagst, zeig dein Gesicht, guck mal, ich bin Christ, wir leben dich danach. Leb du ruhig danach, mach das ruhig, geh und droh Gewalt an anderen Menschen, ist gar kein Thema, kannst du ruhig machen, aber das spricht für dich und du belegst gerade alles, was wir sagen über den Islam. Du bist das beste Beispiel dafür. Beste Beispiel. Ach so, weil ich sage, du kannst ruhig deine Kamera. Ja, wir wissen doch, guck mal, jetzt mach nicht auf doof. Jetzt mach nicht auf doof. Mach jetzt nicht auf doof, Albin. Du beleidigst meine Intelligenz. Du beleidigst meine Intelligenz. Er macht nicht auf doof. Er ist doof. Auf doof. Guck Albin. Mal, ihr nennt nicht mal Fakten. Guck mal, Albin. Wir nennen nicht mal Fakten. Oh mein Gott. Fakten. Löwen, schmeiß den bitte raus, der ist echt anstrengend. Du bist Zeitverschwendung, Albin, du bist Zeitverschwendung. Nein, warte. Oh, scheiße. Also wieder so einer, der ist von der Shisha-Bar gekommen und will jetzt hier was erzählen. Ganz außerdem einfach. Arabisiert Albin seine eigene Kultur, indem er den Islam als sein Glauben akzeptiert, arabisiert er seine eigene Kultur. Der Islam hat mit dem Albaner sein überhaupt nichts zu tun und das merken diese Menschen auch noch nicht mal. Allein die und guck mal wirklich, ne? Dieses Land ist wirklich überfallen worden. Seine Vorfahren wurden nicht wurden, nur Kosovo, nicht nur Kosovo und Albanien. Das nicht sind auch Kosovo, Bosnien. Bosnien, genau, Mehrheit genau. Von Bosnien ist muslimisch. Mazedonien, genau das Gleiche. Die Osmanen wollten ganz Europa erobern. Come on. Also jeder kennt ja diese Geschichte. Und wenn dieser Albin wirklich denkt, er sei ein stolzer Albaner, dann muss er wissen, dass Albaner Illyren waren. Das waren unsere Vorfahren, Illyrer. Schwester, Es gibt in und dann Italien hat er die Fahne gibt es ein Ort, wo heißt immer noch alt, wie sagt man, griechisch-orthodox Albaner. Nee, die halten bis heute noch fest, das könnt ihr googeln, es ist wirklich so. Ihr könnt sogar dorthin gehen. Das ist in Sizilien. Hallo, ganz kurz, wir haben einen neuen Gast. Gu, was geht? Bitte. Es geht. Hello. Erzähl mal, Gu. Hallo. Erzähl mal. Wie stehst du zu Israel? Wie stehst du? Was ist deine Position? Magst du die Hamas? Magst du sie nicht? Sag mal was. Also ich bin so neutral so. Ich bin für Frieden. Genau. Also für Israel. Wie bitte? Distanzierst du dich von der Hamas? Ich distanziere mich von beiden Parteien. Nee, ich rede von der Hamas, nicht von irgendwas anderem. Von der Hamas. Weißt du, was Hamas ist? Sind doch die Palästinenser, die irgendwie die Gaza-Linie oder so
übernommen haben oder so? Und jetzt irgendwie zurückkämpfen? Mann, der ist doch gar nicht mehr Sinne, der kleine Junge. Der Gaza-Linie. Also der weiß gar nichts. Thomas. Noch einer. Der hat einmal mit Tagesschau gespielt. Unglaublich. So, ich habe unreachable, sie ist selber rausgegangen. Ne? Nicht, dass sie denkt, ich habe sie gekickt. Ich habe sie nicht gekickt. Sie ist selber rausgegangen. Hm. Leute, wer hat Eier, hier hochzukommen? Keiner. Bitte, bitte mit Potenzial, bitte. Ich hätte mal Bock wieder auf El Sein, den hatten wir heute so lange nicht mehr. Oh nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte, 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 bitte. Nein, der ist nicht da, ich sag nur, also, der war ja heute noch gar nicht hier drin. Freitagabend, Bruder, er ist irgendwo mit dem Auto unterwegs auf Chaya-Jagd. Er jagt Chaya über den Straßen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich vermisse schon den Fighter. Ich guck mal, bei aller Liebe, ne? Und Kabum. Also wirklich, und ja. Kabum. Ich jage euch alle, ich gehe wieder raus. Oh, Mo. Also, so arbeitslos wie ihr. Hello. Oh, hallo, Sahla. Warst du im Fitnessstudio? Da, ist er hin? Ja, weg ist er. Er ist selber rausgegangen, ich habe ihn nicht rausgekickt. Er ist rausgegangen. Ja, ja, ich weiß. Mo kam heute Nachmittag in ein Live rein und sagte dann, ich möchte mal an Ich Bin sagen, ich finde das gut, was du machst. Also fing auf diese Tour an, dann habe ich gesagt, oh danke, ich habe ihn nicht erkannt, ne, habe mich bei ihm bedankt und dann fing er an, mich zu beleidigen und sonstige, also das, was er vorhin hier schon 3-4 Mal gemacht hat und dann habe ich ihm auch gesagt und ich meine das wirklich ernst, guck mal Leute, ne, ich habe nicht einen Muslim, der mir jetzt hier, ja, ich habe noch nie jemanden beleidigt, Schlechtes hast du mich verstanden? Nein, ich habe noch nie jemanden beleidigt. Ich glaube, du hast mich beleidigt. Mo, guck mal, wir haben die Likes, ihr habt wenig Zuschauer, Mo, aber ich werde wohl Zuschauerzahlen nicht hören. Mo, kann ich dir mal was sagen? Tschüss, ich gehe jetzt raus, ich bin raus. Bleib doch mal drin und lass dir doch mal was sagen. Mo. Ey, ihr seid seit 70 Stunden live, habt ihr kein Leben oder so? Hör mal zu, arbeitslose Menschen. Mo, bleib doch mal drin und lass doch auch komm nach Düsseldorf Altstadt, ich gebe dir einen Burger aus, Bruder, ciao. Mo, guck mal, bleib doch mal drinnen. Gibst du mir einen Sutschuk aus? Einen Sutschuk. Nochmal, ich will das nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich denke, er hört trotzdem noch zu. Hol ihn mal jetzt hoch, weil dann unterbricht er wieder. Ich habe das heute schon mal gesagt, also ich habe Urlaub und ich genieße auch mal meinen Urlaub und ich bin nirgendwo hingefahren. Und man merkt auch, dass ich mal abends und spätabends auch mal drinnen bin, was ich mir nicht erlauben kann, weil ich halt um 6 Uhr morgens aufstehen muss, in der Regel. So, abgesehen davon, also nochmal, guck mal, mir hat kein Moslem hier in Deutschland je was Schlechtes getan oder sonst irgendetwas und ich habe auch muslimische Freunde, mit denen ich aber auch genau so rede. Wir reden über alles und wir gehen uns auch nicht in die Haare und an die Köpfe, vielleicht hassen die mich manchmal dafür, ich mag vielleicht auch manchmal Sachen nicht, die sagen oder sonstiges, okay, darum geht es gar nicht. Diese Menschen haben mir noch nie was getan, ich habe nichts gegen den Menschen, ich habe was gegen diese Religion, aber ich habe was gegen diese Religion, weil in dieser Religion Sachen drinstehen gegen Juden und gegen Christen und abgesehen davon, über Ungläubige und Ungläubige sind all die, die keine Muslime sind. Das heißt, alles, was nicht Muslim ist, ist ein Mensch zweiter, dritter Klasse. Okay? Und wenn ein Buch besteht, in dem ich als Mensch zweiter, dritter Klasse abgestempelt bin, habe ich die Aufgabe. Ich habe die Aufgabe in meinem Glauben, das Dunkle zu bekämpfen. Boah, hat ein Muslim deine Mutter genommen, Bruder, oder was ist los mit dir, Bruder, dieser Hass? Bruder, hat ein wie Muslim deiner Mutter, deine Mutter grüß bitte, genommen, grüß oder bitte deine Mutter von mir. Grüß bitte deine Mutter von mir, sag ihr alles Liebe, ich küsse ihre Hände. Durchgenommen, deswegen ich küsse ihre, meine Mutter ist eine deswegen heilige, Hass. Deine Schwester wurde genagelt. Grüß mal bitte deine Mutter. Ey, meine Mutter ist eine heilige. Geh mal Muslim essen, deine Mutter und deine Schwester genagelt, deswegen bist du so sauer. Guck mal. Ey, geh mal essen. Was ist los? King. Benimm dich mal gegen euch. Deine Mutter würde sich ärgern, wenn du deine Zeit für so schlechte Wörter verschwendest. Bitte wiederhol nicht, was er sagt. Bitte nicht, mach das nicht. Guck mal, nochmal. Ich würde mich schämen, wenn meine Mutter das hören würde, dass ich im Internet so mit Leuten rede. Auf diese Art und Weise. Und ich bin fest von überzeugt, dass seine Mutter, wenn sie wüsste, wie er redet, sich genauso für ihn jetzt schämt. Weil ich nicht glaube, dass seine Mutter so ist wie er. Ja, ich glaube, wenn mein Vater mich in dieser Weise hören würde, wenn ich so mit Leuten rede, der würde mir das Handy aus der Hand reißen. Ganz ehrlich. Der würde dir wahrscheinlich links und rechts eine geben. Kinder zu stiften, Mann. Bringt mich immer auf. Junge. Irgendwann mal fällt aber auch nichts mehr zu ein. Wollen wir reden? Man kann nichts mehr sagen, ne? Wollen wir jetzt reden? Wie ganz normal. King, ey, Löwenherz redet gerade. King, bester Mann. King. Mein bester Freund.
Komm. Hab nicht so viel Hass. Religion und Moslem und Moslem. Was ist los mit dir? Ja, ich habe jetzt über die Rhetorik nicht gesprochen, aber warum hast du dieses komische Profilbild, ey? Ich habe noch nie einen Menschen gehasst, noch nie in mein ganzes Leben. Ich hasse nur die Taten eines Menschen. King, ich lade dich wieder ein. Ich lade dich ganze Nacht ein. Ich warte auf dich. Hör auf, hier Fitner zu stiften, Löwen. King, ich warte auf dich. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich bin viel zu alt für dich, Mann. Ich bin 36 Jahre alt. Warum? Ja, so ich bin 28. Ich hab, mein Sohn ist schon 18. Was willst du mit mir? Hört man dir an, ja. Schade. Mein Gott, Hass. Hey. King. So reicht jetzt. Ja, jetzt okay, ich wollte gerade noch ein bisschen was sagen. Dass der auf die Welt immer ich wollte, guck mal, der ist so unterhaltsam. Ihr dürft ihn nicht ernst nehmen. Der ist so lustig, Mann. Der kommt rein. Nicht ernst. Der labert nur Scheiße. Aber wirklich jetzt. Nein, aber nicht ernst, wenn man gerade was Ernstes redet und der kommt dann da rein und dann bringt er das Ganze komplett durcheinander. Also der ist nicht. Ja, das ist richtig. Aber das ist richtig. Das ist richtig, aber ein bisschen, ich fand das so witzig, immer wenn er gekommen ist. Nicht, seine Beleidigung nicht, dahinter stehe ich nicht, aber wie fertig er einfach ist und er nicht weiß, wovon er redet. Das macht er seit gestern. Seit gestern kommt er rein. Jedes Mal. Ja, ich fand's lustig, wie er mich dann mit Roy unterbrochen hat. Ganz kurz bitte. Ich war. Okay. Ganz kurz bitte hier in den Kommentaren. Fragt mich Katu, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen richtig ausspreche oder nicht. Ich habe dir geschrieben, also ich kann kein Arabisch. Ja, und die Frage ist dann halt, ich weiß, welche Frage dann kommt, ob ich dann die Schriften verstehe oder nicht. Bitte, also dieses Argument mit, man spricht kein Arabisch oder man muss Arabisch können, um den Koran zu verstehen, dann dürften ungefähr 70% der Muslime auf der Welt keine Muslime sein, weil die dann alle den Koran nicht verstehen und den Islam nicht verstehen. Nehmen wir mal an, indonesische Christen, Christen, indonesische Muslime, Albaner zum Beispiel, die kein Arabisch sprechen, Türken, die kein Arabisch sprechen und alle Konvertiten, die kein Arabisch sprechen, sind laut solcher Argumente keine Muslime, weil alle den Islam nicht verstehen. Und nochmal, eure Übersetzungen, und ich sage nicht unsere Übersetzungen, die werden von euren Universitäten, von euren Islam-Universitäten geprüft und rausgegeben. Ihr übersetzt das Ganze und stellt das online oder gebt diese Koran-Übersetzungen raus. Nicht wir, ja, nicht der Vatikan, nicht die orthodoxe Kirche oder irgendwelche Atheisten oder sonstigen drucken diese Übersetzungen oder übersetzen das Ganze. Okay, bitte, guck mal, das sind so ganz, ganz billige Argumente, damit man einen Mundtot zu machen, ja, du kannst das nicht übersetzen, du verstehst ja kein Arabisch, dann dürft ihr alle nicht ein einziges Mal über das Alte Testament reden oder über das Neue.